Also es geht in diesem Antrag gar nicht so sehr um das Thema der Tempo-30-Zonen. Die sind ja schon da. Aber was wir zunehmend feststellen und wo es auch Klagen der Anwohner gibt, ist, dass es Probleme gibt mit dem Parken, weil zum Beispiel durch Sprinter von Unternehmen immer mehr, gerade in diesen Zonen, die Parkplätze wegfallen. Und wir wollen ein System entwickeln, wo man mit möglichst wenig Aufwand Anwohnerparken einführen kann. Es geht nicht um eine Bezahllösung, sondern es geht nur darum, dass die Anwohner Parkplätze haben und dass man das ein bisschen steuern kann. Offenbach ist da ein gutes Beispiel, wie man das machen kann, und wir wollen, dass der Magistrat letztlich das prüft. Also die Maintaler Stadtverordnetenversammlung setzt sich am kommenden Montag mit dem Thema Gebührensatzung auseinander. Nachdem die hessische Landesregierung jetzt in den letzten 5 Jahren ihrer Amtszeit relativ wenig in diesem Bereich gemacht hat, ist man ja kurz vor der Landtagswahl auf die Idee gekommen, endlich die Familien zu entlasten und den Kommunen pro Kindergartenplatz 135,60 Euro im Monat zur Verfügung zu stellen, verbunden mit der Aufforderung, dass 6 Stunden Kindertagesplätze frei sein müssen für die Eltern. Wir sagen als SPD, das ist ein erster zaghafter Ansatz, die Familien, die Eltern zu entlasten. Wir als SPD möchten aber Bildungsgerechtigkeit von Anfang an haben, und dazu gehört für uns die Gebührenfreiheit, und zwar vom Kindergarten über die Schule bis hin zum Studium und zur Ausbildung mit dem Ende eines Meisterbriefes. Daher beantragen wir jetzt als ersten Schritt, auch immer in der Kenntnis der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Maintal, 8 Stunden gebührenfrei anzubieten, und als zweiten Punkt eine Gebührensatzung einzuführen, dass es auch einen Zuschuss gibt für Eltern für die Kinder im Bereich 1 bis 3 Jahre, also die Krippenplätze, also hier eine deutliche Entlastung für die Eltern vorzunehmen. Die Krippe ist der teuerste Faktor in der Betreuung für die Eltern. Das liegt an dem Personalschlüssel, das liegt an der Gruppe, Größe der Gruppe der Kinder. Und von der Seite glauben wir auch, dass wir hier eine deutliche Entlastung herbeiführen müssen. Das beantragen wir jetzt neben den 6 Stunden, die so oder so durch das Land Hessen kommen. Also die Zusammenarbeit, wir reden hier immer bei der Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlicher Politik und der hauptamtlichen Politik, also hier Bürgermeisterin und erster Stadtrat. Wir sind natürlich immer darauf angewiesen, wenn wir Entscheidungen treffen, dass die Unterlagen auch vollständig uns zur Verfügung gestellt werden, dass wir Hintergrundinformationen bekommen. Wir machen das ehrenamtlich und werden dafür nicht bezahlt. Wir haben auch keine Verwaltung im Hintergrund, die uns unterstützen kann. Insofern muss es ein faires Zusammenspiel geben zwischen der ehrenamtlichen und der hauptamtlichen Politik. Wenn wir uns einen anderen Tagesordnungspunkt zum Beispiel anschauen, nämlich die Ausschreibung für die Verpflegung in den Kindertagesstätten, da kommen 5 Fraktionen gegenwärtig zu dem Ergebnis, dass ein absolutes Chaos herrscht und der Magistrat hier nicht wirklich sauber gearbeitet hat. Völlig überraschend hat man eine Vorlage eingereicht, dass wir eine Ausschreibung gemacht haben als Stadt Maintal für die Verpflegung an den städtischen Kindertageseinrichtungen. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Stadtverordnetenversammlung gar nichts mehr machen kann, also eigentlich nur noch zustimmen kann. Und damit nimmt man uns eine Entscheidungsfreiheit. Es wird immer gepredigt, dass man mehr Kommunikation haben möchte, den Austausch verbessern möchte. Und insofern stellt sich die Frage, warum wurde die Stadtverordnetenversammlung nicht informiert, dass eine Ausschreibung notwendig ist, dass wir einen neuen Anbieter brauchen für die Verpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen? Und warum hat man nicht rechtzeitig über die Ausschreibungskriterien mit uns gesprochen? Ich sage, wenn 5 Fraktionen erhebliche Probleme mit dieser Vorlage haben, dann wird was dran sein, dass man sich vielleicht doch nochmal zusammensetzen muss und schauen muss, wie arbeitet man zukünftig besser zusammen. Es ist nicht zufriedenstellend. Es gab einen Fraktionsvorsitzenden, der in der letzten Sozialausschusssitzung zum Beispiel sehr deutlich gesagt hat, ihr müsst euch als Magistrat besser vorbereiten, und dem kann man nur uneingeschränkt zustimmen. Es gibt Überlegungen, die vor allen Dingen von der Stadt Frankfurt vorangetrieben werden, um den S-Bahn-Ring um Frankfurt herum zu schließen, eine weitere S-Bahn zu bauen. Und zwar vom Bad Vilbel kommend, durch Maintal gehend, Richtung Offenbach. Und diese Diskussionen werden in Maintal noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Das war ja auch in der letzten Stadtverordnetenversammlung, wo wir gefragt haben, da hatte ja selbst der Magistrat noch gar kein richtiges Bild davon.
Aber eine solche S-Bahn geht dann natürlich quer durch Maintal. Und das, eine S-Bahn bringt Lärm mit sich. Und deswegen muss man genau sich überlegen, in der Abwägung, was ist sinnvoll. Eine S-Bahn bauen, ja, für Pendler ist okay, die brauchen die. Aber auf der anderen Seite, wie gehen wir mit dem Lärm um? Und wir wollen nicht, dass eine solche S-Bahn mitten durch den Ortsteil von Bischofsheim geht, sondern wir schlagen vor, wenn überhaupt das sinnvoll ist, das entlang der Querspange zu legen und dann natürlich auch so lärmgeschützt, dass weder Hochstadt noch Bischofsheim eine Lärmbelastung durch eine solche S-Bahn bekommen. Und dieses Zusammenspiel, da wollen wir die Stadt darauf aufmerksam machen, dass sie sich frühzeitig drum kümmert. Deswegen unser Antrag. Es werden bekannt, auch aus der Presse oder vielleicht mit Hintergrundinformationen der ehrenamtlichen Politiker in Maintal, wann das Ganze durchgeführt wird, in welchem Zeitraum das stattfinden wird, wer der Zuschauer wird. Wir müssen auch wissen, wie nah ist das dann dran, wie früh wird sich darum gekümmert. Nun, es ist so, dass das jetzt noch Anfangsdiskussionen sind. Die werden in der Regionalversammlung geführt. Da gibt es aber schon Beschlüsse, dass man in diese Richtung gehen will. Also überordentlich treibt insbesondere Frankfurt das Thema sehr schnell voran, weil die einen Druck darauf haben, ihre S-Bahn entlastet zu bekommen. Das heißt, die Planungen schreiten sehr schnell voran. Bis das dann mal realisiert wird, das dauert sehr, sehr lange. Und ich glaube, auch die Nordmainische S-Bahn wird viel früher fertig sein, als dass da mal ein Bagger rollt. Nur wenn erstmal die Flöcke für die Planung eingeschlagen sind, dann ist für uns es zu spät, noch Korrekturen reinzubringen. Deswegen müssen wir ganz zu Beginn der Diskussion unsere Position als Stadt Maintal klar machen. Und das wollen wir erreichen. Auf was zielt Ihr Antrag ab? Also unser Antrag zielt in erster Linie darauf ab, Demokratie leben. Das geht hier in die Richtung auch Arbeit mit Jugendlichen und mit Kindern. Wenn man sich die politische Entwicklung der letzten Jahre anschaut, die wir natürlich in Teilen ausgesprochen bedauerlich finden, dann zeigt das, dass hier in Deutschland rechte Parteien einen ganz gehörigen Zulauf bekommen haben. Wir haben zwar in Maintal keine AfD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, aber bei den letzten Kommunalwahlen wurden hier in Maintal 13,8% der Kreistagsstimmen für die AfD abgegeben. Insgesamt für rechte Parteien 15%. Das ist ein Ergebnis, das uns natürlich durchaus beschäftigen muss. Und persönlich habe ich auch die Überzeugung, dass wir die AfD nicht von heute auf morgen sozusagen jetzt wieder zur Geschichte erklären können. Ich denke, wir haben einen relativ hohen Anteil, der für meine Begriffe irgendwo zwischen 6 und 10% liegt in der Bevölkerung, der für rechte Themen durchaus anfällig ist. Das heißt, wir werden uns mit der AfD auch langfristig auseinandersetzen müssen. Wir werden uns mit rechten Themen langfristig auseinandersetzen müssen. Und das beste Mittel in unseren Augen ist eben, ganz zu Beginn anzufangen. Dort, wo Kinder in dem Kindergarten oder in der Schule sind, Kinder sind vorurteilsfrei. An dieser Stelle ansetzen, mit Kindern und Jugendlichen politische Arbeit, das heißt zum Beispiel auch mal an den weiterführenden Schulen Staatsbürgerkunde. Was heißt eigentlich unser Grundgesetz? Was verlangt unsere Verfassung von uns? Und dass es tatsächlich immer wieder Forderungen aus den Reihen der AfD gibt, die schlicht und ergreifend grundgesetzwidrig sind, das ist vielen Leuten überhaupt nicht klar. Das ist den Wählern der AfD nicht klar. Und Erwachsenenbildung oder Erwachsenenfortbildung ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass wir die Wähler der AfD alle erreichen werden. Es scheint auch viele Leute zu geben, denen das schlicht und ergreifend egal ist. Deswegen, wir müssen langfristig daran arbeiten, rechte Parolen aus unserer Gesellschaft wieder herauszubekommen. Und das geht in unseren Augen eben nur darüber, dass man Jugend bildet und Jugend zu wirklich bewussten und demokratischen Staatsbürgern erzieht.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Stadtverordnetenversammlung. Und vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich Ihnen vorschlagen, einen weiteren Punkt, einen weiteren Beratungsgegenstand auf die heutige Tagesordnung zu nehmen. Der Sozialausschuss hat sich in der letzten Woche und ich glaube heute Abend mit der Beschlussvorlage befasst, Erhöhung des Essensgeldes für die städtischen Kindertagesstätten. Zur Schaffung von Rechtssicherheit möchte ich Ihnen vorschlagen, diesen Tagesordnungspunkt zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung auf die Tagesordnung der heutigen Stadtverordnetenversammlung zu nehmen. Wenn Sie meinem Vorschlag folgen würden, dann wäre das ein neuer Tagesordnungspunkt 12b. Dann frage ich Sie zunächst, ob sich hier grundsätzlich ein Widerspruch zu meinem Vorschlag ergibt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann lasse ich dennoch darüber abstimmen. Wer mir zustimmt, diesen Tagesordnungspunkt zusätzlich auf die Tagesordnung zu nehmen, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, so einstimmig beschlossen. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Herrn Reul muss ich jetzt gucken. Das Prozedere kennen Sie. Nee, das ist der falsche Bericht. Ansonsten mache ich einen mündlich. Aber kein Thema. Also, neben der Technik heute Abend haben wir es ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, ich bin ja vorbereitet. An dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren, bekommen Sie immer die Frage gestellt, § 25 der Hessischen Gemeindeordnung, Widerstreit der Interessen. Gibt es jemanden hier bei den stimmberechtigten Mandatsträgern heute Abend, der sich im Widerstreit der Interessen sieht? Herr Koch? Das nehmen wir mal auf. Schauen wir, das hat sich gleich erledigt, aber wir nehmen es mal zur Kenntnis. Gibt es weitere Stadtverordnete? Das ist nicht der Fall, Herr Reul. Dann halten wir das so fest. Dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch nachträglich, genau, Dankeschön, lassen Sie mich heute Abend Frau Lochmann, die auch selbst anwesend ist, Rolf Landio leider verhindert ist, nachträglich beiden im Namen der Stadtverordnetenversammlung zu einem runden Geburtstag gratulieren. Die Glückwünsche habe ich mir erlaubt, vor einigen Tagen, einigen Wochen persönlich zu überbringen. Und ja, das ist doch schön, dass wir in unserem Kreise immer wieder doch Mandatsträger haben, die sich auch über solche Angelegenheiten dort freuen dürfen. Ein kurzer Rückblick auf den 9. Juni, jetzt eine Woche her, rund ums Rathaus. Zunächst mal meinen Dank an alle beteiligten Gruppen, Stadtleitbildgruppen, Frauen-Selbsthilfegruppe nach Krebs, die Fraktionen, die dort präsent waren, Arbeitsgruppen aus dem Beirat, Städtepartnerschaften etc. Ich denke, eine rundum gelungene Sache, dort sehr umfassend zu informieren über die ehrenamtliche Arbeit hier bei uns in der Stadt. Und ja, auch wenn ich ab und zu damit hadere, es ist ja auch eine Veranstaltung, die mit sehr viel Aufwand verbunden ist und Herr Reul, der hinter mir sitzt, denn auch mit mir immer hart ins Gericht geht, was die Vorbereitungen betrifft etc. Wir darüber nachdenken, auch die vierte Auflage im Jahr 2019 dann dort nochmal durchzuführen. Einen ganz besonderen persönlichen Dank, auch wenn ich weiß, dass er es so nicht möchte, gilt heute Abend Tom Werner, der neben seiner aufopferten Tätigkeit hier als Stadtverordneter in diesem Jahr nicht für den Inhalt, aber für das Layout der Plakate dort verantwortlich zeichne. Ich habe dort, lieber Herr Werner, sehr viel positives Feedback bekommen. Und was ich sicherlich auch sagen möchte, weil einige hier im Saal ja auch im Bereich der Städtepartnerschaften engagiert sind, anlässlich des 9. Junis haben wir dort auch
die neuen Beachflags und Zelte vorgestellt, mit denen die Vertreter der Arbeitsgemeinschaften, der Verschwisterungsgemeinschaft hier in Maintal bzw. auch in den Partnerstädten auftreten, damit man auch weiß, wer steht dort überhaupt in der Partnerstadt, wo kommt er her und worum geht es. Herr Börner, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für das Engagement. Ich möchte Ihnen dann heute Abend noch eine Folie zeigen, die wird den einen oder anderen erschrecken, nämlich wenn es um das Thema Termine geht. Die Gerüchteküche hat das ja schon kommuniziert, dass es sein kann, dass am Montag, dem 27. August, eine Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung stattfinden wird. Liegt nicht daran, dass sich die Fraktionen in der Sommerpause irgendwas ausdenken werden, dass man hier eine Sondersitzung braucht, sondern liegt einfach an der Fülle der Beratungsgegenstände, die wir heute Abend haben, wo bei aller Fairness und bei allem positiven Denken ich noch die Befürchtung habe, dass es uns nicht gelingen wird, alle 32 Tagesordnungspunkte dort abzuhalten. Die finale Entscheidung, ob die Sitzung stattfinden wird, werden wir dann im Laufe der Woche treffen. Wenn dem so sei, das sehen Sie schon, die Ausschusssitzungen würden dann stattfinden am 21. und am 22. August, am 8. August die Präsidiumssitzung, also direkt nach dem Ende der Sommerferien. Was heute Abend auch Beratungsgegenstand ist, gleich am Anfang, es wird im Block beschlossen werden, Sie haben das vielleicht der Presse entnehmen können, dass die Stadtverordnetenversammlung, die Gremien sich mit dem Thema der Zukunft des Bürgerhauses Bischofsheim beschäftigen, Sanierung, Abriss, Neubau, wie auch immer. Dazu wird es eine Sondersitzung der Ausschüsse geben. Hier habe ich Herrn Sachtleber gebeten, zunächst einmal nach den Sommerferien die Verfügbarkeit des Architekten anzufragen. Wir gehen davon aus, und dort muss ich mich dann noch ins Benehmen setzen mit dem betroffenen Ausschussvorsitzenden. Diese öffentliche Sondersitzung, die voraussichtlich auch hier in diesem Raum stattfinden wird, am 14., 15. oder 16. August dort durchzuführen. Und was wir ebenfalls auf der Agenda haben und von mir momentan so geplant, eine Bürgerversammlung zu diesem Thema auch hier im Bürgerhaus Bischofsheim am 23. bzw. am 28. August. Und das wird allerdings in Abhängigkeit davon zu sehen sein, dass natürlich im Vorfeld die gemeinsame Sondersitzung der Ausschüsse stattfindet. Für diejenigen, die jetzt eifrig die Termine mitschreiben, dieses Dokument wird auch Bestandteil der Niederschrift sein. Terminplan 2019, da werden wir von Jahr zu Jahr immer besser. Den 19er Terminplan werde ich den Fraktionsspitzen im Laufe der Woche zur Verfügung stellen. Wie in jedem Jahr ist dann natürlich das Feedback erwünscht seitens der Fraktionen, ob wir dort irgendwelche unstimmigen Termine geplant haben. Basierend auch auf den Erfahrungen der Anzahl und der Gewichtigkeit der Beratungsgegenstände in 2018 plane ich Ihnen einen Sitzungskalenderentwurf vorzulegen, der von insgesamt 8 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung ausgeht. Und das war der Tagesordnungspunkt Nummer 1, Bericht des Stadtverordnetenvorstehers. Vielen Dank. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 2, Bericht des Magistrates. Dieser liegt Ihnen in Teilen seit letzter Woche vor und seit heute noch nachgereicht die Übersicht der Erledigung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung. Gucke ich jetzt zunächst in die Richtung des Magistrates, ob dazu noch was auszuführen ist. Frau Pötzsche schaut schon so, dann haben Sie das Wort. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete, Sie haben sicherlich schon den Medien entnommen, das Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße hat den Deutschen Kita-Preis
erhalten. Und ich finde, diese besondere Auszeichnung ist es wert, dass sie auch noch mal hier in diesem Forum auch noch mal eine Würdigung erfährt. Ich will gar nicht mehr so viel zu diesem Preis sagen. Wie gesagt, es hat ein bundesweites Medienecho erfahren. Viel deutlicher wird das, warum das Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße diesen Preis erhalten hat, durch die Laudatio bei der Vergabe des Preises in Berlin. Es waren insgesamt 1400 Einrichtungen, haben sich bundesweit für diesen Preis beworben. Und das Familienzentrum war dann in der Reihe der letzten 10 Finalisten, auch die letzte Einrichtung sozusagen auch in Hessen und die einzige in Hessen, und hat dann bei der Vergabe am 3. Mai 2018 diesen Preis gewonnen, der zum ersten Mal vergeben wurde, und zwar vom Bundesfamilienministerium in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und weiteren Jurymitgliedern. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle einfach das zeigen, was die Preisträger in Berlin gesehen haben, dauert 5 Minuten und ist die Laudatio von Professor Eftenakis, der begründet, warum das Familienzentrum in allen 4 Qualitätsdimensionen, nämlich Kindorientierung, Sozialraumorientierung, Partizipation und ein lernender Bildungsort zu sein, warum dieser Preis nach Maintal gegangen ist. Hören Sie einfach zu. Wir kommen zum Schluss. Die Aufregung steigt und auch zu Recht, denn die Qualität steigt auch mit. Und ich habe die Freude, über eine Einrichtung zu berichten, für die sich die Jury für den ersten Platz entschieden hat, und dies aus gutem Grund. Denn diese Einrichtung glänzt durch ein modernes Bildungsverständnis. Wir haben lange Zeit in der Bundesrepublik geglaubt, dass Bildung sich im Kopf eines Kindes vollzieht und dass man über dieses Kind, über Exploration der Umgebung, eine gute Bildungsqualität erreicht. Das war Geschichte. Heute wissen wir international, dass Bildung selbst ein sozialer Prozess ist, eingebettet in konkreten Kontexten und Situationen, und er wird ko-konstruiert durch mehrere Akteure, durch das aktive Kind, die Fachkräfte und andere. Dieses Verständnis bringt enorme Vorteile für das Bildungssystem. Denn eine Interaktion, die als zentrale Kategorie dieses Verständnisses existiert, können Sie beeinflussen, was früher nicht der Fall war. Es ist erstmals in der Geschichte, dass man den Schlüssel in der Hand hat, wie man ein Bildungssystem in seiner Qualität stärken kann. Und dieses Konzept wird in dieser Einrichtung konsequent umgesetzt. Der zweite Aspekt, der mich begeistert hat, ist, dass diese Einrichtung eine besondere Sensibilität für Schwache, für Fremde und für Menschen entwickelt hat, die nicht aus diesem Land kommen. Ich selbst, wie Sie wissen, habe südeuropäischen Migrationshintergrund und bin deshalb besonders empfindlich, wenn es um diese Fragen geht. Was diese Einrichtung getan hat, ist aus meiner Sicht einmalig. Wir haben bis jetzt in der Bundesrepublik versucht, den Kindern und den Familien mit Asylerfahrung dadurch zu helfen, dass wir ihnen die deutsche Sprache angeboten haben. Aber wir wissen aus der Forschung, dass dieser Ansatz nicht zum Ziel führt. Dass lediglich über ein Bildungsangebot eine Integration zu erreichen, wird nicht gelingen. Und es gibt kein Beispiel dieser Art in der Welt, was bislang gelingen konnte. Deshalb geht diese Einrichtung einen Schritt weiter. Sie erkennt an, dass neben einem erweiterten Bildungsansatz ein zusätzlicher sozial-integrativer Ansatz notwendig ist. Diesen Menschen die soziale Umgebung so zu präsentieren, dass sie Orientierung und Sicherheit gewinnen, dass sie lernen, die Ressourcen der sozialen Umgebung kennenzulernen und zu nutzen, dass sie selbst verstehen, wie dieses System in all seinen Facetten und Ebenen funktioniert, damit sie damit umgehen können, wie man soziale Kontakte knüpft, und exakt das praktiziert diese Einrichtung. Und der dritte Aspekt, der mich wirklich überrascht hat: sie ist nicht zufrieden mit dem,
was sie gelernt hat, was die Erfahrung und die Praxis dort bietet. Sie hat sich geöffnet, sie hat die Grenzen dieses Landes überschritten, ist nach Italien gegangen, die Türkei, in anderen Ländern und hat genau studiert, wie man aus der kulturellen Vielfalt, aus den Unterschieden der Konzepte den Gewinn für sich ableiten kann. So eine Einrichtung ist für mich eine Modelleinrichtung, die den deutschen Kita-Preis 2018 zu Recht gewinnt. Und Sie alle wissen wollen, wer das ist. Das Familienzentrum Ludwig-Müller-Straße. Wir sind das Familienzentrum Ludwig-Ulland-Straße. Insgesamt betreuen wir 140 Kinder. Die sind in 6 Gruppen verortet. Und davon gibt es 5 Gruppen hier im Haus und eine Waldgruppe. Diese Kinder sind jeden Tag im Wald. Dann machen wir das in Meisenknödel und hängen das an Bäumen auf. Das Familienzentrum vereint die exzellente Bildungsbegleitung von Kindern, die Einbeziehung der Familien in die pädagogische Arbeit und die Öffnung nach außen zum Stadtteil, damit alle, die in diesem Stadtteil wohnen, hierher kommen können. Die Sarah kam hier an, das war ein Familiennachzug aus Serbien und musste natürlich ins Deutsche reinwachsen und hat sich das Deutsche nur getraut zu flüstern und das über 2 Jahre. Als sie dann ins Musical gekommen ist, hat sie dann zum ersten Mal laut gesprochen. Wir haben auch dann eine CD aufgenommen, da hat man es nicht gehört. Du kannst einem Kind 20 Mal sagen, jetzt sprich doch laut. Aber das Kind muss ja von sich heraus merken, die Lautstärke ist wichtig, dass andere mich verstehen, dass ich was bewirken kann, dass ich gehört werde. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja, gerne. Was ich von dieser Stelle noch ergänzen möchte, es wurde schon vielfach gesagt, aber der große Dank geht natürlich an das Team dieses Familienzentrums, weil dieses Ergebnis ist natürlich etwas, was über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, besonders auch durch die Leitung gewachsen ist. Aber wie immer gehören natürlich viele dazu. Dazu gehört auch Politik dazu, die gute Rahmenbedingungen schafft. Dazu gehört eine Verwaltung dazu, die auch gute Rahmenbedingungen schafft. Das heißt, es gehören immer viele dazu zu einem solchen Erfolg. Aber ganz natürlich vorne an steht dieses Team und deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön an das Team der Ludwig-Uhland-Straße. Vielen Dank. Wird weiter das Wort gewünscht zum Bericht des Magistrates? Das ist offenbar nicht der Fall, aber Frau Pötscher, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Sie haben uns ja auch den Bericht zur Ausführung der Haushaltsbeschlüsse 2017-18 zur Verfügung gestellt. In dem Haushaltsbeschluss 26b, wo es ja um weitere Personalstellen geht für die Ordnungsbehörde, haben Sie ausgeführt, dass der Stellenplan geändert wurde. Ich glaube, für uns alle hier ist die wesentlich interessantere Frage, wurden die Personen auch bereits gesucht und eingestellt? Das sagt lieber. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ja, da bin ich angesprochen als zuständiger Ordnungsdezernent. Ja, ausgesucht sind sie, 2 sind auch schon da und der dritte kommt am 1. Juli und dann sind wir da an der Stelle vollzählig und wir werden da auch noch mal entsprechend über berichten, insbesondere der Feldschutz ist ja noch mal von besonderem öffentlichen Interesse. Vielen Dank.
Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt Nummer 3, Anfragen gemäß § 16 unserer Geschäftsordnung, die Anfrage Nummer 94 der WAMP-Fraktion zum Thema Bodenpreise. Reicht schriftliche Beantwortung. Vielen Dank, Herr Wolf. Die Anfrage 95 der WAMP-Fraktion zur Fähre. Herr Wolf. Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, die WAMP stellt folgende Anfrage zur Fähre. Welche Aktivitäten wurden von Seiten des Magistrates der Stadt Maintal seit der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 19. März 2018 unternommen, um zu einer schnellstmöglichen Wiederinbetriebnahme der Fähre zwischen Maintal und Mühlein zu kommen? Bitte in Form einer Auflistung der einzelnen Maßnahmen. Frage 2. Was gab es hierbei an konkreten Ergebnissen? Frage 3. Fand im benannten Zeitraum ein Gespräch oder auch eine Telefonkonferenz aller vier Beteiligten, Kreis Offenbach, Main-Kinzig-Kreis sowie die Städte Mühlheim und Maintal statt? Frage 4. Wenn ja, welche Ergebnisse und oder Absprachen wurden dabei getroffen? Frage 5. Wenn nein, warum nicht? Frage 6. Welche eigenen Aktivitäten und in welchem Zeitrahmen stellt sich der Magistrat diese vor, um zu einer schnellstmöglichen Wiederinbetriebnahme der Fähre zu kommen? Frage 7. Wenn eigene Aktivitäten zu Frage 6 verneint wurden, welche Gründe waren dafür ausschlaggebend? Vielen Dank. Herr Sachtleber. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, zur Frage 1. Frau Bürgermeisterin Böttcher hat die Landräte des Kreises Offenbach und des Main-Kinzig-Kreises sowie den Bürgermeister von Mühlheim zu einem runden Tisch eingeladen, um die Details zu besprechen. Der Landrat des Kreises Offenbach hat diese Einladung zurückgewiesen und aber in Aussicht gestellt bzw. darum gebeten, dieses Treffen vom Kreishaus in Dietzenbach, vom Landkreis Offenbach aus zu organisieren und einzuladen. Dieser Termin hat noch nicht stattgefunden, ist jetzt festgesetzt für den 10. Juli. Zu den Fragen 3 und 4. Es fand also, wie gesagt, dieses Gespräch noch nicht statt und damit auch noch keine Ergebnisse. Zur Frage 6. Wir werden natürlich in diesen Gesprächen weiterhin unsere Kooperationsbereitschaft signalisieren, auf der einen Seite den Kreis Offenbach zu unterstützen, auf der anderen Seite aber darauf drängen, dass es eine schnelle Lösung dieses Problems für alle Beteiligten gibt. So, und zu Frage 7. Naja gut, warum haben wir bisher keine weiteren Aktivitäten einleiten können, weil die Stadt nun mal nicht Trägerin der Fähre ist, aber das hatte ich an dieser Stelle schon mehrfach erläutert. Vielen Dank. Die Antwort so weiter kommt. Gut. Dann rufe ich auf die Anfrage Nummer 96 des Stadtverordneten Kaiser. Auch hier reicht die schriftliche Beantwortung. Und dann sind wir mit dem Tagesordnungspunkt Nummer 3 durch. Dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen mitteilen, wie das Präsidium sich den Ablauf des heutigen Abends vorstellt, beziehungsweise welche Tagesordnungspunkte in welcher Fassung wir Ihnen für die Blockabstimmung vorschlagen. Das ist der Tagesordnungspunkt Nummer 4, die Niederschrift über die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 30. April 2018. Das ist der Tagesordnungspunkt Nummer 5, die energetische Sanierung des Bürgerhaus Bischofsheim. Hier Ergebnisse der fachplanerischen Voruntersuchung und zwar in der Ausschussfassung. Und die Ausschussfassung beinhaltet im Kern genau das, was ich unter meinem Bericht unter 1 vorgetragen habe, nämlich eine gemeinsame Ausschusssitzung und eine Bürgerversammlung, bevor durch die Gremien die weiteren Beschlussfassungen erfolgen. Der Tagesordnungspunkt Nummer 6, Maintal macht mit, Vorschlag Errichtung eines Vereinsgebäudes für das Musikkorps Bischofsheim. Hier empfiehlt Ihnen das Präsidium, den Tagesordnungspunkt in die Blockabstimmung aufzunehmen mit der Empfehlung, schieben um eine Sitzungsrunde. Hintergrund ist hier, dass auch hier eine Option für das Bürgerhaus Bischofsheim enthalten ist und um zu wissen, ob man dem einen oder dem anderen folgt, müssen wir zunächst festlegen, was wir mit dem Bürgerhaus Bischofsheim machen. Es ist der Tagesordnungspunkt Nummer 11,
Richtlinien zur Förderung von Kindertagespflegestellen in Maintal, und zwar hier in der Ausschussfassung des Haupt- und Finanzausschusses. Der Tagesordnungspunkt Nummer 15, Konzept zur Schaffung eines transparenten, sichtbaren und nutzbaren Beratungs- und Schulungsangebotes zum Thema Hilfe in Gefahrensituationen und Gewaltprävention. Hier empfiehlt Ihnen das Präsidium die Zustimmung. Der Tagesordnungspunkt Nummer 16, Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Maintal. Der Tagesordnungspunkt Nummer 18, Beteiligungsbericht der Stadt Maintal. Der Tagesordnungspunkt Nummer 19, Kenntnisnahme und Empfehlung des Jahresabschlusses 2017 des eigenen Betriebshofs. Der Tagesordnungspunkt Nummer 20, Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl von Schöffen und Schöffinnen für den Gerichtsbezirk Hanau. Hier empfiehlt Ihnen das Präsidium die Zustimmung zur Vorlage. Im Protokoll wird vermerkt gegen die Stimmen der SPD-Fraktion. Der Tagesordnungspunkt Nummer 21, Abschluss eines Gewährleistungsvertrages zwischen der Stadt Maintal, der Maintal-Beteiligungsgesellschaft und der Zusatzversorgungskasse Wiesbaden. Hier empfiehlt Ihnen das Präsidium das Votum Zustimmung. Der Tagesordnungspunkt Nummer 23, Prüfung eines Anwohnerparkens in Maintal, Tempo-30-Zonen. Hier empfiehlt Ihnen das Präsidium Schieben der Vorlage um eine Sitzungsrunde. Der Tagesordnungspunkt Nummer 24, keine neue Lärmbelastung für Maintal durch die Regionaltangente Ost. Hier empfiehlt Ihnen das Präsidium ebenfalls Schieben um eine Sitzungsrunde. Der Tagesordnungspunkt Nummer 25, Beseitigung von Pflanzinseln im Rumpenheimer Weg. Auch hier empfiehlt Ihnen das Präsidium das Votum Schieben um eine Sitzungsrunde. Der Tagesordnungspunkt Nummer 28, Prioritätenplanung zum integrierten Verkehrsentwicklungsplan. Auch hier empfiehlt das Präsidium das Votum Schieben um eine Sitzungsrunde. Wer den vorgenannten Tagesordnungspunkten bitte? Dort hatte ich mir notiert, dass es mindestens eine Fraktion gab, die hier gegebenenfalls. Dann ist okay, Entschuldigung, dann nehmen wir den Top 22 zusätzlich mit auf in den Block mit der Empfehlung Zustimmung. Wer der vorgenannten Tagesordnungspunkte in die Blockabstimmung. Wer den vorgenannten Tagesordnungspunkten zustimmt, in die Blockabstimmung aufzunehmen, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, so einstimmig beschlossen. Wer den vorgenannten Tagesordnungspunkten im Block in dem vorgetragenen Votum seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, so ist dieses einstimmig beschlossen. Vielen Dank. Rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 7,
Bebauungsplan in der Plettenweite Waldstraße in der Gemarkung Bischofsheim. Möchte der Magistrat zu der Vorlage etwas ausführen? Herr Sachtleber. Ja, eine kurze Erläuterung der Vorlage, weil viele ja die Inhalte im Detail jetzt nicht kennen, aber natürlich den Sachverhalt schon aus der Vergangenheit. Wir haben in der Waldstraße im Flächennutzungsplan, im regionalen Flächennutzungsplan, noch eine kleinere geplante Wohnbaufläche als solche ausgewiesen. Das heißt, sie steht für die Schaffung eines entsprechenden Planungsrechts der Stadt Maintal zur Verfügung. Wir hatten dies 2010 schon mal probiert. Damals gab es keine Einigkeit über die Art der Bebauung auf diesem Gelände. Der Bebauungsplan, Aufstellungsbeschluss ist damals gefasst worden, aber das Verfahren nicht weitergeführt. Wir schlagen vor, dies jetzt wieder aufzunehmen. Die Situation hat sich grundsätzlich in Bischofsheim nicht wesentlich verändert. Das heißt, wir haben in Bischofsheim so gut wie keine Neubauflächen mehr im Flächennutzungsplan. Wir können also kein neues Wohnbauland ausweisen und erschließen. Gleichzeitig wissen wir aber alle, und Sie haben das ja auch im Stadtentwicklungskonzept und im Wohnraumförderrichtlinie ja auch nochmal bestätigt, dass wir eine Wohnraumknappheit im Rhein-Main-Gebiet haben, dass wir alle Möglichkeiten der Wohnraumschaffung, die uns zur Verfügung stehen, nutzen sollten und dabei auch alle Akteure, die in diesem Bereich tätig sind, auch dafür einbeziehen, einschließlich auch der von uns noch zu gründenden Gesellschaft. Hier ist es so, dass in der Waldstraße eine Fläche zur Verfügung steht, die hier für eine Einfamilienhausbebauung geeignet erscheint. Das Umfeld ist durch Einfamilienhäuser bebaut. Wir finden, dass hier ein Konzept vorgelegt wurde, das sich städtebaulich einfügt in das Umfeld und noch eine kleine, wenn auch nur 10 Häuser umfassende Fläche oder Möglichkeit bietet, auch Bischofsheimer Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Stadtteil Wohneigentum zu erwerben. Deswegen schlagen wir vor, das Konzept, was hier von dem Investor Effizienzhaus vorgelegt wird, als Grundlage für die weiteren Planungsschritte zu verwenden und auf dieser Grundlage das Bebauungsplanverfahren weiter fortzusetzen. Das natürlich dann noch weiter durchgeführt werden muss. Also Sie kennen das, es wird dann noch eine entsprechende Offenlage stattfinden. Das wäre aber die Basis, um hier auch in Bischofsheim, wenn auch in einem kleinen Umfang, zusätzliches Bauland zu nutzen und zur Verfügung zu stellen. Dankeschön. Die Vorlage wurde im Bauausschuss behandelt. Für Werner Borger darf ich sagen, dass der Bauausschuss hierzu beschlossen hat, Ihnen keine Beschlussempfehlung zu geben. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Gerhardt. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, die vorgesehene Bebauung ist aus Sicht der FDP-Fraktion viel zu dicht. Die Grundflächenzahl wird zwar eingehalten, aber die versiegelte Fläche mit allen Zuwegen, Park-, Garagenplätzen etc. liegt bei 60% der gesamten Grundfläche und unterscheidet sich somit deutlich vom Verhältnis der bereits bestehenden Bebauung, die zwischen 20% und 40% Versiegelung der jeweiligen Grundstücksfläche liegt. Die FDP-Fraktion befürwortet grundsätzlich das Schließen von Baulücken. Es muss aber auch im Verhältnis zur umliegenden vorhandenen Bebauung passen. Im vorliegenden Plan ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Daher wird die FDP-Fraktion diesem Bebauungsplan nicht zustimmen. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat diesen Antrag recht ausgiebig in den jeweiligen Fraktionssitzungen behandelt und wir konnten uns nur daran erinnern, dass vor circa 10 bis 12 Jahren schon mal der Magistrat eine entsprechende Vorlage vorgelegt hatte für diesen Bebauungsbereich und unseren Ermittlungen zufolge war diese Vorlage damals abgelehnt worden. Wir würden ganz gerne den Magistrat bitten,
bevor wir hier zu einer Beschlussfassung kommen, noch mal ausführlich darzulegen, inwiefern zu damals hier welche Änderungen vorgenommen wurde. Insbesondere, und ich glaube, das war damals auch der entscheidende Grund, was hier schon die FDP heute vorgebracht hat, dass es sich um eine recht enge Bebauung handelte. Und deswegen würden wir ganz gern wissen, wie sich das neue Vorhaben zu dem alten Vorhaben unterscheidet, um seitens der CDU-Fraktion hier eine Aussage geben zu können. Herr Sachtleber. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Herr Fischer, Herr Gerhardt, das Thema, das Sie ansprechen, ist die Bebauungsdichte. Die Dichtewerte, die wir hier in diesem Konzept finden und die wir dann natürlich in den entsprechenden Zahlen in den Bebauungsplan übernehmen würden, entsprechen genau den Dichtewerten, die wir auch in allen anderen Neubaugebieten, wenn wir jetzt zum Beispiel an Hochstadt denken, ausgewiesen haben. Also es ist keine extreme Dichte. Sie wird vielleicht nicht ganz so locker extensiv sein, aber das will ich mal noch in Frage stellen, bei dem einen oder anderen Grundstück wie im Bestand. Wir haben teilweise im Bestand relativ große Grundstücke. Es ist aber auch gerade in Bischofsheim der Fall, dass wir im Bestand die großen Grundstücke im hinteren Bereich auch wieder einer weiteren Bebauung zuführen, um einfach die Bauflächen zu nutzen. Und insofern ist die Dichte, die wir hier haben, genau das, was wir in den letzten, ich sage mal, 10 Jahren an Nutzungsdichten in allen anderen Stadtteilen, in Neubaugebieten auch angewendet haben. Zum damaligen Zeitpunkt, ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht, haben wir auch über die Dichte diskutiert. Es ging damals um die Höhe, um eine zweigeschossige plus Dachbebauung. Es ging um die Orientierung der Gebäude, die noch ein bisschen einen Riegel darstellten zur bestehenden Bebauung. Das haben wir aber versucht hier aufzulösen, indem wir die Gebäude so gestellt haben, dass man zwischendurch gucken kann. Natürlich stellt das eine Sichtbarriere dar für den Bestand. Das heißt, die Nachbarn, die bisher in die freie Landschaft gucken konnten, werden jetzt natürlich auch Gebäude sehen, aber sie sind so aufgestellt, dass man durch die Gebäude in einem größeren Abstand auch hindurch sehen kann und nicht ein geschlossener Riegel hinter den bestehenden Gärten entsteht. Die Dichte war nicht anders wie damals. Ich glaube sogar, es gab verschiedene Alternativen, die wir nach und nach ausgearbeitet haben damals. Und ich glaube, die letzten Alternativen waren noch nicht mal so dicht wie dieses hier, was wir jetzt haben. Also wir haben das mehr und mehr runtergefahren. Ich weiß, es ist hier lange diskutiert worden, weil es damals auch erhebliche Nachbarbeschwerden gab, die insbesondere da den Gartenbereich beeinträchtigt sahen. Wir haben das eingestellt damals, weil das, was schlussendlich noch möglicherweise zu akzeptieren war, überhaupt nicht mehr den städtebaulichen Dichtenvorgaben entspricht, die wir als Stadt umsetzen müssen. Wir haben Vorgaben im regionalen Flächennutzungsplan und im Raumordnungsplan. Wir haben Vorgaben hinsichtlich der Dichte. Der Hintergrund ist, dass wir Grundstücke, Bauland so nutzen sollen, dass sie auch intensiv genutzt werden können, beziehungsweise auch entsprechende Wohneinheiten auf einer bestimmten Fläche entstehen, auf einen Hektar entstehen, sodass nicht wir gezwungen sind, in den nächsten Jahren immer weiter im Außenbereich neue Wohnbauflächen auszuweisen. Das will der Regionalverband im Rahmen des Flächennutzungsplanes nicht und das will auch nicht die Regionalversammlung im Rahmen des regionalen Raumordnungsplanes. Hier sind wir gerade im Ballungsraum gezwungen, letzten Endes auch eine entsprechende Dichte zu erreichen, um sorgsam und sparsam mit dem Boden umzugehen. Aber ich betone nochmal, diese Dichte ist hier in Bischofsheim nicht höher als das, was wir zum Beispiel in Hochstadt am Weides vor wenigen Jahren noch beschlossen und mittlerweile bebaut haben. Dankeschön. Herr König. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, ich kämpfe mit dem Mikrofon, aber es wird schon gehen. Zwei Punkte, also wir sehen das auch so, dass wir gerade in Bischofsheim alle Möglichkeiten nutzen sollten, Flächen zu bebauen, insbesondere auch Baulücken oder arrondierende Flächen, damit wir den Bedarf an Wohnraum tatsächlich decken können. Wir sehen aber auch, dass wir nicht einfach irgendwelche Konzepte von Bauträgern als Grundlage übernehmen sollten für solch ein Gebiet. Städtebaulich, das hat Herr Sachtleber dargelegt, was sich dort anbietet, aber beispielsweise, dass breite Straßen, zwei breite Wege geplant sind zu den einzelnen Häusern, das ist
denken wir an dieser Stelle überhaupt nicht notwendig. Man kann das so organisieren wie im Klinggelände, dass an der Grundstücksgrenze Parkplätze sind und man dann eben in kleineren Wegen zu diesen Häusern geht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt war eine Überlegung der SPD. Inwieweit gibt es da auch Möglichkeiten, ein Mehrfamilienhaus, also jetzt sind geplant vier Doppelhäuser und zwei Einfamilienhäuser, inwieweit man dort ein Mehrfamilienhaus, meinetwegen mit vier Wohnungen einbaut, das sollten wir grundsätzlich im Rahmen des Bebauungsplans überlegen. Und daher unser Vorschlag, oder sagen wir noch ein weiterer Aspekt, der uns wichtig ist, man sollte auch überlegen, wie weit man hier eine klimaneutrale Bebauung zulässt. Das klimaneutral heißt nicht Passivhäuser, sondern klimaneutral heißt, dass durch regenerative Energien, BHKW und andere Maßnahmen quasi die CO2-Entstehung beim Betrieb sich ausgleicht durch entsprechende Maßnahmen, die dann in der Summe eine Klimaneutralität bewirken. Also das sollte man überlegen, wir diese drei Punkte. Deshalb sind wir der Meinung, man sollte die Beschlussvorlage einzeln machen, also sind ja drei Punkte, 1, 2, 3, weil wir am jetzigen Stand zwar das Konzept zur Kenntnis nehmen können, aber als Grundlage zu nehmen für diese Bebauung an dieser Stelle können wir nicht zustimmen und warten eben dann auf den Bebauungsplan, um das dann auch im Ausschuss zu diskutieren. Dankeschön. Bevor ich Herrn Wolf das Wort erteile, Herr Fischer, ich hatte Ihre Handdeutung so verstanden, vor der Abstimmung 3 Minuten. Dankeschön. Herr Wolf. Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, die WAM wird den Magistratsvorlage nicht zustimmen. Aus unserer Sicht stellt das keine Arrondierung dar, sondern eher eine Erodierung der Fläche, sodass das zwangsläufig weitere Baumaßnahmen vorsieht, nach sich zieht. Wir sehen auch, dass wir nicht den großen Bedarf, die Not auf den Einfamilienreihenhäusern ist, sondern dass wir das bei preiswerten Wohnraum haben und das ist mit dieser Maßnahme nicht umzusetzen. Daher werden wir diese Maßnahme, die Vorlage nicht zustimmen. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall, dann unterbreche ich die Sitzung für 4 Minuten. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann frage ich nochmal, ob das Wort gewünscht wird. Herr Fischer. Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wir haben uns jetzt noch mal kurz beraten und wir würden dem Gremium Stadtverordnetenversammlung folgenden Änderungsantrag vorschlagen. Ich verlese das jetzt hier, ich schreibe das noch auf, damit das ordnungsgemäß ist und lege es dann zum Kopieren vor. Ich verlese es langsam, ist etwas umfangreich. Nee, so umfangreich ist das nicht. Vorschlag. Der Tagesordnungspunkt wird geschoben und in 2 Schritten behandelt. Erstens, Erarbeiten der Vorstellungen, welche Art der Bebauung vorgenommen wird. Ich erläutere das gleich. Zweitens, Überarbeitung des Konzeptes nach diesen Vorgaben. Das heißt, wir haben hier, ich begründe den Antrag wie folgt, wir haben hier verschiedene Einwendungen zu dem Vorhaben gehabt. Und ich denke, dass wir innerhalb der Stadt Maintal gut beraten sind, wenn wir entsprechende Bebauungen vornehmen, damit wir Wohnungen anbieten. Wir haben, ich will gar nicht die Diskussion in die Breite führen, wir haben aber verstärkt feststellen können, dass ein enormer Bedarf an Wohnungen da ist, gleich welcher Art. Und ich denke, wir sollten diese Fläche auch entsprechend nutzen. Und deswegen wäre unser Vorschlag, dass man in der ersten nächstmöglichen Sitzung, Bauausschuss beispielsweise, zusammenträgt, was jede Fraktion sich vorstellt, wie eine entsprechende Bebauung dort aussehen könnte. Wir als CDU-Fraktion könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass dort eine Unterkellerung möglich ist. So, und dass man im Nachgang, wenn man darüber dann einig ist
und sagt, okay, das sind die Vorstellungen, die wir haben, dass dann aufgrund dieser erarbeiteten Vorschläge der Magistrat sich zusammensetzt und sagt, okay, jetzt können wir daraus eine entsprechende Vorlage erarbeiten, die dann in der nächstfolgenden Sitzung hier dem Gremium wieder zur Beschlussfassung vorliegt. Weil was würde passieren, wenn wir das jetzt hier ablehnen? Dann liegt das wieder beim Magistrat und kommt, ich weiß nicht, wann es dann wieder vorkommen kann, wenn dann entsprechend gearbeitet wird. Entschuldigung, ihr arbeitet immer, das weiß ich. Also, das wäre unser Vorschlag. Wie gesagt, ich schreibe das hier noch gerade in die Vorlage und gebe das dann rum. Vielen Dank. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Herr Schäfer. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, der Kompromissantrag, den die CDU vorgelegt hat, ist ja geprägt von gutem Willen, nämlich dem Willen, dort nach vorne zu kommen. Nur so wie wir es verstanden haben, haben wir es ja hier mit einer Vorlage zu tun, die auf der Basis von Absprachen mit einem Investor liegen und in einem städtebaulichen Vertrag gegossen werden sollen. Der Investor hat seine Vorstellungen. Wir kriegen ja mit in dieser Stadtverordnetenversammlung, dass das nicht unbedingt die Stadt, die Mehrheit, will ich mal vorsichtig formulieren, dieses Hauses trifft, was der Investor dort an Vorstellungen hat. Das heißt also, hier bleibt aus unserer Sicht eigentlich nur der konsequente Weg, jetzt diese Vorlage so abzulehnen. Dann ist das Thema abgeräumt. Der Investor weiß auch Bescheid, dass es sich nicht lohnt, weiteres Geld in das Projekt so zu investieren, wie es jetzt vorgeschlagen wird, weil es schlicht und ergreifend keine Mehrheit dafür geben wird. Und dann kann man ja immer noch in einer nächsten Diskussionsrunde mit dem Magistrat darüber überlegen, was man aus dem Grundstück macht. Die Rahmenbedingungen hat ja auch Klaus Gerhardt eben unter anderem vorgetragen, dass uns das viel zu dicht bebaut ist. Im Übrigen in der logischen Konsequenz, Herr Stadtrat, Sie würden sich daran erinnern, haben wir auch damals ja beim Intobaugelände gegen die Vorlage gestimmt, weil auch damals uns das zu dicht bebaut ist. Also man kann ja schön verdichten, aber Maintal zur Stadt der Hasenstelle zu machen, kann nicht das Ziel städtischer Entwicklungspolitik zu sein an der Stelle. Und deswegen sollten wir uns einfach jetzt von diesem Vorschlag hier verabschieden an der Stelle und mit vernünftigen neuen Vorschlägen in die Debatte gehen. Und deswegen werden wir den Änderungsantrag der CDU ebenfalls ablehnen. Vielen Dank. Der Magistrat hat das Wort. Ja, ich würde gerne auf die beiden Vorredner eingehen, einmal auf den Herrn Schäfer, was die Ausweisung von Hasenstelle anbelangt in Maintal. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass das der Dichte entspricht, die wir auch in allen anderen Siedlungen, die, ich sag mal so, in den letzten 10 bis 15 Jahren in der Stadt Maintal ausgewiesen, von Ihnen auch beschlossen und dann auch bebaut wurden, entspricht. Also insofern möchte ich mich doch davon distanzieren, hier von Hasenstellen zu sprechen. Das ist eine ordentliche Bebauung, so wie sie überall im Moment in dieser Dichte als Einfamilienhaussiedlung entsteht. Also insofern sind wir mit dem Konzept eigentlich zufrieden. Wenn es um Details geht, wie sie heute schon an verschiedenen Stellen angesprochen wurden, hat der Investor auch signalisiert, nach der Diskussion im Bauausschuss, an der er auch anwesend war, durchaus natürlich das Konzept nochmal anzugehen. Ihm ist auch klar, dass er im Laufe eines Bebauungsplanverfahrens ein Konzept auch anpassen muss, weil das ist das normale Verfahren, was wir durchlaufen. Es wird Anregungen der Träger öffentlicher Belange geben, es wird in der Offenlage Anregungen aus der Bürgerschaft geben und natürlich auch aus Ihren Reihen. Insofern finde ich im Hinblick auf den Vorschlag von Herrn Fischer ist gar nicht so schlecht, diese Anforderungen einfach mal zu konkretisieren, sodass wir sie dann in den Bebauungsplan aufnehmen können und natürlich auch im städtebaulichen Vertrag mit dem Investor dann festklopfen können. Also insofern würde ich diesen Vorschlag durchaus auch als realistisch und umsetzbar sehen. Dankeschön. Frau Vogel. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, für meine Fraktion kann ich sagen, dass wir den Vorschlag der CDU gut finden und mitgehen würden. Und Herr Schäfer, ich wehre mich auch so ein bisschen gegen so Formulierungen eines Hasenstalls. Ich glaube, dann wohnen Sie auch in so einer Gegend und ich auch. Im Klingsee wohnen wir beide dann in Hasenstellen und es sollte an dieser Stelle auch mal gesagt werden. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Herr Lehnert.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, auch die SPD-Fraktion, denke ich, wird sich vorbehaltlich der jetzt noch schnell zu erfolgenden Abstimmung, wir haben den Änderungsantrag der CDU ja auch gerade erst gehört, aber ich denke auch, wir werden uns diesem Antrag anschließen, denn er trifft die Intention, die auch, denke ich, mit der Einzelabstimmung der Grünen angedacht war, nämlich, dass wir dem ganzen Vorhaben keine komplette Absage erteilen. Und da muss ich der FDP ganz klar sagen, ich sehe hier keine Mehrheit dafür, dass es dort gar keine Bebauung geben soll. So verstehe ich die Willensbildung in diesem Hause hier nicht. Und wenn die Möglichkeit besteht, und auch der Stadtrat hat das gerade noch mal ausgeführt, hier vielleicht gemeinsam mit dem Investor noch dafür zu sorgen, dass sich die Vorstellungen ein bisschen aneinander angleichen, dann sollten wir diese Chance zumindest versuchen zu nutzen. Deshalb sehen wir es nicht als den richtigen Weg, hier gleich komplett Nein zu sagen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann im August oder im September hier vielleicht noch mal das Ganze ein bisschen anzupassen, dann sollten wir das zumindest versuchen. Deshalb würden wir dem Antrag der CDU-Fraktion zustimmen. Vielen Dank. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Jetzt hat der Herr Reul zumindest den Fraktionsspitzen den Änderungsantrag kopiert. Gibt es in den Fraktionen dazu noch Beratungsbedarf oder können wir zur Abstimmung kommen? Dann lasse ich über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion abstimmen. Okay, das ist kein Problem, das war meine Frage, das hatten Sie nicht gehört. Dann unterbreche ich die Sitzung für weitere 4 Minuten. Danke. Frage dann nochmal, ob es weitere Wortmeldungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich zunächst abstimmen über den CDU-Änderungsantrag vom heutigen Abend. Wer dem CDU-Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, dann mit Mehrheit beschlossen. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 8, Kita-Entwicklung im Stadtteil Bischofsheim, Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung. Hierzu liegen Ihnen vor, Herr Schäfer, diverse Änderungsanträge der FDP. Bitte mir kurz anzuzeigen, falls sich einer der Änderungsanträge nicht mehr im Geschäftsgang befinden sollte. Ein Änderungsantrag der FDP-Fraktion vom 11. Juni. Vom 12. Juni, der sollte auch durch den Ausschuss kompensiert sein, und einen vom 14.06., der nicht Gegenstand war in der Beratung des Ausschusses für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Klimaschutz und auch nicht im mitberatenden Sozialausschuss. Es gibt eine Ausschussfassung, jetzt muss ich gucken, Herr Borger, vom federführenden Bauausschuss. Nun frage ich zunächst den Magistrat, ob er etwas zu der Vorlage sagen möchte. Herr Sachtleber. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, hier an dieser Stelle vielleicht auch noch mal eine kurz zusammengefasste Erläuterung der Situation. Sie haben auch schon vor einiger Zeit im Sozialausschuss einen Bericht darüber erhalten, wie sich die Entwicklung der Kinderzahlen in den nächsten Jahren in Maintal darstellen wird und wie demgegenüber die Ausstattung mit Kindergartenplätzen und U3-Plätzen sich darstellt, momentan im Bestand. Und da hat sich sehr deutlich gezeigt, dass entgegen aller Prognosen, die wir in den letzten Jahren angestellt haben, und nicht nur wir, auch andere Institutionen, sich die Kinderzahlen nicht nur in Maintal, auch an anderen Stellen, aber natürlich auch in Maintal, deutlich schneller entwickelt haben, höher sind, als wir sie vorausgesehen haben und damit auch die Zahl der Nachfrage nach Kindergartenplätzen gestiegen ist. Wir können momentan nicht die Nachfrage nicht vollständig befriedigen und wir werden laut den aktualisierten Prognosen das auch in den nächsten Jahren nicht können, wenn wir nicht zusätzliche Plätze schaffen.
Und insbesondere in Bischofsheim stellt sich dieses Problem. In Dörnigheim haben wir in der Zwischenzeit die Planung begonnen für die Errichtung einer sechsgruppigen neuen Kita an der Eichenhege. Das läuft und ist auch vorgesehen, für nächstes Jahr in den Betrieb zu gehen. Bischofsheim haben wir zurzeit noch nicht in der Planung. Die Situation hat sich verschärft und wir sind der Auffassung, dass wir diese auch perspektivisch in den nächsten Jahren nur dadurch in den Griff bekommen, dass wir eine weitere Kita ausweisen und errichten. Sie wissen, wir haben in Bischofsheim drei städtische Kindertageseinrichtungen. Die Uhlandstraße, von der wir heute gehört haben, die Schillerstraße, die beide im Dichterviertel, das heißt östlich des Kreuzsteins sich befinden, und die Gänsestraße als einzige städtische Einrichtung westlich des Kreuzsteins. Angesichts des Nachfragedrucks und des Fehlbedarfs, den wir haben, sind wir auch zeitlich unter Druck, dort entsprechend eine Einrichtung zu schaffen. Wir haben deshalb als Kriterien, um geeignete Grundstücke zu finden, zunächst mal vorrangig vorgegeben, es muss ein Grundstück sein, das wir in der städtischen Verfügbarkeit haben, also ein städtisches Grundstück, das wir auch unmittelbar nutzen können und nicht erst erwerben müssen, was in der Regel dann oft ein langwieriges Problem darstellt. Und das zweite Kriterium war, dass wir eine Fläche finden, die auch planungsrechtlich abgesichert ist, wo wir also auch unmittelbar eine Plangenehmigung erreichen können. Wir haben das untersucht im Stadtteil Bischofsheim, beziehungsweise wir haben uns die Flächen, die städtischen, angeschaut und haben als einzige Einrichtung, die im Stadtteil integriert oder als einzige Fläche, die im Stadtteil integriert ist und insbesondere auf der Westseite des Kreuzsteins liegt, die Fläche der beiden Grünanlagen in der Rhönstraße vorgefunden. Hier handelt es sich um zwei Grünflächen, die durch eine Straße geteilt sind. Insgesamt weisen diese Grünflächen eine Größenordnung von fast 10.000 Quadratmeter auf. Und wir brauchen insgesamt eine Größenordnung von rund 3.000 Quadratmetern. Das heißt, wir könnten einen Teil dieser Grünfläche nutzen, relativ kurzfristig nutzen, wenn sie denn für die Bebauung einer Kita geeignet ist. Und wir hatten vorgeschlagen im Beschlussvorschlag, dass Sie uns den Auftrag geben, in diese Richtung vorzugehen, eine Machbarkeitsstudie zu erarbeiten, die insbesondere die Verfügbarkeit und insbesondere auch die Machbarkeit, die technische Machbarkeit einer Einrichtung, einer baulichen Einrichtung auf dieser Grünfläche oder eines Teils dieser Grünfläche untersucht. Hinzugekommen sind jetzt weitere, aber das ist ja dann Gegenstand auch der entsprechenden Anträge aus den Fraktionen. Dankeschön. Dann darf ich Ihnen sagen, dass die... Ja, Herr Borger. Herr Stadtbauten und Vorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, der FDP-Antrag vom 11.06. wurde wie folgt geändert. Die Worte "auf einem Grundstück in der Verlängerung der Hochstraße" werden durch die Worte "auf einer städtischen Fläche mit wertvollem Baumbestand" ersetzt. Dieser Antrag wird mit Mehrheit abgelehnt, 1:8:0. Die Beschlussvorlage wird in Punkt 2 geändert. Nach dem Wort "Rhönstraße" werden die Worte "dem Festplatz Bischofsheim und gegebenenfalls weiteren geeigneten Grundstücken" ergänzt. Die so geänderte Beschlussvorlage wird mit Mehrheit 8:1:0 beschlossen und lautet im Beschlussvorschlag nun wie folgt. Erstens, zum Bericht zum Bedarf der zusätzlichen Kita-Plätze im Stadtteil Bischofsheim wird zur Kenntnis genommen. Zweitens, der Magistrat wird beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer neuen fünfgruppigen Kita auf einem städtischen Grundstück in der Rhönstraße, dem Festplatz Bischofsheim und gegebenenfalls weiteren geeigneten Grundstücken zu erstellen und das Ergebnis spätestens zur Beratung des Haushaltsentwurfs 2019 der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. Dankeschön. Dann bitte ich um Begründung des FDP-Antrages vom 14.06. Herr Gerhardt. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte hier zunächst noch mal klarstellen, dass die FDP-Fraktion keineswegs einen Neubau einer Kita verhindern will.
Aber, meine Damen und Herren, diese Magistratsvorlage ist, wie in letzter Zeit leider vermehrt zu erkennen, wieder einmal an fehlendem Gestaltungswillen und an Ideenlosigkeit kaum zu überbieten. Im Bericht zur Platzsituation und den möglichen Maßnahmen fehlen die Überprüfung der Kapazitäten von möglichen freien Trägern und die der möglichen Tagesmütter und Tagesväter. Die fehlen in Gänze. Auch die Möglichkeit, ein Mehrzweckgebäude auf dem Festplatz zu errichten, wurde nicht in Betracht gezogen. Dann eine so plötzliche Dringlichkeit, wie es in den Ausschüssen dargestellt wurde, und eine damit verbundene Festlegung auf den Standort Rhönstraße machen zudem deutlich, dass hier viel zu spät in die Vorplanung eingestiegen wurde. Und nun, am Ende der Kreativität, von den Stadtverordneten ein Okay zur Opferung des Parks in der Rhönstraße eingeholt werden soll. Auf dieser Grünanlage stehen seltene und wertvolle Bäume, die mittlerweile über 50 Jahre alt sind und noch gut 100 Jahre leben können, an denen sich die Bürger noch lange Zeit erfreuen können. Diese Grünanlage ist eine der wenigen Grünflächen im gesamten Stadtgebiet, die überhaupt noch vorhanden sind, meine Damen und Herren. Die FDP-Fraktion fordert daher alle Beteiligten auf, alles daran zu setzen, um den Park in der Rhönstraße dauerhaft zu erhalten. Daher bitten wir Sie in unserem Änderungsantrag vom 14.06., der die Ausschussfassung ändert, zuzustimmen, um den Fokus auf eine Prüfung des Kita-Standorts Feschenheimer Weg Festplatz zu legen. Vielen Dank. Dankeschön. Wird hierzu weiter das Wort gewünscht? Der Magistrat, Frau Böttcher. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte doch noch zu ein paar Punkten von Herrn Gerhard Stellung nehmen. Wie deutlich wurde, ist Maintal eine wachsende Stadt. Und die Prognosen, die hat nicht die Stadt Maintal gemacht, sondern die stammen aus verschiedenen Quellen, die zeigen, dass man sich da schlichtweg verschätzt hat in dem Umfang. Frankfurt, der ganze Ballungsraum Rhein-Main, ist einer der attraktivsten Standorte, nicht nur in Deutschland, sondern auch mit in Europa. Und wir haben die Chance, eine qualitativ wachsende Stadt zu sein, und dazu braucht es eben auch die entsprechende Infrastruktur. Der erste Stadtrat hat gerade, wie in unserer Magistratsvorlage dargelegt, gezeigt, warum ein Standort in der Rhönstraße favorisiert wird. Die Gründe sind klar. Auf der anderen Seite haben wir zwei Einrichtungen nebeneinander oder sehr nah beieinander. Auf der anderen Seite des Kreuzsteins haben wir die Kita Gänsestraße, und dort um das Gebiet der Rhönstraße rum sehen wir auch da einen Generationenwechsel in den Häusern mit dem Zuzug von jungen Familien. Zu Ihrem Einwand, dass wertvolle Grünflächen verloren gehen, das gesamte Areal, beide Grünflächen rechts und links der Straße, sind rund 10.000 Quadratmeter. Lediglich ein Drittel davon würde bebaut werden für eine Einrichtung. Das heißt, es stünden immer noch zwei Drittel dieser Flächen eben zur Verfügung und wären eben immer noch ein Ort der Naherholung. Der Punkt, dass wir die Kinder ja bei anderen Trägern unterbringen können oder zu Tagesmüttern. Alle freien Träger sind auch am Limit ihrer Kapazitäten. Und wenn ich erinnern darf daran, viele freie Träger sind Elternvereine, die das Ganze sozusagen wuppen, die Organisation, das Management einer Einrichtung. Die können auch nicht einfach mal den Ausbau einer Einrichtung entscheiden und auch umsetzen. Tagesmütter, Tagespflegepersonen, sagen wir, über 90 Kinder werden in Tagespflege bereits betreut, und auch da geht es ja erstmal darum, weitere Interessierte zu finden. Auch da sind wir dran, und die Zahl über 90 ist schon sehr stattlich. Wenn Sie sich überlegen, je nach Altersmischung wäre das eine 4-5-gruppige Einrichtung. Zusammengefasst, für den Magistrat ist es wichtig, dass wir zügig eine neue Einrichtung bauen in Bischofsheim. Das geht nur dort, wo wir auch Planungsrecht haben. Und für den Magistrat gehört auch im Sinne einer kinder- und familienfreundlichen Stadt, gehören für uns Kinder in die Mitte der Gesellschaft und somit auch in die Mitte des Ortes. Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Magistrat hat in seiner Vorlage zunächst erstmal für uns nachvollziehbar dargestellt, dass es einen Bedarf gibt, hier für die Kinder eine entsprechende Einrichtung zu errichten. Ich denke, was für die Wohnbebauung im Allgemeinen gilt, nämlich dem Bedarf dann gerecht zu werden, das sollte auch für Kitas gelten, weil wenn der Mehrbedarf erforderlich ist, dann muss eben auch die Politik sinnvoll reagieren. Und der Vorschlag, der hier unterbreitet wurde, ist im Grunde nach erstmal der richtige Ansatz, nämlich zu sagen, okay, wir haben den Bedarf und jetzt müssen wir eine Kita errichten, damit uns hier nicht eventuell die Familien, die wir in Maintal ansiedeln wollen, verloren gehen, sondern hier auch entsprechend betreuen können. In der Diskussion um mögliche Umsetzungsorte hat der Magistrat jetzt erstmal einen Vorschlag gemacht. Jetzt muss man sicherlich, dem Magistrat zugutehalten, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Vorschlag erarbeitet wurde, über den Alternativstandort, über den wir jetzt reden, wahrscheinlich deshalb auch nicht nachgedacht wurde, weil der ursprüngliche Vorschlag des heutigen Tagesordnungspunktes 6, nämlich am Festplatz ein Vereinsgebäude für den Musikchor zu errichten, durch unsere Diskussion im Zusammenhang mit dem Bürgerhaus Bischofsheim, möglicherweise Neubau und damit auch den Musikchor wieder in das Bürgerhaus zu holen, quasi offen wurde. Das heißt, dass man darüber nachdenken kann, am Festplatz alternativ eine Bebauung für eine Kita vorzunehmen. Ich darf an dieser Stelle erwähnen, dass der Magistratsvorschlag, hier an der Rhönstraße eine Kita zu errichten, auch in unserer Fraktion etwas kritisch betrachtet wurde. Und zwar deshalb, weil die Rhönstraße, die Mehrheit der hier Anwesenden werden sich daran erinnern können, im Rahmen der Bebauung für die Asylbewerberunterkünfte erheblich in der Kritik stand. Sie werden sich auch daran erinnern, dass wir in der damaligen Diskussion gesagt haben, dass wir an einer Stelle an der Rhönstraße ein Gebäude für die Asylbewerber errichten, dafür aber das andere Grundstück an der Rhönstraße unangetastet lassen, es sei denn, es ist ganz große Not und wir müssen dort was errichten. Das war Konsens in der Stadtverordnetenversammlung und auch von den Bürgerinnen und Bürgern wurde das angenommen. Wenn wir jetzt im zweiten Schritt sagen, okay, jetzt ist uns aber der Standort Rhönstraße durchaus wichtig für eine Kita, dann hat man relativ schnell vergessen, was damals die Diskussion in der Rhönstraße war. Und wir haben uns dazu auch hingesetzt und haben überlegt, was gäbe es denn für Alternativen? Da hatten wir auch andere Alternativen in Betracht gezogen, zum Beispiel am Ortseingang in Bischofsheim, wenn man von Hochstadt kommt, auf der rechten Seite, vor dem Kleeblatt. Auch das hat man schon mal in Betracht gezogen. Da gab es dann einen Einwand von seitens des Magistrats, dass es dort eine entsprechende Frischluftzone ist. Aber wir haben weitergedacht. Und weitergedacht dahingehend, warum kann man denn nicht beispielsweise dort an der Festplatz, am Standort des Festplatzes eine entsprechende Bebauung für die Kita vornehmen. Das hätte zudem noch viele, viele andere Vorteile. Der erste Vorteil ist, es handelt sich um ein städtisches Grundstück und, das was Frau Böttcher hier schon ausgeführt hat, eine zügige Bebauung wäre durchaus möglich. Wir erinnern uns nämlich daran, dass diese Bebauung schon mal vorgesehen war für entsprechende Wohnbebauung. Und es würde nach unserer Auffassung auch noch weitere Vorteile geben. Erstens, die Anfahrt wäre besser. Gerade wenn man die Anfahrt sich betrachtet für Eltern, die beispielsweise ihre Kinder noch zur Betreuungseinrichtung geben, um dann weiter zu ihrem Arbeitsstandort zu fahren. Nicht wenige Menschen, aus Bürgerinnen und Bürger aus Maintal, arbeiten in Frankfurt. Und da bietet es sich an, dass man auf dem Weg nach Frankfurt sein Kind in der entsprechenden Kita abgeben kann und dann auf dem Rückweg wieder abholen kann. Darüber hinaus bietet der Festplatz auch noch einen ganz entscheidenden Vorteil, nämlich die angenehme Atmosphäre für die Kita. Wir haben nämlich dort um die Ecke gleich einen See.
wo man wunderschön spazieren gehen kann, oder einen Wald. Und auch der Sportplatz ist in der Nähe. Also es gibt viele begründete Tatsachen, die uns dazu kommen lassen, dass wir dem Magistrat empfehlen, hier eine Bebauung an dem Festplatz vorzunehmen. Und deswegen werden wir auch dem FDP-Antrag die Zustimmung erteilen. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Mayer. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ohne Frage benötigen wir mehr Kindergartenplätze in Maintal. Wir sind eine wachsende Kommune, wir sind eine kinderfreundliche Stadt und insofern sollten wir alles daran setzen, möglichst schnell im Stadtteil Bischofsheim, der ja wächst, wo ein Bedarf besteht, auch zügig eine neue Kita bauen zu können. Wir finden es als SPD-Fraktion ein bisschen schwierig, einen Zusammenhang herzustellen aus Entscheidungen aus dem Jahr 2015, nämlich die Bebauung einer Flüchtlingsunterkunft auf der einen Seite und den Bau einer Kita auf der anderen Seite. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachverhalte und von daher müssen wir das trennen. Es geht für uns um die Frage, möchten wir in der Rhönstraße dieses Grundstück erhalten? Halten wir es für wichtig? Finden wir es wichtig, dass in Wohngebieten Grünflächen sind, die der Naherholung dienen, gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, dass sie vor der Haustür was Grünes haben. Alles wunderbar und schön. Wir werden natürlich, und das kennen wir aus der Diskussion, auch von anderen Stadtteilen, wo wir bauen, immer wieder Bürgerinnen und Bürger haben, die nicht glücklich sind, wenn bei ihnen vor der Haustür auf die Grünfläche etwas gebaut wird. Und wir erinnern uns auch an die Diskussion am Festplatz, als wir überlegt haben, da eine Wohnbebauung hinzusetzen, dass es auch Anwohnerinnen und Anwohner gab, die auch nicht glücklich waren. Und deshalb finden wir es schon richtig, dass wir eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, die nicht nur von vornherein sagt, dieses Grundstück, damit ist das Ergebnis der Machbarkeitsstudie eigentlich auch hinfällig oder klar, sondern dass wir sagen, wenn wir im Stadtteil Bischofsheim bauen müssen, bauen wollen und wenn wir unterschiedliche städtische Grundstücke haben, dann nehmen wir alle städtischen Grundstücke auch mit rein, suchen uns die Vor- und Nachteile raus und diskutieren in aller Ruhe darüber, was der beste Weg ist mit allen Vor- und Nachteilen. Und erst das macht eine Diskussion dann lebendig und bringt gute Ergebnisse. Von der Seite werden wir den Antrag der FDP-Fraktion ablehnen und werden dem Ausschussvotum zustimmen. Und ich darf Sie bitten, diesen Weg mit auch frei zu machen, dass wir dann zu den Haushaltsberatungen wissen, wohin die Reise geht. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Duch. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, der Kollege Mayer hat im Grunde genommen schon alles dazu gesagt. Es ist tatsächlich so, wir brauchen dringend eine neue Kita, wir brauchen eigentlich dringend mehrere Kitas in Maintal. Stadtrat Sachkleber hat vorhin schon das Projekt in Dörnigheim erwähnt, wobei wir da auch schon fast schon ein kleines bisschen ungeduldig werden, weil wir für das fragliche Gelände an der Eichenhege bisher noch keinen Aufstellungsbeschluss, geschweige denn einen Bebauungsplan haben. Also da müssen wir langsam auch mal in die Gänge kommen. Was jetzt die geplante Kita in Bischofsheim angeht, wir halten die Rhönstraße durchaus für einen möglichen Standort, wir halten allerdings auch den Festplatz durchaus nicht für ungeeignet. Man muss sich ganz einfach mal überlegen, eine Machbarkeitsstudie sollte dazu da sein, in unseren Augen das Problem in irgendeiner Form zu lösen und uns dann hinterher vielleicht aus einer Reihe von zwei oder drei Vorschlägen den rauszusuchen und dann den Weg gehen zu können, den wir am liebsten gehen wollen. Insofern halten wir die Festlegung auf einen ganz bestimmten Standort jetzt für kontraproduktiv und werden in dem Fall ebenfalls bei der Ausschussfassung bleiben. Danke. Dankeschön. Herr Schuschko. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, die WAM war mit der Rhönstraße nicht ganz so glücklich, weil es sich auf ein Grundstück fokussiert hat. Da stimmen wir durchaus den anderen zu. Wir sind aber deswegen auch mit dem FDP-Antrag nicht glücklich, weil gerade die Ausschussfassung gesagt hat, Machbarkeitsstudie, wie der Herr Duch auch eben hier gesagt hat, auf mehrere Grundstücke mal schauen, welches am besten geeignet ist. Und mit dem FDP-Antrag haben wir das Gleiche mit der Rhönstraße bloß andersrum auf den Festplatz konzentriert. Deswegen können wir dem FDP-Antrag nicht zustimmen. Ich finde die Argumentation auch etwas seltsam. Wenn wir bauen in Maintal, geht immer auch Grünfläche drauf. Es ist nun mal so. Und wenn ich mir anschaue, was die FDP in den letzten Jahren
für Bäume gefällt hat mit ihren Entscheidungen hier. Ich sage mal Kolpingstraße, Dörnigheim, Hüllgelände und so weiter. Also jetzt sich darauf zu berufen, hier ist eine Grünfläche, sind 50 Jahre alte Bäume, die wollen wir unbedingt erhalten, ist mir das nicht so verständlich, wenn man ihre Entscheidungen in der Vergangenheit sich mal Revue passieren lässt. Und Herr Fischer, auch noch mal ein Wort zu Ihnen. Wir waren ja damals uns einig, dass wir keine zweite Asylbewerberunterkunft in der Rhönstraße hinstellen. Aber es war kein Wort davon, dass wir da nicht eine Kita bauen. Also es war wirklich das Problem. Ich war auch bei der Anwohnerversammlung in der Rhönstraße da. Das Problem war ja wirklich, die wollten dort nicht zwei Asylbewerberunterkünfte haben. Und deswegen haben wir gesagt damals, nur wenn es unbedingt nötig ist, wenn alles andere bebaut ist, dann nehmen wir dieses Grundstück in der Rhönstraße dazu. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dort die Anwohner die gleichen Probleme haben mit einer Kita wie mit einer Asylbewerberunterkunft, wo man doch, wenn man es nicht kennt, doch ganz andere Problematiken damit verbindet. Deswegen wird die BAM auch hier der Ausschussfassung zustimmen. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich zunächst abstimmen über den Änderungsantrag der FDP-Fraktion zur Ausschussfassung. Wer diesem Änderungsantrag mit Datum 14.06. seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimme Enthaltungen, somit Mehrheit abgelehnt. Dann lasse ich abstimmen über die Ausschussfassung. Wer der Ausschussfassung seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimme Enthaltungen, dann somit Mehrheit beschlossen. Rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 9. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Maintal für die städtischen Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Auch hier liegt eine Vielzahl von Änderungsanträgen vor. Und bitte zunächst auch, wenn ich jetzt die entsprechenden Daten der Änderungsanträge verlese, den jeweiligen Antragsteller zu signalisieren, ob diese Änderungsanträge dort noch im Geschäftsgang sind. Denn die beiden Ausschüsse, die sich mit der Vorlage und den Änderungsanträgen befasst haben, haben keine Beschlussempfehlung gegeben. Ist der FDP-Änderungsantrag vom 11.06. noch im Geschäftsgang von Bündnis 90 Die Grünen? Änderungsantrag der SPD vom 13.06. und SPD vom 15.06. Okay. Der aktuellste SPD-Änderungsantrag vom vom 15.06. Okay, gut. Dann frage ich zunächst den Magistrat, ob er etwas zur Vorlage sagen möchte. Frau Fischer hat schon eine ganze Menge Papier in der Hand. Dann haben Sie zunächst das Wort. Ja, sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete. Das Land Hessen sagt, wir gehen in die Beitragsfreistellung für Kita-Plätze 3 bis 6 Jahre ab dem 1.8. Das heißt, dass Eltern für die Kinder dann keine Betreuungsgebühren zahlen sollen. Dies Ganze hat natürlich Auswirkungen, weil bei der Stadt Maintal nicht nur Kinder in diesem Zeitraum betreut werden, sondern auch darüber hinaus. Vielleicht grundsätzlich, wir halten es für sinnvoll, dass es eine Beitragsfreistellung gibt für diese 6 Stunden. Deswegen haben wir hier auch bei der Stadt Maintal den Vorschlag gemacht für unsere Einrichtungen, dass es den 6-Stunden-Platz, weil das Land sagt,
bis zu 6 Stunden sind freizustellen. Wir bieten ein 5-Stunden-Paket weiter an für diejenigen, die in der Tat sagen, sie möchten ihre Kinder lediglich 5 Stunden betreuen und dann auch ohne Mittagessen. Den 6-Stunden-Platz bieten wir mit einem Mittagessen an. Das hat pädagogische Gründe, aber auch organisatorische. Im Vordergrund stehen die pädagogischen Gründe, weil wir es sinnvoll finden, dass Kinder dann auch gemeinsam essen. Das ist eine wertvolle Zeit, auch für den Spracherwerb sehr wertvoll und natürlich auch organisatorisch, weil das Betreuungspersonal ja auch nicht gleichzeitig beim Essen und bei der Betreuung von Kindern sein könnten, die nicht mitessen. Außerdem wäre es für die Kinder, die kein Essen dort erhalten würden, auch nicht schön, wenn sie den anderen Kindern zuschauen müssen. Also kurz gesagt, 6-Stunden-Paket gibt es bei uns mit Mittagessen und das in dieser Form halten wir auch für sehr sinnvoll. Des Weiteren sind dann die beiden Betreuungspakete, die wir anbieten, nämlich der 8-Stunden-Platz und der 10-Stunden-Platz zu regeln. Und da hat der Magistrat einen Vorschlag gemacht für die Höhe der Gebühren. Das wäre einmal für den 8-Stunden-Platz 60 Euro und für den 10-Stunden-Platz 112 Euro. Wie sind wir auf diese Zahlen gekommen? Das Land Hessen hat vorgeschlagen, dass man den Stundensatz des Vormittagspakets als Grundlage nimmt, was zu einem höheren Stundensatz geführt hätte, multipliziert dann mal 2 beziehungsweise mal 4 Stunden. Wir haben uns entschlossen, den jeweiligen Referenzwert von unserem jetzigen IST-8-Paket und unserem jetzigen IST-10-Stunden-Paket zu nehmen, sodass wir, wie gesagt, auf diese 60 und 112 Euro kommen. Wären wir der Landesempfehlung gefolgt, läge man bei bis zu 72 Euro für den vollen Preis für die 8 Stunden und 144 Euro für die 10 Stunden. Mittagessen kommt dann, wie gesagt, dazu. Und das ist der Vorschlag, den wir gemacht haben. Ab 1.8. würde das natürlich mehr Kosten bedeuten, die auf den städtischen Haushalt zukommen. Wir haben den Mehrbedarf, den wir an Erziehungspersonal benötigen für die Kinder, die wir an mehr in unseren Einrichtungen erwarten, haben wir bereits eingerechnet. Wir brauchen also mehrere Stellen zusätzlich, was das pädagogischen Fachkräfte anbelangt und natürlich auch, was die Hauswirtschaftskräfte anbelangt, weil wir mit deutlich mehr Kindern in unseren Einrichtungen rechnen, die eben dann auch mittags essen. Im Moment sind es ungefähr 980 und das ist nach unseren Berechnungen, wenn dann auch weitere Einrichtungen öffnen, wird sich das in den nächsten Jahren bis 1.400, 1.500 Kinder entwickeln, die dann auch in unseren Einrichtungen zu Mittag essen. Deswegen unser Vorschlag, wie Sie ihn in dieser Beschlussvorlage finden. Mit unserem Vorschlag dieser 2 Pakete, 8 und 10 Stunden, zu den genannten Preisen, haben wir natürlich weiterhin Kosten, das ist nicht kostenneutral, aber wir können die Kosten, die wir einfach durch mehr Erzieherinnen und Erzieher beziehungsweise Hauswirtschaftskräfte haben, ein klein wenig abfedern. Trotzdem wird es nach dem Stand der jetzigen Berechnungen um die 200.000 Euro mehr Kosten bedeuten zum Stand ist. Dankeschön. Dann in der Reihenfolge des Antragseinganges bitte ich um Begründung des FDP-Antrages. Herr Schäfer. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, die Frau Bürgermeisterin hat in ihrer Einbringung zu diesem Tagesordnungspunkt ja schon einige der grundsätzlichen Probleme angesprochen, die wir haben mit dem, worüber wir uns hier mit beschäftigen. Wir haben eine Regelung vom Land bekommen, wo das Land gesagt hat, wir finden es gut, dass Kinder in die Kita gehen, das finden wir auch gut, das ist hervorragend. Und wir stellen das jetzt mal beitragsfrei für die Eltern und wir geben der Stadt ein bisschen Geld dafür, dass sie mehr Aufwand haben. Wir haben gerade gehört von der Frau Bürgermeisterin, netto kostet der ganze Spaß die Stadt 200.000 Euro mehr.
Und für die Kinder haben wir vielleicht jetzt 6 Stundenplätze, ja, aber eigentlich so richtig erreicht haben wir nichts. Wir haben keine Investition in eine Qualitätsverbesserung. Wir haben keine Investition in mehr Betreuer, dass wir vielleicht mal den Betreuungsschlüssel reduzieren können. All diese Punkte, um die es doch eigentlich gehen muss bei der Kinderbetreuung, werden überhaupt nicht erfüllt. Es wird nur ein Aspekt angegriffen, nämlich derjenige, dass Eltern nichts dafür bezahlen, dass ihre Kinder 6 Stunden in der Kita-Betreuung sind. Das mag für die Eltern an der Stelle zwar nett sein, aber ich glaube, am Ende des Tages, viele Eltern zahlen lieber die 135 Euro, die ihnen jetzt erlassen werden oder teilweise weniger und hätten dafür aber dieses Geld, was dort investiert wird, in eine Verbesserung der Qualität der Kitas, in mehr Erzieherinnen investiert, in mehr Ausstattung der Kitas und dort den Ansatz gebracht. Aber ist es halt jetzt so, das Land hat das so entschieden, wir müssen das als Kommune umsetzen, wir müssen damit leben, wir müssen damit umgehen und das tun wir auch an der Stelle. Und deswegen werden wir letztlich auch diese Satzungsänderung durchbringen müssen irgendwie, weil wir müssen ja Landesgesetze auch umsetzen, da sind wir zu verpflichtet. Aber dann sollten wir wenigstens darauf achten, dass das Ganze dann auch insgesamt ein bisschen ausgewogener ist. Mir will nicht in den Kopf, warum Eltern, die mehr als 6 Stunden ihre Kinder in der Betreuung haben, aber bisher aufgrund der Richtlinien, die wir in der Stadt haben, weniger als 135 Euro zahlen für diesen Platz, künftig noch Geld zahlen sollen. Die Stadt kriegt für diese Kinder 135,60 Euro. Und deswegen wünschen wir, und das ist das, was wir zum Ausdruck bringen mit unserem Antrag, nicht direkt in der Satzung, sondern in den nachgelagerten Regelungen, dass sichergestellt wird, dass die Eltern, die nach der heute geltenden Lage 135 Euro bezahlen oder weniger, künftig nichts mehr bezahlen. Das wird sicherlich das Defizit, was durch die Landesregelung entsteht, noch ein bisschen erhöhen. Wir haben es mal kalkuliert mit 4.000, 5.000 Euro. Aber angesichts der 200.000 Euro, die wir ohnehin drauflegen, sind diese 4.000, 5.000 Euro nicht das Problem. Zumal, wenn wir eine solche Regelung einführen würden, dass diese Eltern nicht zahlen, wir genau auf die Eltern zugehen, die die geringsten Einkommen haben. Und gerade da ist es ja wichtig, dass wir die Kinder in eine Betreuung bringen. Gerade da ist es so, dass diese Eltern eigentlich den Platz auch brauchen, weil sie länger arbeiten wollen, weil sie 8 Stunden arbeiten oder 10 Stunden arbeiten müssen, um den Unterhalt auch für die gesamte Familie verdienen zu können. Und da sollten wir nicht als Stadt sozusagen zusätzlich zu dem, was wir vom Land bekommen, auch nochmal bei den Eltern die Hand aufmachen. Das ist unser Vorschlag und da bitten wir auch entsprechend um Zustimmung, dass wenigstens diese aus unserer Sicht Ungerechtigkeit der neuen Regelung nicht stattfindet. Vielen Dank. Dankeschön. Dann bitte ich um Begründung des Änderungsantrags von Bündnis 90 Die Grünen. Herr Duch. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, der Magistrat hat uns eine Vorlage vorgelegt, in der es heißt, zum einen, das hat uns nicht gerade gefallen, dass jetzt plötzlich das jüngste Kind zum Erstkind erklärt wird. Das ist in unseren Augen eigentlich so etwas Ähnliches wie eine versteckte Gebührenerhöhung, weil man natürlich auf diese Art und Weise von den Eltern mehr Geld wiederum einnimmt, als eigentlich vorgesehen ist. In gewisser Hinsicht geht unser Antrag von daher auch in eine Richtung, die der Herr Schäfer gerade beschrieben hat von der FDP, nämlich die Frage, wie geben wir möglichst viel von dem, was das Land hier sozusagen ausschüttet, dann auch tatsächlich an die Familien weiter. Wir wollen deshalb die alte Regelung, dass das älteste Kind das Erstkind ist, auch beibehalten. Gleichzeitig wollen wir mit unserem Vorschlag ein paar Gerechtigkeitslücken schließen. Dazu gehört dann zum Beispiel, dass wir ja beantragen, dass auch Kindertagespflege oder freie Träger oder auch Schulkinderbetreuung an Grundschulen durch freie Träger von einer Gebührenermäßigung bei der Gebührenermäßigung berücksichtigt wird. Es ist letztendlich nicht vermittelbar. Und stelle sich mal zwei Familien gerade hier aus Maintal-Bischofsheim vor. Die eine Familie wohnt hier auf der Seite rechts vom Kreuzstein. Zwei Kinder, eins ist ein Schulkind, eins ist ein Kita-Kind. Beide besuchen die vorhin prämierte Kita Ludwig-Ulland-Straße. Und für das zweite Kind gibt es eine Ermäßigung, weil ja die Ulandstraße eine kommunale Einrichtung ist.
Ein anderes Ehepaar hat nicht so viel Glück, wohnt auf der anderen Seite des Kreuzsteins, bezahlt bei den Waldfüchsen für die, in der Waldschule den vollen Beitrag und das Kita-Kind bezahlt in der Kita-Gänsestraße ebenfalls den vollen Beitrag. Das kann nicht sein. Diese Gerechtigkeitslücke wollen wir mit unserem Antrag schließen und wollen natürlich auch an dieser Stelle dann die Tagespflege mit einbezogen sehen und auch die freien Träger. Denn auch hier wird es schwer vermittelbar bleiben, wenn eine Familie zur Stadt kommt und sagt, ich brauche jetzt einen Kita-Platz für das zweitgeborene Kind. Und dann sagt der Fachbereich, ja, in den kommunalen Kitas haben wir gerade nichts mehr frei, aber wir haben ja freie Träger, auf die sind wir angewiesen. Wir begrüßen das auch immer alle. Aber bei dem freien Träger kannst du einen Platz bekommen, aber weil wir es als Kommune nicht gebacken kriegen, kannst du dort einen höheren Beitrag bezahlen. Das sind Dinge, die wollen wir vermeiden. Wir wollen, dass es nicht so bleibt. Das begründet unseren Änderungsantrag. Der Antrag der FDP ist in unseren Augen allerdings etwas zu kompliziert. Das würde wirklich auf Einzelfallprüfungen hinauslaufen. Und irgendwo, denke ich, sind im Verwaltungshandel dann auch mal Grenzen gesetzt. Dem Änderungsantrag der SPD zu unserem Antrag, wohlgemerkt, das ist der erste, dem können wir natürlich zustimmen, die redaktionelle Änderung aus Kinderbetreuungseinrichtungen zu machen, tut uns wahrlich nicht weh. Im Gegenteil, die Wortwahl ist die richtigere. Da danken wir für das aufmerksame Lesen unseres Antrags. Vielleicht, auch wenn es jetzt noch nicht Punkt ist, aber auch beim Thomas Schäfer habe ich ziemlich lange warten müssen, bis er zum Änderungsantrag der FDP gekommen ist. Schon ein paar Worte an dieser Stelle zum Antrag der SPD. Wir werden die 8 Stunden, wie Befreiung, 8 Stunden werden wir nicht mitgehen können. Wir haben auch momentan, wissen wir noch nicht, wie wir das handeln sollen, was die Kommune kosten würde. Darüber hinaus stellt sich auch die Frage einer Ermäßigung für Kinder unter 3 Jahre. Dort haben wir sehr, sehr viele Kinder. Frau Böttcher hat vorhin eine Zahl von 90 Kindern in Kindertagespflege erwähnt. Das sind fast alles Kinder unter 3 Jahren. Wenn wir jetzt eine Ermäßigung in unseren kommunalen Einrichtungen einführen, bedeutet das natürlich für die Tagesmütter einen schweren Schlag. Die Eltern werden versuchen, von diesen Tagesmüttern wegzukommen. Wir bitten deshalb oder schlagen deshalb vor, dass dieser Antrag der SPD-Fraktion heute nicht zur Abstimmung kommt, dass die Fraktion den Antrag zurückzieht und neu stellt. Dann können wir das diskutieren, wenn wir wissen, was uns das kostet und wie wir unter Umständen dabei auch in der Tagespflegesatzung damit umgehen können, um hier nicht eine neue Lücke aufzureißen. Die Tagespflege haben wir vorhin schon im Block beschlossen, deswegen können wir dieses Thema jetzt heute nicht so behandeln, dass wir sagen, Tagespflege und Kita gleichberechtigt und auch mit gleicher finanzieller Belastung nebeneinander zu stellen. Deshalb nochmal meine Bitte an die SPD-Fraktion, bitte diesen Antrag auf das nächste Mal zu schieben. Noch dazu kommt, sollte er heute keine Mehrheit finden, kann die Fraktion ihn kein zweites Mal stellen. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Bevor ich der SPD-Fraktion das Wort erteile zur Begründung ihrer Änderungsanträge, lassen Sie mich die Gelegenheit vielleicht nutzen, Sie auf ein kleines Novum heute Abend aufmerksam zu machen. Sie werden das eben vielleicht gar nicht bemerkt haben, weil Sie ganz leise unseren Raum betreten haben. Wir haben gemeinsam mit unserer Integrationsbeauftragten, der Frau Strupp, ein Projekt aufgesetzt, das zum Ziel hat, unter anderem heute Abend durch den Besuch junger Flüchtlinge hier in Maintal dieser Stadtverordnetenversammlung für 1 Stunde einen Eindruck zu vermitteln, wie kommunale Politik in Deutschland, in Hessen und hier in Maintal funktioniert. Das ist jetzt nicht die Aufforderung an die Stadtverordneten, ganz lieb zueinander zu sein, sondern der Herr Fischer lächelt schon, wir sind so wie immer. An dieser Stelle, in diesem Zusammenhang, möchte ich dann noch erwähnen, dass ich gegen 21 Uhr, Frau Strupp, die Sitzungsleitung ja an die Frau Gut-Berlet abgeben werde, weil bei uns dann im Nebenraum, sofern hier keine wichtigen Abstimmungen stattfinden, das will ich sicherlich dazu sagen, dann noch zur Verfügung stehe für Rede und Antwort. Herr Fischer, Sie höchstpersönlich werden mich dann informieren. Wir haben hier noch nicht wie im Bundestag die Bimmel, die dort heißt, aber in 2 Stunden muss jeder ran. Aber lassen Sie mich dann sagen, ich bin auch froh, dass es hier nicht so ist wie im Bundestag. So, dann bitte ich die SPD-Fraktion um die Begründung ihrer Änderungsanträge. Herr Mayer.
Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, es kommen ja noch eine Reihe von Anträgen später, die sicherlich noch sehr viel Diskussion mit sich bringen werden und auch das Publikum für einen wunderbaren Blick, wenn ganz da hinten ganz viele sitzen. Herr Doch, vielen Dank für den einen Antrag, den wir gestellt haben, eine reine redaktionelle Änderung. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel dazu sagen. Die SPD-Fraktion hat sich intensiv mit dem Thema Gebührensatzung auseinandergesetzt. Und das natürlich auch in Kenntnis, was das Land Hessen uns jetzt plötzlich hingelegt hat. Und ich möchte angreifen mit aufnehmen oder ergänzen nochmal, was der Kollege Schäfer gesagt hat. Völlig richtig, lieber Thomas, die Qualitätsverbesserung hat beim Land Hessen jetzt wohl gar keine Rolle gespielt. Auch das bemängeln wir. Und du hast 200.000 Euro Mehrkosten angesprochen, aber nicht erzählt, dass die Hälfte der Kosten jetzt für diese Kita-Freistellung von 6 Stunden grundsätzlich schon die Kommunen tragen über die Mehrbelastung im kommunalen Finanzausgleich. Insofern können wir Kommunen uns auf die Schulter klopfen, liebe Frau Vogel, und endlich ein bisschen was von dem zurückbekommen, was wir haben wollen. Und wenn wir uns die Realität anschauen, meine Damen und Herren, dann ist es nett, wenn 6 Stunden lang kostenfrei sind. Aber Fakt ist, dass die Kinder in Hessen jeden Tag rund 7,5 Stunden in der Kita verbringen müssen, sollen, wollen. Ein Grund dafür ist, dass viele Berufstätige mal mindestens 8 Stunden brauchen, um von ihrem Arbeitsplatz, von nach Hause zum Arbeitsplatz zu kommen und auch wieder nach Hause zu kommen, wenn sie selbst berufstätig sind in Frankfurt. Und selbst wenn sie nur Teilzeit arbeiten, eine Halbtagesstelle haben, wissen sie, dass sie mit 7,5, 8 Stunden gerade so auskommen. Deshalb glauben wir, dass es richtig ist, dass hier der 8-Stunden-Platz gebührenfrei ist. Es ist eine allgemeinpolitische Forderung der SPD. Sie ist richtig. Sie orientiert sich an den Bedürfnissen der Eltern und sie orientiert sich an den tatsächlichen Gegebenheiten. Und ein Punkt, der für die Sozialdemokratie schon immer wichtig war und deshalb wollen wir auch darüber diskutieren, ist das Thema, wie gehen wir mit den U3-Kindern unter? Denn hier werden sie überhaupt nicht von der hessischen Landesregierung bedacht. Nein, noch viel mehr. In Maintal überlegt man sogar als Magistrat, die Geschwisterregelung derart zu verändern, dass es für das zweite Kind noch teurer wird und damit für die Eltern noch teurer wird, die nämlich auf eine volle Berufstätigkeit beider Elternteile angewiesen sind. Und dann machen wir den U3 noch teurer. Es ist der große Block der Kosten für die Eltern. U3 aus diversen Gründen ist es teurer zu stemmen. Und es führt dazu, dass es für viele die Frage sich stellt, gehe ich eigentlich noch arbeiten? Lohnt sich eine Teilzeitstelle, wenn diese Summe in den Kita-Gebühren dann letztendlich landet? Man erschwert also die Rückkehr gerade junger Mütter ins Berufsleben. Deshalb halten wir es für sinnvoll, dass wir jetzt hier eine Zuschussregelung einführen, auch für die unter 3-Jährigen. Wir wollen das heute noch nicht verabschieden. Dafür müssen ein paar Dinge gemacht werden. Das können wir heute nicht machen und wollen daher im zweiten Teil unseres Antrages den Magistrat gerne beauftragen, die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu schaffen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ist natürlich auch dann eine Möglichkeit, am 27. August wäre die nächste Sitzung höchstwahrscheinlich oder im September, dass man sich auch mit dem Thema Kindertagespflege nochmal auseinandersetzt. Wir sind da offen dafür, nochmal darüber zu diskutieren, ob wir es schieben, den zweiten Teil. Das können wir gerne tun, aber heute würden wir auch nur die Voraussetzungen schaffen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und haben dann die Möglichkeit, letztendlich in der nächsten Sitzung alle weiteren Voraussetzungen und Fragestellungen zu diskutieren. Wir freuen uns, dass Sie das zum Anlass nehmen, mit uns darüber zu sprechen, wie wir hier die Gebührensätze derart verändern können, dass es noch attraktiver für die Eltern wird. Ich darf Sie daher bitten um Zustimmung zum Ansinnen der SPD. Dankeschön. Frau Vogel. Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal bin ich sehr froh darüber, dass wir in den Ausschussberatungen dieses Thema diskutiert haben, ohne in den Landtagswahlkampf zu gehen. Also das hat in dem Ausschuss geklappt. Das hat heute nicht ganz so gut geklappt, lieber Thomas Schäfer. Der erste Teil der Rede war bis hier Landtagswahlkampf. Ich will auch darauf heute nicht eingehen, weil es ist wichtig, dass wir eine Lösung
finden für Maintal. Das andere diskutieren wir gerne an anderer Stelle. Ich will nur eins sagen, es ist auch in die Qualitätsverbesserung investiert worden in dem neuen KIFEC. Und zum anderen, das ist was, wo wir uns alle mal drüber nachdenken sollten. Ich gehörte auch zu denen und ich gehöre immer noch zu denen, die wollen, dass der Schlüssel Erzieherinnen, Kinder besser wird. Da kämpfe ich schon über 30 Jahre und das werde ich auch weiter tun. Aber wenn man sowas fordert, dann muss man auch überlegen, dass wir im Moment das Problem haben, dass uns Fachkräfte fehlen. Und wenn man ein Kinderförderungsgesetz ändert und den Erzieherinnen Kinderschlüssel verändert, dann bedeutet das, dass bestimmte Kitas, die dann nicht mehr das entsprechende Personal haben, die Kindergartengruppe schließen müssen. Und dann wird man sich schon ein Eigentor schießen. Das, denke ich, sind Überlegungen, auch beim Land, das kann ich jetzt mal sagen, gewesen, warum das nicht so zumindest für die Grüne im Fokus stand. Sebastian Mayer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass ihr euren Antrag heute nicht zur Abstimmung stellen wollt, sondern dass wir das diskutieren, weil es ist nochmal wirklich wichtig zu sagen, wir können diese beiden Sachen nicht aus der Hüfte schießen. Es kann nicht sein, dass wir nur die unter dreijährigen Plätze in den Kindertagesstätten ändern wollen, dann müssen wir die Tagespflege mitdenken und es wird ein bisschen komplizierter, weil die Eltern bezahlen ja an den Kreis. Also da müssen wir uns überlegen. Wir sind aber auch, was die 8-Stunden-Befreiung, wir sind gerne bereit, wir würden da gerne auch weitergehen, aber wir wollen das heute nicht aus der Hüfte schießen, sondern uns Zeit nehmen, das zu überlegen. Das kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wichtig ist, und das ist auch schon eine Befreiung, dass das, was der Magistrat uns vorgelegt hat mit der Geschwisterermäßigung, es ist uns sehr wichtig, dass dieses zurückgenommen wird. Und da muss ich an dieser Stelle, das hatte ich mir auch vorgenommen, ich selbst und auch dann meine Fraktion, wir waren schockiert über die Aussagen des Magistrates im Sozialausschuss, dass man das deshalb tut, weil man damit, das ist der Thomas Schäfer, glaube ich, hat es auch angesprochen, weil man da heimlich versucht, Eltern davor abzustrecken, ihr Kinder für unter 3 Jahren in eine Einrichtung zu bringen. Das ist mit uns Grünen nicht zu machen und ich hoffe auch mit den anderen Fraktionen in dieser Stadtverordnetenversammlung nicht. Dankeschön. Herr Schächer. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, wir von der Union freuen uns natürlich erstmal, dass wir in diese Diskussion kommen, denn die Freistellung der Eltern ist natürlich eine sehr erfreuliche Sache. Das ist ein guter Anfang. Wir sind auch sehr zufrieden mit der Magistratsvorlage, da können wir mitgehen. Andererseits, die grüne Fraktion ist ja immer sehr in den Kindertagesthemen auch sehr sachkundig und sehr gut beraten. Und wir folgen auch dem grünen Änderungsantrag, weil wir meinen, dass er die gute Magistratsvorlage noch weiter verbessert. Wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass die SPD ihren Antrag zurückstellt. Wir würden das auch gerne diskutieren, aber wir haben das jetzt einfach nicht geschafft in unserer Fraktion, würden es auch gerne nochmal, was die SPD hier vorschlägt, im Ausschuss haben und sind auch der Meinung der Grünen, dass man das in Ruhe beraten soll. Wir sind Ihnen sehr dankbar von der SPD, dass Sie uns das ermöglichen. Und was mich persönlich noch mal sehr freut, dass wir als Sitz des Hessischen Kindertagespflegebüros alle hier an Kindertagespflege denken. Das ist ja immer so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen bei den Kindern, weil es ja doch die kleine Einrichtung ist. Das freut mich, dass das eigentlich alle Magistrat wie Fraktionen auf dem Fokus haben. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir eine Stadt sind, die die beste deutsche Kita hat und trotzdem in die Qualitätsdiskussion geht. Danke. Dankeschön. Herr Wolf. Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind sehr angetan von den Änderungsanträgen der SPD. Für die Wahlalternative Maintal ist Kindertagesbetreuung eine Bildungseinrichtung und Bildungseinrichtungen haben für die Eltern kostenfrei zu sein. Das geht genau in die richtige Richtung.
Wir sind auch sehr dankbar für den Antrag der Grünen, die entsprechend die Magistratsvorlage, die Problematiken erkannt haben, aufgearbeitet haben, werden auch damit gehen. Über den FDP-Antrag haben wir noch etwas Beratungsbedarf. Deswegen werden wir entsprechend dann nochmal 5 Minuten Sitzungsunterbrechung beantragen. Ja, wir sind guter Dinge. Vielen Dank. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Das ist zunächst nicht der Fall. Herr Wolf, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? 5 Minuten oder 15? 5. Gut. So, Moment. So, dann, ich sag mal, damit wir hier keine stille Kommunikation haben, Herr Mayer, jetzt wurden Sie 2-3 Mal damit zitiert, dass der SPD-Änderungsantrag mit Datum 15.06. zurückgestellt sei. Frage ich Sie jetzt erst zunächst mal als Antragsteller. Ist diesem so? Damit wir wissen, womit wir in die Sitzungsunterbrechung gehen. Vorsteher, ich gehe davon aus, dass nicht mein zweiter Wortbeitrag ist, der mir dann abgezogen wird, aber wir würden gerne Ihnen vorschlagen, weil das ja ich jetzt mal so positiv mitgenommen habe, dass Diskussionsbedarf und Diskussionsinteresse besteht, dass wir den ersten Teil unseres Antrages heute, die Gebührenfreistellung für 8 Stunden, das ist eine politische Entscheidung, heute doch gerne zur Abstimmung geben möchten. Und den zweiten Teil, eine Befreiung U3 aufgrund der Besonderheiten nochmal mit dem Thema Ganztagespflege, gerne schieben in die nächste Sitzungsrunde und uns ausführlich damit auseinandersetzen. Gut, da Sie unter 35 Sekunden waren, wird das Ihnen nachher nicht angerechnet. So, Herr Schäfer, damit ist Ihre Frage beantwortet. Aus dem SPD-Antrag ist die Beschlussvariante A, die U3-Staffel, heute nicht mehr Beratungsgegenstand, sondern nur noch die Ziffer B bezüglich des 8-Stunden-Platzes. Ja, gut. Dann entlasse ich Sie damit in eine etwa 5-minütige Sitzungspause. Frage dann zunächst, gibt es weitere Wortmeldungen? Der Magistrat. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, und auch ich begrüße ganz herzlich das jetzt sehr erweiterte Publikum, ganz herzlich Integrationsbeauftragte, dann die Geflüchteten und die Vertreterinnen und Vertreter vom Arbeitskreis Asyl, die heute hinzugekommen sind, um einfach mal zu schauen, wie funktioniert Politik in Maintal. So, wir sind hier nochmal bei dem Thema Satzung. Dazu nochmal zu dem Punkt, den Herr Duch genannt hat, die Geschwisterermäßigung Kindertagespflege. Wir haben in der Satzung, die Sie jetzt vorliegen haben, unter § 13 genau das, was Sie gesagt haben. Die Geschwisterkindermäßigung, wenn ein Kind in der Kindertagespflege betreut ist, dann wird das Geschwisterkind, das in der Kita betreut wird, zu 60% ermäßigt. Das finden Sie also unter § 13c. Ist drin. Zu dem Vorwurf, dass wir mit der Umkehr bisher das älteste Kind und jetzt das jüngste Kind ermäßigen. Wir als Magistrat sagen, und ich glaube, das ist durch die Vorlagen, nicht nur was wir im Sozialausschuss hatten mit der Darstellung dessen, was wir an Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen haben in Maintal und der Diskussion, die wir ja auch für eine Kita brauchen in Bischofsheim, wichtig, dass wir erstmal versuchen, den Bedarf zu decken und das eben so schnell wie möglich. Wenn wir jetzt sagen, auch ein 8-Stunden-Platz soll beitragsbefreit sein, dann suggerieren wir, dass wir genug Plätze haben. Genau diese Plätze haben wir aber nicht. Und bei uns gilt ja in den Richtlinien für einen längeren Betreuungsplatz als 6 Stunden, dass erstens beide Elternteile berufstätig sein sollen oder bei Alleinerziehend der alleinerziehende Elternteil berufstätig ist oder dass drittens pädagogische Gründe vorliegen, die eine längere Betreuung über 6 Stunden hinaus auch rechtfertigen. Wenn wir nun davon sprechen, dass nicht nur 6 Stunden beitragsfrei gestellt werden sollen, sondern auch 8 Stunden,
dann erweckt es bei den Eltern den Eindruck, dass jeder einen längeren Platz haben könnte und wir verlagern die Diskussion in die Einrichtungen, nämlich bei den Kita-Leitungen, die dann erklären müssen, wenn sie einen längeren Platz haben wollen, dann bitten wir eben um einen Arbeitszeitnachweis. Und deswegen ist die Empfehlung des Magistrats, dass wir wirklich jetzt voranschreiten mit dem Ausbau an Kita-Plätzen, so wie wir das jetzt auch in der Eichenhege tun, so wie wir das mit verschiedenen anderen Maßnahmen, die wir ja skizziert haben, im Sozialausschuss tun und dass wir nicht jetzt damit anfangen, uns in Gebührenbefreiung die über die 6-Stunden-Empfehlung, die jetzt vom Land Hessen kommt, hinauszugehen. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Mayer. Ja, Herr Stadtverordneter und Vorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Böttcher, richtig ist, die Geschwisterermäßigung steht in Ihrer Satzung mit drin, aber nicht mehr so, wie wir es haben wollten. Und deshalb sind wir den Grünen sehr dankbar, dass Sie diese Korrektur vorgenommen haben, unter anderem auch mit der Aufnahme unseres Ansinnens der letzten Sitzungsrunde, dass wir die Hortkinder mit aufnehmen in die Geschwisterregelung, und zwar Hortkinder, die bei einem freien Träger sind. Denn was passiert, wenn wir jetzt Ihrer Denkweise folgen würden? Dann würden wir eins machen. Wir würden mehr Kinder, nämlich die Jüngeren, ausschließen, weil sie nicht mehr den Zuschuss bekommen, den Geschwisterbonus. Und das kann nicht Ansinnen der Politik sein, diejenigen zu bestrafen, die darauf angewiesen sind, dass ihre Kleinsten eine qualifizierte Betreuung haben. Gleichzeitig reduzieren wir die Plätze im Hort, die wir eigentlich bezuschussen würden. Also diese Regelung erschließt sich für uns nicht, sie ist ungerecht und sie macht keinen Sinn. Auch was wir beantragen, der 8-Stunden-Platz, er würde suggerieren, dass genügend Plätze vorhanden sind. Da muss man sich unseren Änderungsantrag einfach mal durchlesen. Da steht nämlich nichts davon drin, dass wir die Zulassungsvoraussetzungen für die Kindertagesstätten verändern. Die Regelungen, wer einen 8-Stunden-Platz bekommen darf und wer nicht, werden von uns nicht verändert. Nein, das ist nicht der Fall, sondern wir wollen, dass diejenigen, die arbeiten müssen, diejenigen, die arbeiten wollen und ihre Kinder qualitativ gut betreut wissen wollen, dass auch sie einen Vorteil weiteren haben, weil er einfach den Realitäten entspricht. Das ist keine politische Spielerei, sondern das sind die Bedürfnisse der Eltern, die arbeiten müssen und unheimlich viel in diesem Land für Kinderbetreuung zahlen. Das ist eine politische Forderung, die wir seit Jahren stellen, dass sich endlich was tut. Wir nehmen die Handlungen der Landesregierung zum Anlass, hier Spielraum zu bekommen, finanziellen Spielraum zu bekommen und das noch zu erweitern, damit wir besser werden in Maintal im Vergleich zu anderen Kommunen. Und viele andere Kommunen machen es uns vor. Der eine kleine Nachbar hier mit den vielen Hochhäusern, der macht jetzt 10 Stunden gebührenfrei. Insofern ist es sicherlich kein schlechter Partner, auf den man mal schauen könnte. Von denen kann man nämlich was lernen, wie man eine faire, gerechte und zukunftsorientierte Kindertagespolitik machen kann in einer Stadt. Insofern, der Blick nach Frankfurt lohnt sich in der Tat. Und da müssen wir in Maintal nicht dahinterherhinken. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, es wurde ja nun schon einiges gesagt und ich möchte vielleicht noch mal darauf verweisen, wie wir hier in die Diskussion eingestiegen sind, nämlich mit den Aussagen zum Landtagswahlkampf und der Kritik darüber, dass das Land eine Entscheidung getroffen hat für die 6. Stunde zur Beitragsfreistellung. Und einhergehend ging damit die Kritik, dass dieses Geld, was dort verwendet wurde, nicht für die Qualität genutzt wurde, nicht für die Qualitätsverbesserung genutzt wurde. Und wenn ich dann im selben Atemzug sozusagen hier Anträge vorliegen habe, die über die 6 Stunden Gebührenbefreiung hinausgehen und jetzt auch noch 8 Stunden Gebührenbefreiung vorsehen, dann frage ich mich doch ernsthaft, was ist denn aus der Kritik geworden? Aus der Kritik, dass man das Geld, was man für eine Gebührenfreistellung verwendet, nicht in die Qualität nimmt. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Überdies denken wir, dass diese Gebührenfreistellung der 8-Stunden-Kiste auch noch erheblichen Beratungsbedarf hat. Und ich stelle tatsächlich den Antragstellern das anheim, hier nicht zu beantragen, weil wir sinnvollerweise auch im Ausschuss darüber eingekommen sind, dass wir über die Gebührenstaffelung und über die Gebührenregelung wegen der Entscheidung des Landes nochmal reden müssen, dass wir das nochmal überarbeiten müssen. Das haben wir lange nicht gemacht und das sollten wir entsprechend tun.
Das finde ich auch in Ordnung und da können wir von mir aus auch die Vorstellung mit reinnehmen, wie man eben Gebühren anders gestaltet. Aber nicht im Hauruck-Verfahren in dieser Stadtverordnetenversammlung. Abschließend bitte ich noch zu bedenken, dass diese Anträge auf Freistellung der 8. Stunde oder Ermäßigung 8 Stunde auch durchaus haushaltsrelevante Anträge sind. Hier fehlt es, und das nehmen Sie mir bitte mit, dass wir deshalb dann auch den Ansinnen zur Gebührenfreistellung 8. Stunde ablehnen. Hier fehlt es an einer entsprechenden Gegenfinanzierung. Wir können gern darüber diskutieren im Rahmen der Haushaltsberatung. Aber heute hier einen entsprechenden Antrag vorzulegen, wir machen das einfach, das ist zu kurz gedacht. Und das sollte letztendlich auch nicht die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung finden. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Schäfer. Hier sammeln sich langsam die Stifte. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, sicherlich sind wir Ihnen als FDP-Fraktion noch ein, zwei Antworten auf die anderen Änträge schuldig, die hier eingebracht worden sind. Ich fange mal an mit dem Änderungsantrag der Grünen. Den Änderungsantrag werden wir unterstützen, weil wir das genauso sehen wie die Grünen, dass hier eine Umkehrung sozusagen der Zahlpflicht entstanden ist, was wir nicht für richtig halten. Wir wollen auch da, dass es beim alten Verfahren bleibt und wir sehen es genauso, dass auch wenn jemand sowohl in einer städtischen Kita als auch in einem freien Träger ein Kind hat, dass der auch in eine gleiche Situation gebracht wird wie jemand, der beide in einer städtischen Kita hat beziehungsweise beide in einer freien Trägerschaft hat. Insofern da unsere Unterstützung für den grünen Antrag. Was den Änderungsantrag der SPD betrifft, so werden wir diesen nicht mitgehen, weil wir der Auffassung sind, dass mit der Lösung, auch wie wir sie vorgeschlagen haben, gerade in dem unteren Bereich, der uns ja besonders am Herzen liegen sollte, bei den 8 Stunden Betreuungszeiten, wir ja auch schon dazu beitragen, dass dort nicht mehr gezahlt wird, sondern alles, was unterhalb von 4.000 Euro ist, ist, glaube ich, die Grenze, ab der das unser Antrag dann zieht. Alles, was darunter ist an Einkommen, ist de facto beitragsfrei. Und alles, was darüber hinausgeht, sind es dann moderate Beiträge, in jedem Fall geringere Beiträge als das, was bisher bezahlt wird. Warum ich mich nochmal gemeldet habe, war jetzt auch der Beitrag von Herrn Fischer, der mich doch hat stirnrunzeln lassen, weil wenn der Herr Fischer das so meint, wie er es gesagt hat, nämlich, dass all diese Anträge, die hier vorliegen, haushaltswirksam sind, dann hätte ich erwartet, dass die CDU in dieser Logik folgend einen anderen Änderungsantrag einbringt, der nämlich auch das korrigiert, was der Magistrat macht, denn dessen Antrag ist auch haushaltswirksam. Er erhöht auch das Defizit. Wenn das korrekt ist, Herr Fischer, was Sie sagen, wir müssen darauf aufpassen, dass unsere Zahlen ausgeglichen sind, dann hätten Sie verlangen müssen, dass für den 10-Stunden-Platz es keine Reduzierung auf 112 Euro gibt, sondern auf 144 Euro gibt, 40 Cent. Weil dann ist der ursprüngliche Betrag wieder gleich mit dem, was bisher gezahlt wird, bei 280 Euro alter Kita-Gebühr. 135 Euro vom Land, 144 Euro von den Eltern. Dann sind wir wieder pari, zumindest mal bei denen, die den vollen Betrag zahlen. Das korrigieren Sie aber nicht. Das heißt, an der Stelle nehmen Sie billigend eine Veränderung der Situation in Kauf, auch zulasten des Haushaltes, die durchaus einen signifikanten Betrag ausmacht. Und dann, wenn es um kleinere Beträge geht, ob jetzt unsere 4.000, 5.000 Euro für unseren Änderungsantrag oder meinetwegen, sagen wir mal, 10.000, 15.000 Euro, das, was der SPD-Antrag, dem wir zwar nicht folgen werden, aber trotzdem ausmachen wird, das dann mit der Keule der Haushaltsauseinanderbringung zu erschlagen zu wollen, das halte ich dann doch für etwas übertrieben an der Stelle. Und da sollten Sie Ihre Argumente nochmal abwägen. Vielen Dank. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht, Herr Duch? Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, ich möchte nur noch mal ganz kurz auch darauf eingehen, was Frau Bürgermeisterin Böttche eben auch erwähnt hat, nämlich weil wir die Umkehrung nicht mittragen wollen und warum das so ist. Ich habe es zwar in der Begründung geschrieben, aber vielleicht hat sie auch nicht jeder gelesen. Aktuell zahlt im Höchstfall eine Familie mit einem U3- und einem Ü3-Kind
Für das Kind über 3 Jahre 280 Euro, weil es das Erstkind ist, und für das zweite Kind 60%. Das sind 180 Euro, weil der U3-Platz 300 Euro kostet bei 10 Stunden Betreuung. Das macht unter dem Strich für diese Familie 460 Euro Gebühren. Nach der Magistratsvorlage zu rechnen, würde es bedeuten, dass der 10-Stunden-Platz für das Ü3-Kind, das dann ja das Zweitkind ist, 112 Euro kostet und für das U3-Kind 300 Euro. Selbst wenn jetzt das Ü3-Kind jetzt hier eine Ermäßigung von 60% bekommt, liegt die Entlastung für diese Familie weit unter 100 Euro, also unter dem, was wir uns eigentlich vorstellen, wenn das Land sagt, wir geben pro Kind und Platz 135 Euro dazu. Wir wollen das in möglichst vollem Umfang an die Familien weitergeben, für die ist das gedacht. Und deshalb wollen wir eben bei der alten Regelung bleiben. Für Familien mit kleineren Einkommen wird sich diese Einsparung auch jeweils noch weiter verringern, weil sie ja von Natur aus und vornherein kleinere Gebühren zahlen. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Das vermeintlich Einfachste ist zunächst die Abstimmung über den SPD-Änderungsantrag, der redaktionell den grünen Antrag verändern würde. Das heißt, der Antragstext im Bereich 1b, zweite Zeile, wird das Wort Kita durch Kindertagesbetreuungseinrichtungen im Antrag von Bündnis 90 Grünen ersetzt. Wer diesem SPD-Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, das war einstimmig. Dann lasse ich abstimmen über den so geänderten Änderungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen. Das heißt, hier geht es um die Umkehr des teuersten und preiswertesten, wobei es gibt keine preiswerten Kinder, es gibt nur geldwerte Kinder. Wer diesem geänderten Bündnis 90 Grünen Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, so einstimmig beschlossen. Der Änderungsantrag A der SPD wurde vom Antragsteller heute aus dem Geschäftsgang genommen. Das heißt, ich lasse jetzt abstimmen über den Änderungsantrag B der SPD-Fraktion, respektive heute Abend hier auch unter dem Titel 8-Stunden-Platz. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Herr Reul, das gucken wir jetzt mal, wie viel das sind. Sicher ist sicher. Nach meiner Zählung müssten das 7 plus 12, macht 19 sein. Gegenstimmen. Und das sind auf den ersten Blick mehr. Das heißt, dieser SPD-Antrag ist mit Mehrheit abgelehnt. 19 zu... Wir gucken, wir haben 39 anwesend, 19 zu 20. So, dann lasse ich noch abstimmen, wir sind noch nicht ganz fertig, abstimmen über den Änderungsantrag der FDP-Fraktion. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, dann ist der FDP-Antrag so mit Mehrheit abgelehnt und dann lasse ich über die so geänderte Magistratsvorlage abstimmen. Wer dieser seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, dann einstimmig beschlossen. Ergebnisse haben Sie?
Ja? Nee, das ist zu schnell. Okay. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 10, Vorgaben zur Förderung freier Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung. Diese Vorlage wurde auch im Hauptfinanzausschuss und im Ausschuss, im Sozialausschuss behandelt, beides ohne Beschlussempfehlung. Hierzu liegt Ihnen vor ein Änderungsantrag der FDP-Fraktion. Dann gucke ich jetzt erst wieder in Richtung des Magistrators, ob er zu der Vorlage was sagen möchte. Möchte Frau Böttcher. Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, das Thema Beitragsfreistellung beschäftigt uns auch bei Tagesordnungspunkt 10 weiter, nämlich wenn es um die Förderung der freien Träger geht. Wir haben in unserer Magistratsvorlage beschlossen, die Weitergabe der Landesförderung an die freien Träger und einen Verlustausgleich. Denn es ist ja so, dass die freien Träger sind frei in der Gestaltung der Gebühren, die sie gegenüber den Eltern erheben. Das heißt, für die eine Einrichtung ist die Landesförderung von 135,60 Euro auskömmlich, für die andere zu wenig, für die nächste vielleicht etwas zu viel. Das ist der Spielraum, den die freien Träger haben. Unsere Magistratsvorlage sagt, dass wir diejenigen Einrichtungen, die einen Verlust durch die Landesförderung haben würden, dass wir dieses Defizit ausgleichen, weil, wie ich eingangs bei einem anderen Tagesordnungspunkt ja gesagt habe, in meinem Teil ist ja wichtig, dass wir eine vielfältige Bildungslandschaft haben und deswegen sind uns die freien Träger natürlich mit ihren Einrichtungen genauso wichtig und sie sollen gleichermaßen an dieser Landesförderung auch partizipieren. Wir hatten im Sozialausschuss dann intensiv darüber diskutiert, auch über den Antrag der FDP und haben dann einen Vorschlag mitgenommen in den Hauptausschuss als eine Tischvorlage. Das möchte ich jetzt gerade noch mal vorlesen. Also wir haben dann unter Berechnung des städtischen Betriebskostenzuschusses einen neuen Punkt 4 eingefügt, der da lautet: Für die kostenfreie Bereitstellung von Betreuungsplätzen bis zu 6 Stunden werden die Landesmittel für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeitrag von der Stadt an die freien Träger vollumfänglich weitergeleitet. So, und zusätzlich eben dann der Defizitausgleich für diejenigen Einrichtungen, bei denen das nicht ausreicht. Zudem werden wir mit den einzelnen Trägern ins Gespräch gehen. Das ist etwas, was auch zu dieser Vorlage gehört. Es müssen ja Änderungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Und etwas, was auch mit aus dem Ausschuss mit aufgenommen wurde, ist, was wir auch vorhaben, dass wir auch über eine weitere Ausdifferenzierung der Fördervorgaben mit den einzelnen Trägern ins Gespräch gehen werden, auch in puncto Qualität. Dankeschön. Herr Schäfer, mein Verständnis war, mit der Ergänzung des Magistrates befindet sich der FDP-Änderungsantrag dann nicht mehr im Geschäftsgang. Okay. Dann, wer wünscht das Wort? Herr Schäfer. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, auch wenn unser Änderungsantrag nicht mehr im Geschäftsgang ist, so möchte ich doch noch mal auch zum einen den Dank an den Ausschuss aussprechen und auch an den Magistrat aussprechen, dass die Intention, die wir mit unserem Änderungsantrag hatten, auch dort aufgegriffen worden ist, verstanden worden ist, worum es uns ging, nämlich zu sagen, dass wenn das Land schon die 135,60 Euro letztlich zahlt, dass das dann auch dort ankommen soll, wo die Arbeit geleistet wird, wo die Kitas tätig sind. Und das sind in dem Fall die freien Träger. Die ursprüngliche Lösung sah vor, dass das nur anteilig weitergegeben wird und dass der Rest dann
in späteren Verhandlungen, wie auch immer, dann irgendwie vielleicht weitergegeben wird an die Kitas, aber jedenfalls nicht von vornherein vollständig. Das haben wir nicht für gerecht empfunden und deswegen hatten wir unseren Änderungsantrag gestellt. Und wir sind daher, wie gesagt, dem gesamten Plenum hier dankbar, dass dem gefolgt worden ist. Ich glaube, das ist eine gute Lösung für die freien Träger, die eine wertvolle Arbeit auch in unserer Stadt in der Erziehung unserer Kleinsten leisten. Vielen Dank. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich über die so aktualisierte Magistratsvorlage abstimmen. Wer dieser seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, so einstimmig beschlossen. Vielen Dank. Rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 12, Mittagsverpflegung in den 12 städtischen Kitas. Hierzu liegen Ihnen vor ein Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 12.06. und der FDP-Fraktion vom 15.06. Die Vorlagen und teilweise die Änderungsanträge wurden sowohl im Hauptfinanzausschuss als auch im Sozialausschuss behandelt, in beiden Ausschüssen ohne Beschlussempfehlung. Auch da zunächst wieder der Blick in Richtung Magistrat, ob er etwas zu der Vorlage sagen möchte. Frau Böttcher. Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, Kinder müssen natürlich auch verköstigt werden, noch dazu, wenn sie in so einer großen Vielzahl in unseren Einrichtungen essen. Wir sind gefordert, eine Ausschreibung vorzunehmen, waren gefordert, das haben wir ja, die Ausschreibung ist ja bereits erfolgt, nämlich der Caterer muss alle 3 Jahre neu ausgeschrieben werden. Diese Ausschreibung, eine europaweite Ausschreibung, ist zu dem Ergebnis gekommen, das wir Ihnen in unserer Beschlussvorlage dargelegt haben. Der Caterer, mit dem wir die letzten 3 Jahre sehr zufrieden zusammengearbeitet haben, hat sich an dieser Ausschreibung leider nicht beteiligt. Jetzt haben wir 3 Anbieter, haben jeweils ein qualifiziertes Angebot abgegeben. Deren Angebote wurden dann bewertet. Sie mussten zuerst mal eine Vielzahl von Kriterien erfüllen, die wir in unserer Ausschreibung vorgegeben haben. Das betraf natürlich nicht nur die Menge der Kinder, die zu versorgen sind, sondern das betrifft natürlich in erster Linie eine ganze Reihe von Qualitätskriterien, die zu erfüllen sind für das Essen in unseren Kindertageseinrichtungen. Diese Qualitätskriterien sind auch Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und sie nennen eine Vielzahl, ob das abwechslungsreiches Essen ist, dass es frisches Essen ist, dass der Fleischanteil nicht so hoch ist, dass es Fisch dabei gibt, dass es Obst und Gemüse aus regionalem Bezug gibt nach Möglichkeit, dass es Obst gibt zum Nachtisch, dass die Produkte, die dort verwendet werden, nicht gentechnisch behandelt sind oder aus gentechnischer Anbau stammen. All das sind Kriterien gewesen, die wir in unserer Ausschreibung mit aufgenommen haben und alle 3 Anbieter erfüllen diese Kriterien auch. Wir haben dann nach dieser Bewertung, die wir Ihnen ja in den Unterlagen dargelegt haben, kommt es eben dann nach der Bewertung Preis, Distanz und Qualität, wobei sich Qualität mit dem Teil, wie er dann in dieser Bewertung drin ist, nicht auf diese eben von mir genannten Bewertungskriterien beruft, sondern diese 10% Qualität, die hier nochmal bewertet wurden, resultieren aus einem Probeessen. Und ein Probeessen, das durchgeführt wurde mit 8 Beteiligten, die einfach diese Menüs getestet haben. Das heißt, es ist also da nochmal eine subjektive Einschätzung von einem kleinen Kreis und ist nicht als
Qualitätsmerkmal insgesamt zu betrachten. So, nach dieser Auswertung sind wir zu diesem Empfehlung gekommen, die wir Ihnen dargelegt haben, nämlich das Angebot 1. Zu sagen ist dazu auch nochmal, dass wir die Gewichtung, so wie wir sie jetzt in dieser Ausschreibung vorgenommen haben, eben bereits vor 3 Jahren vorgenommen haben und deswegen auch keinen Anlass dazu sahen, dass wir diese Gewichtung noch einmal verändern. Deswegen empfehlen wir, wie in unserer Beschlussvorlage dargelegt, die Vergabe an den Anbieter 1. Dankeschön. Bevor ich der FDP-Fraktion das Wort erteile zur Begründung Ihres Antrags, möchte ich meine Aussage zurücknehmen, dass es auch einen SPD-Änderungsantrag gibt. Das habe ich leider falsch eingetragen in meiner Vorbereitung. Dann bitte ich um Begründung des FDP-Antrags. Herr Hoffmann. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin erschrocken. Erschrocken darüber, dass ich die Unterlagen vorgelegt bekommen habe, die vor Fehlern nur so strotzen. Einen Fehler kann sicherlich jeder machen. Wie kann es aber passieren, dass die zweite Version ebenso falsch ist? Wie kann es sein, dass dem Magistrat nicht auffällt, dass es in Maintal mindestens eine Fähre gibt? Wie kann man so wenig Sorgfalt walten lassen, wenn es um das Wichtigste geht, was wir in Maintal haben, unsere Kinder? Wie kann man so wenig Sorgfalt walten lassen, wenn es um ein Volumen von weit über 2 Millionen Euro geht, zumal wenn man weiß, dass hier bereits eine Bieterrüge vorlag? Meine Damen und Herren, welche Qualität die einzelnen Essen haben, weiß ich nicht. Wer nach welchen Kriterien wie genau bewertet hat, das war leider trotz Nachfrage nicht zu ermitteln. Und wie ich den Ausführungen der Bürgermeisterin eben entnehmen konnte, war Qualität auch nicht das Kriterium beim Punkt Qualität. Festzuhalten bleibt, dass nun derjenige Anbieter gewonnen hat, der im Punkt Qualität am schlechtesten abgeschnitten hat. Zum Punkt Entfernung. Der Erstplatzierte dieses mit 30% bewerteten Punktes ist vom Rathaus der Stadt Maintal nur wenige Meter weiter entfernt als der Zweitplatzierte. Das zählt zu 30% in das Ranking ein. Man muss sich das mal vorstellen, wenn der Zweitplatzierte jetzt umziehen würde, zum Beispiel in das Nachbarhaus des Erstplatzierten, wäre er immer noch Zweiter. Das macht so keinen Sinn. Begründet wird das Ganze damit, dass hier nur regionale Anbieter zum Zug kommen sollen. Meine Damen und Herren, wo soll denn das heiße Essen herkommen? Aus Rumänien? Das macht so auch keinen Sinn. Aufgrund einer, wie wir finden, wenig zielführenden und zur Entscheidung kaum geeigneten Ausschreibung und der chaotischen Informationslage können wir es nicht verantworten, diesem Antrag zuzustimmen. Und erklärt uns der Magistrat, dass wir keine Wahl hätten. Wir müssten zustimmen. Das können wir nicht tun. Die Gründe dafür habe ich bereits genannt und deswegen soll der Magistrat die abschließende Entscheidung zu diesem Punkt treffen. Außerdem beantragen wir, dass der Magistrat den Sozialausschuss bereits vor einer künftigen Ausschreibung den Ausschusstext zur Freigabe vorlegt. So können wir zwar nicht verhindern, dass die Ergebnisse wieder falsch dargestellt werden oder ausgewertet werden, aber wenigstens die Ausschreibung wird mit Sicherheit besser werden. Meine Damen und Herren, ich beantrage außerdem getrennte Abstimmung der beiden Punkte. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Schuschko. Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, die WAM kann sich der Kritik der FDP nur anschließen. Wir haben uns, gerade weil es für uns auch so ein wichtiges Thema ist, lang und ausführlich mit dieser Ausschreibung beschäftigt, bei der ganz viele Anlagen beilagen, aber irgendwie das Wesentliche gefehlt hat. Ich habe seitenlang irgendwelche Qualitätsstandards dort bekommen, die man sich durchlesen konnte. Das ist schön und gut. Die kann man sich auch im Internet runterladen, aber letztlich haben sie mit dieser Ausschreibung, mit der Entscheidung, wen ich auswähle, nichts zu tun gehabt, denn sie sind nicht in diese Bewertung eingeflossen. Die Punkte, die in die Bewertung eingeflossen sind, waren aus der Ausschreibung, jedenfalls aus den Unterlagen, die hier uns vorlagen, nicht zu sehen. Da heißt es zum Beispiel, die Entfernung der Produktionsstätte zu den Kitas wird mit 30% gewertet. Jetzt frage ich mich, zu welchen Kitas?
Wir haben 4 Stadtteile in Maintal mit mehreren Kitas. Wird dort ein Mittelwert der Kitas genommen? Wird das Rathaus genommen, wo es aber keine Kita gibt? Und das so eine willkürliche Auswahl wäre, die mit dem Standort der Kitas überhaupt nichts zu tun hat. Wenn man sich diese beiden Anbieter ansieht, und ich hatte es ja in einer E-Mail am Wochenende angekündigt, wir haben das nach unserer letzten Fraktionssitzung nochmal ausführlich gemacht und haben die Entfernung gemessen. Jetzt nicht Straßenentfernung oder sonst was, weil ich halt immer auch im Ausschuss gefragt hatte, kommt es denn auf die Geschwindigkeit an? Da wurde mir gesagt, nein, es ist die reine Entfernung, auf die es ankommt. Also nicht auf die Verkehrsverhältnisse, die man dann gegebenenfalls auch noch bei der Zeit berücksichtigen müsste, wann das Essen geliefert werden soll, sondern auf die reine Entfernung. Google stellt da die Möglichkeit zur Verfügung, das über die Luftlinienmessung zu machen. Und da kamen wir zu dem Ergebnis, dass da 290 Meter Unterschied zwischen den Erst- und Zweitplatzierten sind zum Rathaus. Wenn man aber die einzelnen Kitas misst, dann haben wir einen Teil der Kitas, die durchaus, wo der zweite Anbieter näher dran ist als der erste. Und dann frage ich mich natürlich, wie wird das in dieser Entfernung der Produktionsstätte gewertet? Je weiter man südlich und westlich in Maintal geht, und das kann jeder nachvollziehen, heute Abend vielleicht, desto mehr profitiert der Anbieter Nummer 2. Und da hat der erste nämlich gar keine Chance mehr. Dann ist also die Entfernung, spricht für den zweiten Anbieter. Und allein aus diesem Grund frage ich mich schon, wie soll ich heute hier entscheiden? Die WAM wird daher diese Vorlage ablehnen. Weil wir uns sagen, letztlich uns sind die Entscheidungsgrundlagen nicht eindeutig dargelegt worden. Beim FDP-Antrag kann ich sagen, Punkt 1 haben wir auch überlegt, aber letztlich heißt das ja, wir würden hier sagen, wir können die Ausschreibung nicht nachvollziehen, Magistrat, du hast es verbockt, entscheide dann auch, und wie die Entscheidung aussieht, können wir uns jetzt schon vorstellen. Da geben wir unsere Kompetenz für die eine Entscheidung ab, und das finden wir auch von der WAM, ist nicht Sinn und Zweck der Kompetenzverteilung. Ja, der Magistrat hat bereits entschieden, genau. Aber wir müssen halt auch entscheiden. Die FDP sagt ja dann, Magistrat trefft die endgültige Entscheidung. Das hat der Magistrat ja noch nicht getan. Dem Punkt 2 können wir durchaus zustimmen, auch weil wir es eigentlich aufgrund der Kompetenzverteilung unserer Meinung nach so sehen, dass wir vorher hätten gefragt werden müssen, wie die Ausschreibungskriterien sein müssten. Weil es kann nicht sein, dass ich für jemand anderen irgendwelche Kriterien vorgebe, ihm dann sage, das ist das Ergebnis und jetzt musst du so und so entscheiden. Also wenn wir die Kompetenz als Stadtverordnetenversammlung haben, hier eine Entscheidung zu treffen, dann ist das unserer Meinung nach, beinhaltet es auch die Kompetenz, vorher über die Ausschreibungskriterien zu entscheiden. Und diese Entscheidung wurde uns nicht gegeben und deswegen halten wir auch diese Ausschreibung für fehlerhaft, unserer Meinung nach. Ich fand es sehr interessant, dass wir eine Stellungnahme bekommen haben, die von einer Architektin unterschrieben war, soweit ich mich erinnere, eine rechtliche Stellungnahme, wobei ich mir dann gedacht habe, als Jurist, vielleicht fange ich demnächst an, Häuser zu bauen und zu planen. Aber ich glaube, dazu traue ich mich dann doch nicht, weil ich zu große Angst hätte, dass die dann zusammenfallen. Aber wie gesagt, da wundere ich mich auch, dass diese Stellungnahme von einer Architektin kam. Und das hat nicht gerade zur Stärkung unseres Vertrauens, diese Stellungnahme, stattgefunden. Auch weil Fragen da dort zwar gestellt wurden, aber unserer Ansicht nach auch nicht die richtigen Fragen. Die richtige Frage wäre eben unserer Ansicht nach auch gewesen, wie ist es, hätten wir nicht ursprünglich auch zu den Grundlagen der Ausschreibung hier eine Abstimmung vornehmen müssen. Ansonsten wird da unsere Kompetenz entsprechend unterlaufen, weil so kann man Kriterien zusammenstellen und uns dann sagen, ihr müsst zustimmen, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Schuschko, ich finde es gut. Wie heißt das so schön? Schuster bleibt bei deinen Leisten. Herr Duch.
Herr Stadtvorsteher, meine Damen und Herren, ich habe zuerst mal eine Bitte an die Schriftführung. Ich hätte ganz gerne die Vorlage noch mal eingeblendet. Die Magistratsvorlage, ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte da den Blick noch mal auf die untere Zeile des Kastens noch mal lenken. Herr Schuschko hat es eben auch schon angesprochen, da steht Entscheidung. Wir bekommen eine Magistratsvorlage mit dem Hinweis, das müsst ihr jetzt aber beschließen. Entscheidung ist für mich was anderes. Entscheidung heißt für mich, dass wir bei einem so bedeutenden Projekt wie der Frage, was bekommen unsere Kinder in unseren Kitas zu essen, vorher mit eingebunden werden. Dass wir sagen können, was soll in diese Ausschreibung denn hinein. Wir denken, zumindest mal die Mitglieder des Hauptausschusses denken vielleicht nicht immer gerne an die zahlreichen Sitzungen, die wir im Vorfeld der Vergabe Müllentsorgung hier in Maintal hatten. Aber dennoch, hier haben wir den Einfluss gehabt, hier haben wir Rechtsberatung durch ein wirklich renommiertes Anwaltsbüro gehabt, das uns vielleicht auch ein paar Euro gekostet hat, aber wir haben eine Ausschreibung bekommen, die in diesem Sinne war, wie wir uns das vorgestellt haben. Hier haben wir alle von dieser Ausschreibung eigentlich erst erfahren, als uns das Ergebnis auf dem Tisch lag. Und selbst mit der Auswertung waren wir noch nicht mal so richtig zufrieden. Das ist ausgesprochen schwierig. Jetzt zu sagen, entscheidet dafür, weil was anderes bleibt euch gar nicht übrig, da tun wir uns ausgesprochen schwer damit. Ja, es gab Ungereimtheiten, das ist jetzt alles auch schon gesagt worden, das will ich jetzt erstmal gar nicht wiederholen, aber ich denke, dass das Ganze Folgen haben wird. Der FDP-Antrag zeigt das ja schon. Von Seiten der SPD gab es ja auch schon, wurde rumgeschickt, einen Antrag, der künftig Ausschreibungen grundsätzlich mit dem Platz des jeweiligen Ausschusses versehen soll. Vielleicht sollten wir es nicht ganz so eng sehen, vielleicht eine Untergrenze einziehen, sonst fangen wir an und haben hier über 100 Meter Kanal zu entscheiden, liebe Kollegen von der SPD. Aber grundsätzlich denke ich, wenn wir alle diesen Weg mitgehen, das wird der Preis sein, den man dafür zahlen muss, dass man uns so etwas hier vorgelegt hat. Die Mitarbeit der Ausschüsse und die Vorbereitung einer Ausschreibung ist für uns zwingend notwendig, weil sonst dieses Wort Entscheidung nicht mal mehr eine Worthülse, sondern einfach überhaupt nicht mehr der Wahrheit entspricht. Übrigens, so jetzt nochmal zum Antrag der FDP, das Ganze in den Magistrat zu vergeben. Herr Fischer, der Magistrat hat nicht entschieden. Der Magistrat hat vorberaten, steht auch da. Wir bezweifeln offen gestanden, dass das das richtige Verfahren ist. Wir würden gerne ein ähnliches Verfahren anwenden und würden das gerne hier auch noch mal vorschlagen. Ich merke, an den Redebeiträgen hier war zu entnehmen, dass diese Magistratsvorlage hier heute keine Mehrheit finden wird. Gleichzeitig bewegen wir uns beim Vergaberecht, und das weiß wahrscheinlich kaum jemand als der Thomas Schäfer von der FDP-Fraktion, besser als wir, dass wir uns auf einem sehr, sehr dünnen Eis bewegen. Ich möchte Ihnen deshalb vorschlagen, die Entscheidung über diese Vergabe in eine Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses zu verschieben und dem Magistrat die Gelegenheit geben, dort durch eine Stellungnahme beispielsweise der Vergabestelle des Kreises, die Dame ist zwar Architektin, aber seit Jahren in der Vergabestelle beschäftigt und weiß natürlich, wie Vergaben laufen, Herr Schuschko, also das ist nicht ganz so fachfremd, und vielleicht auch noch eine Rechtsberatung mit hinzuzuziehen, die uns die Sachlage noch mal genau erklärt, bevor wir heute etwas beschließen, was uns teuer zu stehen kommt. Ja, wir sind auch unzufrieden, aber wir sollten hier heute keine Entscheidung treffen, die uns a. großen Ärger bereiten wird und b. am 1.9. für unlösbare Probleme in die Kitas stellt. Danke, Herr Duch. Ich gehe davon aus, dass wir den Änderungsantrag zu der Vorlage dann noch irgendwie hier mit einer Unterschrift nach vorne gereicht bekommen. Dankeschön. Herr Schächer. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns in der Unionsfraktion auch relativ schwer getan mit dieser Vorlage.
Wir waren auch sehr unglücklich, da waren wir auch da, wo die anderen Fraktionen sind. Wir sind auch der Ansicht, dass die Kommunikation sehr, sehr, sehr unglücklich gelaufen ist. Und haben uns aber dann natürlich auch nochmal damit auseinandergesetzt. Also aus eigener Erfahrung, hier als Stadtrat, drüben in Vilbel als Amtsleiter, habe ich mich natürlich auch mit Vergaben beschäftigen müssen. Habe auch überlegt, wie würde ich so eine Situation verantworten. Die Darstellung der technischen Prüferin, ich habe hier viel mit den technischen Prüfern des Kreises zu tun gehabt, die waren immer sehr, sehr kompetent, sind auch, was Vergaberecht angeht, eigentlich immer auf dem neuesten Stand. Hat mich eigentlich darin oder hat uns auch darin bestärkt zu sagen, okay, die Vergabe ist rechtlich okay und dann ist es naheliegend, wenn man vorher einen vernünftigen Qualitätslevel festgelegt hat, dass man tatsächlich den preisgünstigsten nimmt oder den, der nach dieser Entscheidungsmatrix der günstigste ist. Von daher können wir die Entscheidung mittragen, verstehen aber auch die anderen Fraktionen, die es doch sehr deutlich gesagt haben und auch das können wir mittragen, dass wir im Wiederholungsfall doch da eine andere Art der Kommunikation wollen und bedürfen und dass sich da was ändern muss. Danke. Dankeschön, Herr Mayer. Frau Vorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD-Fraktion ist freundlich ausgedrückt sehr unglücklich über die Situation, in der wir uns momentan befinden. Und ich glaube, wir müssen auf mehreren Ebenen das hier heute mal diskutieren. Das eine ist das Inhaltliche der Ausschreibung und das andere ist, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, um zu Ergebnissen zu kommen. Und gerade wenn es um Kindeswohl geht, gesunde Ernährung von Kindern, erwarten wir vom Magistrat doch einiges mehr als das, was er momentan hier abliefert. Es ist schon einiges gesagt worden über die Kriterien und ich glaube, alle Fraktionen haben sehr sachgerecht in zwei Ausschusssitzungen darüber diskutiert und viele Fragen gestellt. Auch wir haben die Frage, warum schreibt man rein in die Ausschreibung neben den Standardqualitätsansprüchen, die man an Ernährung in Kindertagesstätten hat, wünschenswert ist regionale Produkte und Bioprodukte. Und gleichzeitig findet dieses Kriterium kein bisschen Relevanz in den Entscheidungskriterien beim Thema Qualität. Dass das, was von der Qualität erwartet wird, in den Voraussetzungen für die Teilnahme an dieser Ausschreibung dargelegt ist, Haken dran. Das machen alle drei gleich. Aber wo sind die Besonderheiten? Wo ist das, wofür wir als Stadt stehen? Wenn wir es schon reinschreiben, Regionales und Bio, dann muss das bei der Punktevergabe auch eine Rolle spielen. Genau das findet hier nicht statt. Das ist nur ein kleiner Beispiel. Genauso, dass man 20% fürs Probeessen reingibt, ohne dass es Maßstäbe gibt, wie man ein solches Probeessen bewertet. Herr Schuschko hat zutreffend das Thema Entfernung angesprochen. Die Frage, wie lange steht das Essen in der Kita, spielt wohl auch keine Rolle, sondern nur der Weg vom Produzenten bis zur Stadt Maintal scheint eine Rolle zu spielen. Über die technischen Voraussetzungen wird hier ebenfalls nicht geredet. Und das, meine Damen und Herren, alles zusammengenommen, gibt für die SPD-Fraktion viele, viele Fragen, über die man nochmal vielleicht diskutieren muss. Und es gab ja letzte Woche zwei Ausschusssitzungen, die Fragen aufgeworfen haben und Stadtverordnete E-Mails an den Magistrat geschrieben haben. Und ich muss sagen, liebe Frau Böttcher, die SPD-Fraktion kann nicht nachvollziehen, wenn Sie Kenntnis haben über diese doch angespannte Situation bei diesem Thema Ausschreibung, dass Sie 10 Minuten vor 17 Uhr heute mit den Antworten kommen. Wie erwarten Sie eigentlich, dass Fraktionen sich heute, wenn um 17 Uhr auch noch eine Ausschusssitzung stattfindet, sich damit auseinandersetzen bei wesentlichen Fragen? Wir lernen von Ihren Ausführungen, dass ein Mitbieter uns schon gerügt hat. Und um 10 vor 5 erklären Sie uns, was er gerügt hat. Und das sollen wir in der Fraktion noch mal beraten. Die Wamm schüttelt mit dem Kopf, hat es wahrscheinlich noch gar nicht gelesen oder nicht per E-Mail bekommen. Das sind doch keine Entscheidungsgrundlagen bei diesen Fragen, die wir heute hier zu beantworten haben. Und es ist auch für die SPD-Fraktion nicht nachvollziehbar, wenn hier immer gepredigt wird, wir müssen miteinander kommunizieren. Das ärgert mich. Es ärgert mich, dass vorgeworfen wird, wir kommunizieren nicht. Und dann müssen wir eine neue Ausschreibung machen und dann teilt uns keiner mit, wir machen eine Ausschreibung und dann gibt es halt mal eine Präsidiumssitzung und dann liegt die Vorlage drin, bumm, und jetzt müsst ihr entscheiden.
Und dann wird noch gesagt, auch Stadtverordnete sind gebunden an Gesetz, an Verordnungen, an Ausschreibungsvoraussetzungen. Ja, ich glaube, hier gibt es 45 Leute, die verdammt viel kommunalpolitische Erfahrung und Sachverstand in Entscheidungsfindungen hier mit reinbringen. Ich glaube, das sind so Texte, die wir überhaupt nicht mehr hören können und auch nicht hören müssen. Aber Entscheidungsfreiheit, und Friedhelm Duch hat das sehr treffend dargelegt, hat auch was damit zu tun, dass man Optionen hat. Und hier werden uns ganz bewusst Optionen genommen. Jede Kleinigkeit wird anscheinend hier kommuniziert. Aber bei wesentlichen Themen unterlässt man es, mal den Fraktionen kurz eine E-Mail zu schreiben. Dauernd sitzt man in irgendwelchen Arbeitsgruppen zusammen. Ein kleiner Hinweis. Liebe Freunde, wir müssen ausschreiben. Wir nehmen dieselben Bedingungen wie das letzte Mal vor 3 Jahren. Habt ihr ein Problem damit? Was hätte es dem Magistrat gekostet, das mal zu tun? Das Ergebnis ist doch jetzt ganz klar, meine Damen und Herren. Wir kommen kein Stück weit voran. Die FDP macht einen Antrag, muss ich sagen, ist gut gemeint, ist lieb gemeint, aber letztendlich, wir müssen das Ding entscheiden und wir sind bereit, als SPD-Fraktion heute eine Entscheidung zu treffen und wir möchten es ungern an den Magistrat weitergeben, weil er ja klar eine Position eingenommen hat und die Entscheidungsgrundlage können wir nicht nachvollziehen und wir möchten keine Entscheidung auf solch fragwürdigen Entscheidungskriterien haben. Das Kind ist halt in den Brunnen gefallen und die Erwartungshaltung der SPD-Fraktion ist, dass der Magistrat endlich mal alleine das Kind wieder aus diesem Brunnen herausholt. Wir werden diese Vorlage heute nicht zustimmen. Wir lehnen sie ab. Wir haben eine klare Erwartungshaltung, wie mit Ausschreibungen umgegangen wird. Und umso schlimmer ist es, wenn wir hier zum zweiten Mal über Kinder reden, über Betreuungseinrichtungen reden, dass es schon wieder in einem Chaos endet. Das ist eine Politik, die nicht gut für die Familien ist, die nicht gut für die Kinder ist, die wir auch in dieser Form nicht unterstützen. Herr Schäfer. Frau Vorsteherin, meine Damen und Herren, ich kann den Ärger des Kollegen Mayer sehr gut nachvollziehen. Er ist voll in meinem Geiste dessen, was ich denke, hier unterwegs. Doch alleine, er hat einen entscheidenden Satz gesagt. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Und das ist das Problem. Herr Schuschko hat es ja auch schon angedeutet. Wir befinden uns hier in einem Vergabeverfahren. Ein europaweites Vergabeverfahren angesichts der Größe dessen, worüber wir hier reden, an Beträgen. Und wir haben ja auch schon festgestellt, es hat Rügen gegeben. Und die Unternehmen, die in dieser Vergabe beteiligt sind, die werden mit Sicherheit nicht nur die heutige Sitzung mit Interesse verfolgen, sie werden auch das, was bisher in dieser Angelegenheit geschehen ist, mit Interesse verfolgen. Und ich gehe davon aus, deren rechtliche Beistände haben schon kräftig geschrieben, um sich bei der Vergabekammer zu melden, weil der gesamte Vergabeprozess, über den wir hier reden, von Anfang bis Ende so viele Ansatzpunkte liefert, um letztlich gerügt zu werden, dass man sich fragen wird müssen, wie soll das ganze Ding überhaupt noch irgendwie durchlaufen? Und ob wir wirklich am 1.9. einen Zuschlag erteilt haben, wie immer auch jetzt die Entscheidung ausgeht zu dem Thema, der dann auch durch die entsprechende Vergabekammer letztlich gebilligt worden ist, da will ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran setzen. Und das ist nicht, um gleich Legenden vorbeugen zu wollen, das ist nicht die Verantwortung dieser Stadtverordnetenversammlung, egal welche Entscheidung sie heute treffen wird. Da nutzt es auch nichts und so lieb auch da der Antrag der Grünen gemeint ist, das nochmal in den Haupt- und Finanzausschuss zu geben, auch der wird keinen weiteren Erkenntnisgewinn liefern. Wir haben eine Ausschreibung, na doch, ein Erkenntnisgewinn könnte es noch geben. Es könnte den Erkenntnisgewinn geben, dass der Magistrat feststellt bei einer weiteren eingehenden Prüfung seiner Akten, dass vielleicht er noch weitere Fehler hat, die dazu führen, dass sich das Vergabeergebnis als solches ändert. Aber ich hoffe doch mal, dass das nach eingehender Prüfung der letzten Wochen und Tage jetzt nicht mehr passieren wird, dass man sich mittlerweile so halbwegs sicher ist, dass das, was der Stand jetzt auf der Tagesordnung steht, oder als Tischvorlage hier vorliegt, soweit richtig ist, dass es den Fakten entspricht. Klammer auf, die Hoffnung stürmt zuletzt, Klammer zu. Aber es ist nur ein Ergebnis.
Und im Vergaberecht kann man nicht einfach mal so rumspringen und so sagen, das Vergabeergebnis passt uns nicht, wir machen es mal ganz anders und so, das hätte man zu Beginn machen müssen. Deswegen ja auch unser Antrag, beim nächsten Mal bitte vorher über eine Vergabe zu reden, bevor man das, den Prozess anstößt und nicht erst dann, wenn alles fertig ist und wir dann gesagt bekommen, jo, das ist es, entscheide. Deswegen ja auch unser Ansatz zu sagen, der Magistrat macht, soll es doch bitte machen. Er hat es ja auch in die Wege geleitet. Wenn das keine Mehrheit findet, in Gottes Namen, dann mag das so sein. Aber wir sehen keinen Grund, das nochmal in einen Ausschuss zu geben. Wenn wir der Meinung sind, der Magistrat soll es nicht machen, dann werden wir das heute hier tranchieren müssen. Und dann wird unsere Fraktion der Vergabeentscheidung nicht zustimmen. Sie wird sie auch nicht ablehnen, weil es nicht unsere Entscheidung ist. Wir können aufgrund der, so wie es Leo Hoffmann gesagt hat, aufgrund der Erkenntnisse, die wir haben, nicht guten Gewissens dieser Entscheidung zustimmen und ihr die Hand heben. Deswegen werden wir uns an der Stelle enthalten. Und dann werden wir sehen, welches Ergebnis rauskommt an der Stelle. Und ich hoffe, dass es für alle eine Lehre, die an solchen Themen arbeiten, Stadtverordnete sicherlich auch, aber vor allen Dingen auch erstmal Magistrat, dass sie ihre Arbeit so organisieren, dass solche Fehler und solch ein Durcheinander künftig nicht mehr passiert. Vielen Dank. Herr Fischer. Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, selten, glaube ich, stimmen die Fraktionen inhaltlich bewertend einer Vorlage überein wie dieses Mal. Und das, denke ich, ist auch ein Zeichen dafür, dass unsere Bewertungen, die hier vorgenommen worden sind, ich sag mal, ein Stück Wahrheit enthalten. Und ich glaube, der Magistrat ist gut beraten, wenn er für die Zukunft, und das hatte mein Vorredner, der Thomas, schon ausgeführt, ist gut beraten, der Magistrat, wenn er sich das für die Zukunft hinter die Löffel schreibt. Über das Wie der Ausschreibung ist hier schon reichlich ausgeführt worden und ich kann alles das, was meine Vorrednerinnen und Vorredner hier schon ausgeführt haben, unterstreichen. Ich möchte vielleicht noch ausführen, wo das Problem eigentlich entstanden ist. Das Problem ist entstanden, indem der Magistrat es nicht geschafft hat, ihre Vorlage ausreichend zu begründen, zu erklären und auf Nachfragen zu antworten. Wer die zwei Ausschusssitzungen, und dabei rede ich vom Sozialausschuss am Dienstag letzte Woche und am Mittwoch den Haupt- und Finanzausschuss besucht hat, teilgenommen hat, der wird festgestellt haben, dass der Magistrat in einer sehr unbegründeten, schlecht nachvollziehbaren Argumentation versucht hat, eine Vorlage zu begründen, die er entweder vorher nicht richtig durchgelesen oder durchgearbeitet hat, die er vorher gar nicht bedacht hat, dass die Stadtverordneten vielleicht manchmal selber ein Hirn haben, um darüber nachzudenken und auch eine eigene Meinung haben. Es war schlicht und einfach eine Katastrophe. So will ich das an dieser Stelle mal besagen. Darüber hinaus, und das kommt erschwerend hinzu, kommt, dass die Vorlage hier eine zeitliche Befristung hat, weil am 1.8. soll es umgesetzt sein, am 1.8. stehen Verträge an und jetzt brennt hier richtig die Hütte, weil der Magistrat feststellen muss, dass die Stadtverordnetenversammlung kluge Ideen hat, die vorher wahrscheinlich keiner drüber nachgedacht hat und auch nicht in der entsprechenden Form begründet worden sind und vielleicht auch noch nicht mal abgesprochen wurden. Auf die Frage hin, welches eigentlich der Plan B ist, und das haben wir am Dienstag schon gemacht in der Ausschusssitzung, welches der Plan B ist, wenn es denn zu keiner Beschlussfassung kommt, gab es lediglich die Antwort, Plan B gibt es nicht, ihr müsst beschließen, Punkt. Und das wurde hier schon ausgeführt, ihr habt euch an Recht und Gesetz zu halten, also beschließt das Ding und Thema durch. Aber da hat der Magistrat leider die Rechnung nicht mit der Stadtverordnetenversammlung gemacht, denn wie wir hier schon festgestellt haben, muss sich der Magistrat einen Plan B vielleicht doch überlegen. Ich habe mich mal mit Kolleginnen und Kollegen auseinandergesetzt und habe mir die Frage gestellt, wie ist denn der Plan B, was macht denn ein Magistrat, wenn er die Beschlussfassung nicht bekommt? Das kann ja verschiedene Ursachen haben.
Was hätte man denn gemacht, wenn wir heute in der Stadtverordnetenversammlung vielleicht die Beschlussfähigkeit nicht gehabt hätten? Oder wenn wir vielleicht aufgrund der Tagesordnung den Punkt gar nicht zur Beratung abgeschlossen hätten? Was wäre denn dann? Und die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Und ich staune, dass das der Magistrat nicht auf den Griff gekriegt hat. Die Frage ist ganz einfach, denn der Magistrat hat sicherzustellen, dass die Kinder versorgt werden. Und das muss gemacht werden. Also gibt es eine Interimslösung, gibt es also eine Lösung dahingehend, dass ein Anbieter gesucht wird, der für einen kurzen Zeitraum, für einen überschaubaren Zeitraum ein Angebot sicherstellen muss, die Kinder in der entsprechenden Kitas mit Essen zu versorgen. Und glauben Sie mir, das wissen Sie genauso wie ich und das weiß auch der Magistrat, wenn man dieses Angebot sucht, dann wird man zumindest eins feststellen, dass dies erheblich teurer ist als bei einem Anbieter, der sich über einen überschaubaren Zeitraum, 1-2 Jahre oder mehr, auf eine Kinderversorgung einrichten kann. Das heißt, im Umkehrschluss, es wird schlicht und einfach teurer für die Stadt Maintal. Und zwar erheblich teurer. Zweitens, es gibt noch einen zweiten Punkt, nämlich, und das wurde hier schon vom Thomas Schäfer angesprochen, die Umsetzung der Ausschreibung könnte eventuell nicht stattfinden. Die Umsetzung der Ausschreibung, das bedeutet wiederum für diejenigen, die sich an der Ausschreibung beteiligt haben, dass die ihre Juristen in die Gänge schicken, die dann prüfen, oh, können wir vielleicht noch ein bisschen Geld rausziehen. Das heißt, im Umkehrschluss, der Stadt Maintal kommen hier Kosten in nicht bekannter Höhe auf sie zu. Weil vielleicht irgendeine Vergaberechtskammer in weiß ich nicht wie vielen Jahren festgestellt hat, ja, man hätte damals aber so und so und das bedeutet jetzt entsprechend Geld für die Stadt Maintal. Und das war letztendlich der Schluss, weshalb wir in der CDU-Fraktion gesagt haben, jetzt haben wir genau die zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen hier zu der Vorlage nein, weil wir inhaltlich mit Ihnen, wie gesagt, absolut übereinstimmen. Oder, und damit bin ich gleich fertig, oder wir stimmen dieser Vorlage zu, zähneknirschend, Faust in der Tasche, aber sehen zu, dass uns das nicht wieder passiert. Und letztendlich sind wir genau zu dieser Entscheidung gekommen, werden die Vorlage zustimmen. Wie ich schon gehört habe, wird es nicht reichen. Aber wir sehen die Gefahr einfach da, dass der Stadt Maintal zu viele Kosten entstehen, die wir hier überhaupt noch gar nicht abschätzen können. Und das wiederum wollen wir eben nicht. Vielen Dank. Herr König. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Stadtvorsteher, ich gehe jetzt nicht auf diese, wie wir das jetzt hier handeln. Ja, das denke ich, das kommt dann auch auf das Abstimmungsverhältnis an. Ich gehe darauf ein, doch nochmal auf einige Inhalte der Ausschreibung. Vor dem Hintergrund, als Ernährungsreferent der Verbraucherzentrale Hessen war ich direkt bei der Erstellung dieser DGE-Qualitätskriterien mit beteiligt, also als Kritiker. Ja, die Verbraucherzentralen waren ja Kritiker, die Ernährung nur so zu sehen nach Eiweiß, Fett, Kohlenhydrat und so weiter, sondern man muss auch den gesellschaftlichen Zusammenhang sehen. Ja, also unter welchen Bedingungen werden Lebensmittel produziert beispielsweise und welche gesellschaftliche Bedeutung haben sie, welche gesundheitliche Bedeutung. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir auch nochmal diesen Ausschreibungstext angeschaut. Ein, zwei Punkte, die ich nennen wollte, sind schon genannt worden, die brauche ich nicht mehr nochmal wiederholen, dass im Text steht, dass großem Wert auf ökologische und regionale Lebensmittel, hat glaube ich Herr Schuschkow gesagt, gewährt und nachher ist die Bewertung gar nicht, also wird das gar nicht bewertet, wenn ein Anbieter das tatsächlich anbietet. Oder an mehreren Stellen ist gefordert, diese DGE-Qualitätskriterien einzuhalten. Es ist auch nochmal ein eigener Text entwickelt worden mit 16 Punkten, die das in der Anlage 1 war das, glaube ich, der Ausschreibung, die quasi nochmal einen gewissen Quintessenz aus den DGE-Qualitätskriterien rausziehen, was gar nicht notwendig ist, weil ich setze ja die DGE-Qualitätskriterien für Kindertagesstätten als Voraussetzung an. Ja. Und dort ist das alles sehr genau beschrieben. Also wenn wir und diese Kriterien oder diese DGE-Qualität, die Einhaltung,
Da sagt natürlich jedes Unternehmen, ja, halt mal ein. Aber der Punkt doch ist doch, welche Qualitätssicherung machen diese Unternehmen? Ja, nehmen die an einem Zertifizierungssystem teil? Tun die selber ihre Qualität untersuchen? Oder haben sie zertifizierte Speisepläne über 20 oder 40 Tage, die schon quasi mit den Mengen, die eingesetzt werden, vorher abgeprüft wurden? Sowas hätte da abgeprüft werden müssen, ja, und nicht Kreuzchen, und dann gar keine Erfüllungsmöglichkeit für diese Punkte. Also ich mache das jetzt ein bisschen ausführlich, weil wir alle, glaube ich, ein bisschen lernen wollen bei dieser Geschichte. Und wenn man dann noch sieht, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, auf der letzten Seite tatsächlich einen Vorschlag für ein Leistungsverzeichnis gegeben hat. Letzte Seite in den DGE-Qualitätskriterien. Ich auch noch mal ausführen. Und da was zwingend in einer Leistungsbeschreibung, sprich Ausschreibung, enthalten sein muss, dann ist es unter anderem, das sind viele Punkte, aber unter anderem der Umfang des Einsatzes von Lebensmitteln aus ökologischem Anbau. Und der muss dann natürlich auch bewertet werden. Die Stadt Frankfurt hat, soweit ich weiß, 20% Öko und 30% regional. Ja, tun Sie mich nicht genau auf diese Prozentsätze festnageln, aber so in der Richtung läuft das da. Dann dann wird eben deutlich gemacht, es muss auch enthalten sein in einer solchen Ausschreibung, wie werden diese Qualitätskriterien erfüllt. Ja, und da, ich habe die Möglichkeiten genannt, die gemacht werden. Es sind zum Beispiel auch Anforderungen in den DGE-Qualitäten zu fair gehandelten Lebensmitteln. Das war auch das ist eine Anforderung, die gestellt werden kann als Kriterien, um nachher die Essen zu bewerten. Also ich persönlich muss ich sagen, ich kann abgesehen von der gesamten Verteilung 50% Preis, 30% Standortnähe der Kindestage und 20%, also diese Verteilung ist für mich überhaupt nicht, jetzt aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, überhaupt nicht nachvollziehbar. Insbesondere wenn man bei dem Punkt 2 Standortnähe zu den Kindertageseinrichtungen, wo ja dahinter steckt, ja vielleicht je kürzer der Weg, desto besser das Essen, mitnichten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, maximal 3 Stunden warm halten und am Ende dieser Zeit muss immer noch eine Temperatur von 65 Grad im Essen sein. Das heißt, da ist der Weg sozusagen indirekt mit eingerechnet. Wenn ich ewig lang transportiere und schlechte Kühlmöglichkeiten, schlechte Warmhaltemöglichkeiten habe, dann habe ich eben schon nach 2 Stunden 65 Grad erreicht und weniger. Also die Absurdität dieser Bewertung kann ich nicht, oder die Realität, sage ich mal, dieser Bewertungserstellung kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und kann deshalb auch der Magistratsvorlage nicht zustimmen. Vielen Dank. Herr Doch. Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, ich möchte noch mal ganz kurz noch mal eindringlich für unseren Vorschlag werben, das Ganze in HVA zu verschieben. Thomas Schäfer hat gesagt, ja, da gibt es keinen Erkenntnisgewinn mehr. Das kann sein, aber vielleicht etwas Überzeugungsgewinn. Denn wenn uns vielleicht ein Vertreter der Vergabekammer und wenn uns vielleicht ein Fachanwalt, der sich mit Vergaberecht wirklich auskennt, überzeugend darlegen kann, dass wir diese Vorlage beschließen müssen, weil wir sonst der Stadt Maintal Schaden zufügen, oder aber diese Vorlage ablehnen können, ohne der Stadt Maintal Schaden zuzufügen, dann wäre das vielleicht schon eine Hilfe, hier zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen. Ich will auf das alles nicht mehr eingehen. Das Ganze hier hat sich zu einer mittelschweren Katastrophe ausgewachsen. Unsere Erfahrungen in diesem Bereich, die sind insofern etwas niederschmetternd, weil wir eigentlich alle dachten, das sei genau erstmal ein Bereich, wo wir uns von vornherein auch bei allen vielleicht, wo sich dieser oder jener was anderes mal gewünscht hätte, wo man jeder gedacht hat, ja, da an dieser Stelle ist Frau Böttcher mit Sicherheit eine gute Bürgermeisterin für Maintal und genau an dieser Stelle haben wir immer wieder Probleme. Ich erinnere mich noch, wie ich mal zum Beginn ihrer Amtszeit Frau Böttcher gefragt habe, ob die noch von
Bürgermeister Rohrbach verhängte, ich sage das mal, Eingangssperre für die Stadtverordneten in den Maintaler Kitas weiter Bestand haben soll. Und die Antwort war damals ja, mit der Begründung, das sei aus Gründen der Transparenz nötig, weil transparent ist, wenn keiner was weiß. Das war schon exklusiv. Und die Haltung, dass das hier eine gute Ausschreibung ist, ich weiß nicht, wer das vertritt, aber der hatte auch eine sehr exklusive Haltung dazu. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Der Magistrat. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben diesen Tagesordnungspunkt eifrig genutzt, um jede Menge Schimpf und Schande über den Magistrat zu verteilen und auch gegenüber meiner Person. Ich möchte Ihnen trotzdem noch mal darlegen, warum wir diese Ausschreibung so gemacht haben und warum diese Punkte, wie Sie sie vortragen, nicht zutreffen. Wir haben diese Ausschreibung deshalb so vorgenommen, weil wir bei der letzten Ausschreibung mit dem aktuellen Anbieter, den wir haben und mit dem alle zufrieden sind, den man aber damals auch nicht haben wollte, Klammer auf, Klammer zu, haben wir die Ausschreibung genau in dieser Weise übernommen. Alle Kriterien, wie sie beim letzten Mal der Fall waren, weil wir zufrieden gewesen sind, weil wir gute Erfahrungen gemacht haben und weil wir genau das wiederholen wollten. Das ist der Ansatzpunkt gewesen. Natürlich nehmen wir gerne Ihre Anregung mit auf, dass Sie bei der nächsten Ausschreibung im Vorfeld mit einbezogen werden und sagen, gut, das waren die Kriterien von vor 3 Jahren, wir möchten in der Zwischenzeit andere Kriterien oder wir möchten sie anders gewichten. Können wir darüber reden? Das ist überhaupt kein Problem, wir machen wir das miteinander. Nur ich möchte dieser Darstellung entgegentreten, dass es sozusagen ein Alleingang des Magistrats gewesen wäre. Sie wären nicht beteiligt worden. Alles das, wir haben einfach aus der Erfahrung, wie wir es gemacht haben beim letzten Mal und wie wir sehr, sehr gut damit gefahren sind, die haben wir wiederholt. Und noch ein Punkt, der hier von verschiedener Stelle immer wieder falsch wiederholt wird. Die Qualitätskriterien sind verbindliche Kriterien für alle gewesen. Das steht auch auf der Seite oben drüber. Und dazu gehören die DGE-Richtlinien zum Beispiel und viele andere auch, die uns wichtig waren und die ich jetzt nicht nochmal aufzähle. Das, was Sie kritisieren an Qualität, betraf lediglich das Probeessen. Das Probeessen, wie ich schon sagte, ist eine subjektive Meinung von einem Kreis, der das zusätzlich sozusagen überprüft hat, diese Kriterien. Und das ist auch nicht irgendwie willkürlich entstanden, sondern das basierte zum Beispiel auf Kriterien wie Geschmack, Aussehen des Essens, Temperatur, Menge, Konsistenz und Geruch. Danach wurde dieses Probeessen ausgewählt. Dann auch noch mal zu dem Punkt, dass das ganze Vergabeverfahren handwerklich falsch, ich weiß nicht, was noch alles gefallen ist. Wir haben eine zentrale Vergabestelle im Haus und wir haben auch, wie gesagt, zu der Berufsbezeichnung nehme ich hier keine Stellung, aber auf jeden Fall ist sie die dafür zuständige Mitarbeiterin in meinem Kinzig-Kreis. Und deswegen finde ich es auch unangemessen, hier die Qualifikationen anzuzweifeln. Dem Magistrat zu sagen, wir würden handwerkliche Fehler machen und das sei alles ein Murks, diese ganze Ausschreibung, das weise ich hiermit zurück. Das ist nicht so. Wir haben eine zentrale Vergabestelle, wir haben auch die ganzen Punkte nochmal durchgerechnet, das ist nicht so. Wie gesagt, wir können beim nächsten Mal gerne in einen dialogischen Prozess vorher eintreten, in dem Sie sagen, Sie haben die und die Vorstellungen, wie die Kriterien aussehen könnten. Aber jetzt dem Magistrat zu unterstellen, wir hätten A, Murks gemacht und wir würden B, die Kinder mit einem schlechten Essen konfrontieren, das kann absolut so nicht stehen bleiben. Und wenn Sie einen Blick auf die Internetseite des Unternehmens werfen, das ist ein Unternehmen, ein bundesweit tätiger Familienbetrieb,
der seit über 60 Jahren im Bereich Verpflegung von Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kitas, Schulen und Betriebskantinen engagiert ist, der einen Nachhaltigkeitspreis erhalten hat, mehrere sogar, der nach verschiedenen Zertifizierungen arbeitet, ob das DIN, ESO, EN, ich erspare Ihnen die weiteren Abkürzungen, Halal-Richtlinien, Ökostandards, eine weitere Initiative, die das Unternehmen unterzeichnet hat, ist die Initiative United Nations Global Compact. Das ist die weltweit größte Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Damit unterzeichnen sich die Unterzeichner, dass sie sich im Bereich Menschenrechte, Arbeitsschutz, Umwelt und Korruptionsbekämpfung internationalen Richtlinien fordern. Also das kann hier nicht so stehen bleiben, dass der Magistrat eine Empfehlung abgibt, die zum Schaden der Kinder hier ist in Maintal. Dem ist nicht so. Wie gesagt, Ihre Kritik nehmen wir auf im Sinne von vorher mit einbeziehen in die Zusammenstellung der Kriterien. Aber mit Verlaub, jetzt zu sagen, wir hätten einen Anbieter ausgewählt, der wirklich dazu führt, dass Kinder dieses Essen nicht essen können, also das halte ich wirklich für deplatziert und erlauben Sie es mir einfach auch im Anbetracht der Landtagswahl, die wir haben, auch für etwas Wahlkampfgeplänkel. Frau Vogel. Frau Stadtverordnete, Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Böttcher, den Beitrag fand ich jetzt, sage ich Ihnen mal, den Sie eben gebracht haben, nicht besonders gut. Es ging los damit, dass Sie sagen, Angriffe gegen Ihre Person. Ich glaube, also meine Fraktion und auch die anderen Fraktionen haben, glaube ich, nicht Ihre Person angegriffen, sondern Sie sind die zuständige Dezernentin für diesen Fachbereich. Das ist ein Unterschied. Für mich ist das ein Unterschied, ob ich einen Menschen als Person angreife oder ob ich Kritik habe in der Funktion, die er oder sie vertritt. Und Sie sind die zuständige Dezernentin, unsere Ansprechpartnerin. Jetzt mal den letzten Teil weglasse. Ich will noch mal eingehen auf die Art und Weise, der Herr Fischer hat es gesagt. Also diese Ausschusswoche, die hat nicht dazu beigetragen, dass Klarheit in die Thematik gekommen ist. Weder im Sozialausschuss, noch, was ich mir habe erzählen lassen, im Haupt- und Finanzausschuss. Da konnten Zahlen nicht erklärt werden. Da muss wohl im Haupt- und Finanzausschuss was anderes gesagt worden sein. Dann ist eine neue Vorlage gekommen. Dann hatten wir Fraktionssitzungen. Da ist mir der Herr Duchball ausgerastet, weil er gesagt hat, jetzt wird die Vorlage gerade wieder zurückgezogen, bis hin zu der Tatsache, dass es auch nicht besonders geschickt ist, wenn heute Abend um 17 Uhr die Mail erst dazu kommt. Darum geht es. Und es geht nicht um Ihre Person. Es geht um die Art und Weise, wie man hier, und das ich kann es auch nachvollziehen, weil man so das Gefühl hat, also mir ging es selbst so, dass ich gedacht habe, ja, was stimmt denn jetzt? Also am Ende denkt man, bin ich jetzt blöd, kann ich nicht mehr rechnen und so. Und es konnte uns nicht schlüssig erklärt werden. Und darauf bezieht sich, da muss ich jetzt mal hier nochmal sagen, darauf bezieht sich das, was wir hier diskutieren. Ich weiß im Moment auch keine Lösung, außer die der Herr Duch angeboten hat. Es ist eine hohe Unzufriedenheit bei allen Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir diese Karre aus dem Dreck fahren. Aber das ist das Dilemma, vor dem wir stehen. Und nochmal was jetzt am Schluss. Das hat überhaupt nichts mit Landtagswahlkampf zu tun. Der Punkt hier, finde ich, hatte nichts mit Landtagswahlkampf zu tun. Und es ist auch nicht sinnvoll gewesen, das gebe ich Ihnen mal mit, jetzt noch einen Werbeblock für die Firma, für den Anbieter A zu bringen. Das fand ich jetzt auch nicht besonders glücklich. Wenn Sie dann noch sagen, Internet, das ist eine große Firma, dass die einen guten Auftritt hat im Internet, ist ja wohl logisch. Aber das dann jetzt in die Diskussion zu bringen, ist nicht besonders geschickt.
Herr Fischer. Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will es kurz machen, weil Frau Vogel hat das im Prinzip schon richtigerweise ausgeführt. Frau Böttcher, es geht überhaupt nicht um einen persönlichen Angriff. Das weise ich insofern auch zurück. Ich glaube nicht, dass das jemand hier vorhatte und ich kann mich auch nicht daran erinnern, weder in meinem eigenen Wortbeitrag noch in denen von den meinen Kolleginnen und Kollegen, dass dies jemand zum Ausdruck gebracht hat. Sie sind natürlich verantwortlich für das, was da passiert. Und da kommen wir gleich zu dem, was Sie ausgeführt haben. Wenn Sie sagen, Sie nehmen die Ausschreibung wie von vor 3 Jahren, dann müssen wir uns erstens mal vorstellen, vor 3 Jahren waren Sie noch nicht im Amt. Das heißt, Sie haben was übernommen, was jemand anderes gemacht hat. Und spätestens da würde ich, wenn ich was übernehme, was ein Vorgänger gemacht hat, da würde ich mich aber peinlich genau einarbeiten und muss mich darauf vorbereiten, dass jede Frage entsprechend beantwortet wird. Und wenn denn die Ausschreibung genauso übernommen wurde wie von vor 3 Jahren, dann verstehe ich nicht, warum so unvorbereitet in den 2 Ausschüssen. Dann müsste man doch fit sein in den Antworten, die da kommen. Dann muss man das halt mal in seinem Team, was dort entsprechend zuarbeitet, dann muss man das dort halt mal beratschlagen und muss sagen, Freunde, wie ist das gemeint so und so? Wie kommt es da hinzu? Und da komme ich zum zweiten Punkt. Es fällt mir schwer, die Stelle aufzuzeigen, an der sich beispielsweise die DEG-Kriterien, da gibt es eine Vorlage, die ist mit dabei, das sind 54 Seiten wohlgemerkt, 54 Seiten über Kriterien, wie ein Mittagessen in der Kita auszusehen hat, wie diese in die Vorlage einfließen. Jetzt könnte ich ja gemein sein, könnte sagen, so, ich bitte die Schriftführung, genau den Punkt aufzurufen, wo diese DGE-Kriterien in unsere Beschlussfassung entsprechend eingearbeitet sind. Entschuldigung, brauchen Sie nicht suchen, ist nicht drin. Ja? Im Gegenteil, wenn wir mal uns ein Blatt aufrufen, und das würde ich Sie mal bitten, und zwar Auswertung, Ausschreibung, Kita-Essen neu eingestellt, 15.06. Da könnte man ja vielleicht noch meinen, dass das da drinnen draus hervorgeht. Und was sehen Sie? Kreuzchen. Kreuzchen, das ist alles. Und damit sollen wir was anfangen? Das funktioniert nicht. Und das ist das, was hier in dieser Stadtverordnetenversammlung gemeint ist. Damit können wir nichts anfangen. Das muss doch mal erklärt werden. Und ich verstehe nicht, dass man da gleich so auf Nummer 100 geht. Egal, Frau Vogel hat es richtig gesagt, wir müssen die Karre hier aus dem Dreck kriegen. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, wir können uns darüber trefflich streiten, wie wir das in Zukunft machen. Da bin ich absolut bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wenn wir das Ding nicht heute beschließen oder vielleicht so rechtzeitig beschließen, dass am 1.8. die Kinderbetreuung sichergestellt ist, dann müssen wir jetzt hier der Sache zustimmen, ob uns gefällt oder nicht, damit wir hier zu einem Fakt kommen. Ich hatte der Frau Vorsitzende schon vorhin einen Zettel gegeben, dass wir vor der Abstimmung, ich weiß nicht, ob es noch Redebeiträge gibt, das sehe ich bei dem Herrn Siegmund, dass wir vor der Abstimmung noch eine Sitzungsunterbrechung machen, um uns da entsprechend abzustimmen. Ich glaube, das war auch der Ansinnen der SPD. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, der Anträge liegen mir jetzt reichlich vor, aber wir haben trotzdem noch ein paar auf der Rednerliste stehen. Zunächst hat der Herr Schuschko das Wort. Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ups, das Mikro abgestürzt. Es hat auch keine Lust mehr. Wie schon gesagt wurde, da oben steht Entscheidung. Und man kann jetzt der Meinung sein, ich gebe den Stadtverordneten irgendwas vor, das lesen die eh nicht, und dann entscheiden sie, wie ich ihnen gesagt habe, dass sie entscheiden sollen. Es klappt vielleicht manchmal, also ich kann nur sagen, bei uns in der WAM klappt es nicht. Da kann ich nicht mal den Mitgliedern als Fraktionsvorsitzender sagen, wie sie entscheiden sollen, die haben nämlich alle ihren eigenen Kopf. Was dazu führt, dass wir in der Sitzung natürlich diese Unterlagen uns durchgelesen haben oder vorher durchgelesen haben und dann drüber reden und dann sagen, wieso soll ich denn so entscheiden? Was sind denn die Kriterien? Und wenn man dann sowas Schönes hat, wie diese Vorlage, also wo schwarz auf schwarz kopiert ist, die Zahlen, dann freut man sich einfach in dieser Sitzung, also in dieser Fraktionssitzung, sagt, oh, schön, ich habe hier eine Vorlage. Wir haben hier jetzt von der Frau Bürgermeisterin gehört, wir haben hohe europäische, weltweite Standards, nach denen das alles gemacht wird.
Ich würde mir doch bloß einen Standard bei der Stadt Maintal wünschen, dass man seine Unterlagen lesen kann. Und dann frage ich mich natürlich, wer hat da vorher mal reingeguckt? Gibt es irgendjemanden, der das hier durchliest, was uns hier gegeben wird? Der mal reinguckt, ist es schwarz auf schwarz kopiert, ist es lesbar? Also das ist so der Mindeststandard, den ich halt erwarte. Es ist, ich meine, ich mache es ja auch beruflich und dann guckt man natürlich, bevor ich einen Fax losschicke oder eine Kopie mache, kann ich die nachher auch lesen. Bei mir freut sich immer das Gericht, wenn ich denen 15 schwarze Seiten schicke. Dann sagen, was willst du von mir? Und dann sage ich, ich weiß es auch nicht. Also das sollte vermieden werden. Und daher, das wäre so der Grundstandard, den ich mir hier wünschen würde. Zu den Standards. Also hatten wir diese Schwarz-auf-Schwarz-Kopien und konnten dann uns dank eines Mitglieds, das das im Internet, also als elektronische Datei hatte, konnten wir uns dann die Zahlen daneben schreiben, die da schwarz auf schwarz kopiert werden, damit wir sie wenigstens wissen konnten. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben das zusammengerechnet. Und siehe da, es stimmt nicht, was da unten drunter steht. Es sind völlig andere Zahlen, wenn man es zusammenrechnet. Also einen einfachen Rechenschieber nehmen und es zusammenrechnet. Heutzutage macht man das meistens mit der Excel-Datei. Ich weiß nicht, wer es hier gemacht hat. Also vielleicht Fingerrechnen oder ich habe keine Ahnung oder Tippfehler. Also, und so eine Vorlage kriegt man dann und soll man entscheiden über so wichtige Punkte. Und dann sitzt man da und geht in den Ausschuss und dann stellt man Fragen und im Ausschuss, oh, hups, haben wir noch gar nicht gesehen. Also da frage ich mich wirklich, sorry, es geht hier um einen Millionenbetrag. Müssen wir mit sowas zurechtkommen als Stadtverordnete? Und mein Problem oder das Problem meiner Fraktion ist im Moment, wir haben keine Grundlage für eine Entscheidung. Wir könnten sagen, wir entscheiden heute, um Schaden abzuwenden. Aber das weiß ich ja noch nicht mal. Und da, wir werden es in der Fraktion noch besprechen. Wir haben auch einen Antrag gestellt auf Sitzungsunterbrechung, damit wir es nochmal besprechen können, den Antrag von den Grünen, von Herrn Duch. Aber allein die Frage, wir haben noch so viele Fragen. Von daher würde ich jetzt persönlich sagen, für mich, ich möchte auch noch eine Sondersitzung und möchte da auch Fachkompetenz beiziehen, möchte da Fragen stellen. Weil meine Frage ganz vom Anfang, die ist hier nicht beantwortet worden bisher. Wie fließt denn die Entfernung ein? Ist das die Entfernung zum Rathaus? Ist das die Entfernung zu einzelnen Kitas? Ist das die Entfernung? Also ich habe mir heute wirklich überlegt, ob ich mal eine Zwischensumme, einen Mittelpunkt der Maintaler Kitas bilde. Aber es war mir dann ehrlich gesagt zu schwierig. Aber vielleicht hat derjenige, der die Auswertung gemacht hat, es ja getan, hat alle Maintaler Kitas genommen und hat den geologischen Mittelpunkt gefunden, um dann zu dem Ergebnis zu kommen. Ja, es ist das Rathaus, ja. Aber dann stimmt der Text in der Ausschreibung nicht, wenn es Rathaus ist. Ne? Weil dann ist das nicht die Entfernung zu den Maintaler Kitas, weil im Rathaus ist noch keine, so viel ich jedenfalls weiß, aber vielleicht irre ich mich da auch. Und es wurde irgendwann mal schwarz auf schwarz uns vorgelegt, dass da eins eingerichtet wird und es ist an mir vorbeigegangen. Also, meine Damen und Herren, ich mache es mal ein bisschen humoristisch, aber anders kommt man damit auch nicht zur Sache, weil wir machen das in unserer Freizeit. Wir sitzen abends zusammen und lesen Unterlagen, mit denen wir nichts anfangen können. Also bitte, lieber Magistrat, das ist einfach ganz unterste Schublade von Technik, dass man sowas kriegt. Und es ist ja nicht das erste Mal. Ich bin jetzt schon Jahrzehnte fast Stadtverordneter und ich sage es immer wieder, Unterlagen, die zu klein kopiert sind, wo man nicht mal mehr mit einer Lupe was liest, Unterlagen, die schwarz auf schwarz kopiert sind. Leute, damit können wir doch nichts anfangen. Macht uns und euch doch die Arbeit nicht so schwer. Gebt uns Unterlagen, mit denen wir was anfangen können und dann können wir wenigstens sagen, wir haben hier eine Entscheidung getroffen und aus welchem Grund auch immer, aber die können wir nachvollziehen und die können wir vertreten. Im Moment könnte ich keine Entscheidung vertreten. Das ist mein Problem und ich komme gleich zum Ende. Noch ein Satz. Die Sachen, die Frau Böttcher hier vorgebracht hat, dass sie als Person angegriffen wurde, dass wir hier einen Anbieter vorwerfen, nicht essbares Essen an die Kitas zu liefern, dass wir für einen Anbieter eingenommen sind und den anderen rauskicken wollen, das also habe ich heute hier nicht gehört. Mir fehlt einfach die Entscheidung zu sagen, welchen Anbieter nehme ich im Moment. Vielen Dank. Herr Siegmund. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,
Sehr geehrte Damen und Herren, ich war bei den Ausschusssitzungen nicht zugegen. Ich habe mir die Unterlagen punktuell angeguckt, habe sie auch nicht verstanden, gerade die eine Tabelle, die da war, habe den Aussagewert nicht verstanden. Aber das will ich jetzt gar nicht betonen. Es ist für mich enttäuschend, dass der Magistrat, dass die Frau Bürgermeisterin keinen anderen Reflex hat, als die berechtigten Anliegen der Stadtverordnetenversammlung hier mit persönlichen Angriffen abzutun und das auf den Landtagswahlkampf, der irgendwann bevorsteht, zu schieben. Dies ist nicht lösungsorientiert. Wenn wir hier schon durch Intransparenz, vielleicht nicht ganz in dem Sinn, wie das vorhin hier aufkam, in eine Situation gebracht werden, wo wir nicht wissen, auf welcher Basis wir was entscheiden sollen, dann müssen wir nach vorne blicken. Das will ich tun. Herr Fischer hat das angedeutet. Wir von der CDU-Fraktion werden nochmal eine 10-minütige Sitzungsunterbrechung beantragen, weil wir ziemlich ratlos da dumm rumsitzen und gar nicht wissen, was wir jetzt entscheiden. Deshalb erwarte ich vom Magistrat, bevor wir die Sitzungsunterbrechung haben, Antworten auf folgende Fragen. Wie sind die Konsequenzen, wenn wir heute nicht entscheiden? Wann ist der letzte Zeitpunkt, wann wir entscheiden müssen? Was ist, wenn wir heute nicht entscheiden, welche Kosten entstehen? Wenn wir heute nicht entscheiden, muss der Magistrat dann dennoch nach dem Vergaberecht vergeben, also entscheiden? Wenn wir nicht zustimmen, kann dann der Anbieter nicht mit der Vergabe des Essens betraut werden? Müssen wir dann den entgangenen Gewinn ausgleichen? Entstehen also hier diese Kosten? Wie hoch sind die? Ist der Magistrat schadensersatzpflichtig? Und wenn ja, können wir den Magistrat in Regress nehmen? Danke. Bevor ich die Sitzung unterbreche, frage ich, ob es weitere Wortmeldungen gibt. Das ist nicht der Fall. Herr Wolf. Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Siegmund, auf Ihre Frage hat uns auch gerade eben bewegt. Nach unserer Auffassung, wenn da entsprechend ein Schaden für die Stadt Maintal entsteht, hat der Magistrat ja die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Das wäre unsere Auffassung. Danke. Ich frage erneut nach Wortmeldungen. Das ist nicht der Fall. Herr Mayer, ich weiß, ich wollte jetzt gerade gegenüber Herrn Siegmund mein Bedauern ausdrücken, dass der Magistrat dies offensichtlich nicht tun möchte. Ich kann den Magistrat nicht zu einer Wortmeldung zwingen, es erfolgt keine. Von daher unterbreche ich jetzt hier an dieser Stelle die Sitzung für 10 Minuten und jeder kann sicherlich seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Bevor wir in die Abstimmung kommen, frage ich noch ein letztes Mal nach Wortmeldungen. Wird das Wort gewünscht? Herr Mayer. Ja, Frau Vorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt hatten wir eine 10-15-minütige Sitzungsunterbrechung, dass man vielleicht auch noch mal die Position der Fraktion nach dieser Unterbrechung darlegt. Wir haben als SPD-Fraktion noch mal die Änderungsanträge von FDP und Grünen diskutiert und wir kommen zu dem Ergebnis, dass wir bei unserer Position bleiben, dass wir dieser Vorlage heute nicht unsere Zustimmung geben werden. Unter anderem ein Redebeitrag hat uns auf diesen Weg gebracht, das war der von dem
Kollegen Hartmut König von Bündnis 90 Die Grünen, der aufgrund seiner beruflichen Hintergrundwissen doch mal sehr dargelegt hat, was in so eine Ausschreibung eigentlich rein sollte und wo die Fehler drin sind. Da haben wir uns in unserer Annahme auch noch mal aufgrund seiner Expertise bestätigt gefühlt. Meine Damen und Herren, das war eine bemerkenswerte Diskussion, die wir geführt haben. Und sehr bemerkenswert fand ich die Reaktion auf die Anfrage des Kollegen Siegmund von der CDU, dass es keine Antwort gab. Wertschätzung für die ehrenamtliche Politik, für das Ehrenamt in der Stadt Maintal sieht anders aus. Frau Vogel. Ich hatte Sie aufgerufen, Frau Vogel, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, mir als Person und uns als Fraktion geht es wie vielen in diesem Parlament, dass wir vor einem Dilemma stehen. Ich möchte aber trotzdem noch mal versuchen, für unseren Antrag zu werben. Ich möchte es deshalb versuchen und ich finde, wir dürfen auch die verschiedenen Ebenen also nicht durcheinander werfen. Das eine ist die Ausschreibung, wo der Hartmut König zum Beispiel gesagt hat, was alles nicht drin steht, was wir drin haben wollen. Das ist die Ausschreibung. Das ist der eine Teil. Die Ausschreibung ist passiert, da kann man jetzt mal sehr realistisch sagen und es dem Magistrat mit auf den Weg geben, zu sagen, bei einer nächsten Ausschreibung etwas vorsichtiger zu sein und uns einzubeziehen und nach Kriterien zu überlegen. Das ist eine Baustelle. Die andere Baustelle ist das Ergebnis der Ausschreibung. Und das war Gegenstand der Diskussion in den Ausschüssen. Und das war nicht besonders zielführend, weil wir hier mit unterschiedlichen Zahlenmaterialien, ich sage jetzt mal ein böses Wort, bombardiert worden sind, die dann wieder zurückgenommen wurden, wo Sachen nicht erklärt werden konnten, wo es eigentlich immer mehr zur Verwirrung denn zur Klärung beitrug. Aber das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Ausschreibung an sich und das andere ist das Ergebnis dieser Ausschreibung. Und das dürfen wir in unserer Diskussion nicht vermengen. Wir stehen allerdings vor dem Dilemma, dass wir zum 1.9. Essen brauchen. Und ich finde, dass unser Antrag, das an den Haupt- und Finanzausschuss zu überweisen und sich kompetente Leute, mir hat auch jetzt die Nichtantwort des Magistrates auf die Fragen vom Herrn Siegmund gezeigt, im Moment gibt es hier keine Antwort, aber wir brauchen eine. Wir stehen unter Druck. Es geht darum, wie kriegen die Kinder zum 1.9. in unseren Kitas und über 1.000 Kinder ihr Mittagessen. Deswegen, also nochmal, ich verstehe die SPD, ich verstehe die WAM, mir geht es ja emotional teilweise ganz genauso, aber an der Sache orientiert, bitte überlegen Sie sich alle nochmal, ob wir nicht eine Haupt- und Finanzausschusssitzung mit kompetenten Leuten durchführen, die uns dann sagen, was passiert, wenn diese Magistratsvorlage heute Abend keine Mehrheit findet. Wenn sie heute abgestimmt wird und findet keine Mehrheit, ich fühle mich fachlich nicht so fit zu beurteilen, was das für Konsequenzen hat für die Firmen, die da angeboten haben. Also bitte überlegen Sie das nochmal. Herr Fischer, Sie bringen mich jetzt ein bisschen in ein Dilemma, aber da ich zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes nicht im Raum anwesend war und daher auch nicht beurteilen können, ob der Herr Mayer vielleicht jetzt schon ein drittes Mal gesprochen hat, drücke ich ausnahmsweise die Augen zu und Sie haben das Wort. Aber bitte kurz. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank. Sie haben natürlich vollkommen recht. Es wäre mein dritter Wortbeitrag. Ich gebe es zu. Aber ich will es kurz machen, was wir uns als Fraktion hierzu entschieden haben. Ich hatte das eingangs erklärt gehabt, dass wenn wir keinen Beschluss fassen, dass hier möglicherweise Kosten auf uns drauf zukommen, die wir überhaupt nicht beurteilen können. Und Frau Vogel, da stimme ich mit Ihnen überein. Das wollen wir alle nicht.
Wir haben uns deswegen auch die zwei Änderungsanträge von FDP und von Bündnis 90 Grünen ausreichend durch den Kopf gehen lassen und haben sehr umfangreich diskutiert. Was ich zunächst mal für die Fraktion CDU sagen kann, ist, dass wir dem FDP-Antrag zu zweitens auf jeden Fall zustimmen werden. So, es gibt die Meinung bei uns, dass der Antrag Bündnis 90 Grünen sicherlich Sinn macht, dass möglicherweise aber genauso wie in den zwei Sitzungen zuvor eben keine Klärung erfolgt. Wir wollen dem Magistrat aber die Chance geben und so gibt es einige bei uns in der Fraktion, die dem grünen Antrag auch die Zustimmung erteilen werden. Darüber hinaus gibt es auch einige in der Fraktion, die sagen, die Rückverweisung der Beschlussvorlage an den Magistrat ist auch eine sinnvolle Lösung, hier die Kiste vom Eis zu kriegen. Und schlussendlich haben wir uns darauf verständigt, dass wir die Abstimmung freigeben. Danke. Frau Böttcher, ich muss mich entschuldigen. Sie hätten natürlich nach Frau Vogel das Wort erhalten müssen. Es ist schon spät, aber jetzt bitte. Ja, ich möchte auch noch mal, Frau Vorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren, für den Vorschlag der Grünen werben. Auch das wäre aus Sicht des Magistrats die beste Lösung, weil dann könnten wir da, und Herr Siegmund, dass ich Ihre Frage nicht beantwortet habe, erlauben Sie mir, ich bin keine Vergaberechtsexpertin und genau einen solchen Experten sollten wir dann bei einer solchen Sitzung hinzuziehen, um all das zu klären, auch welche möglichen Konsequenzen das hat. Und deswegen wäre aus Sicht des Magistrats die beste Lösung, zeitnah eine Sondersitzung des Hauptausschusses einzuberufen, dazu einzuladen. Und wie gesagt, nochmal, Ihre grundlegende Kritik an dem, dass Sie nicht eingebunden wurden von Anfang an die Kriterien, das haben wir aufgenommen. Ich habe es versucht darzulegen, warum das so entstanden ist. Es ist nicht so entstanden, um Sie bewusst davon auszuschließen, sondern es ist entstanden aus der positiven Erfahrung, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Und das bitte ich Sie einfach auch so zur Kenntnis zu nehmen und nicht dem Magistrat zu unterstellen, wir hätten Sie daran absichtlich nicht beteiligen wollen. Wir lernen aus dem Ganzen und deswegen wäre der Weg, der uns eröffnet, eine Lösung zu finden, eine Ausschusssitzung des Hauptausschusses. Vielen Dank. Danke. Herr Schäfer? Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich erinnere mich sehr gut daran, dass es Fraktionen in diesem Hause gegeben hat, die in den letzten Jahren noch mit großer Werbe dafür gekämpft haben, dass es keine Sitzungen in der sogenannten Sommerpause gibt. Das heißt also, wenn diese Fraktionen sich auch selbst noch ernst nehmen, können sie eigentlich nicht dafür sein, dass eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vor Anfang August stattfindet. Ich bin auch nicht bei allem Verständnis für die Themen gewillt, einem Mitglied meiner Fraktion, auch nicht mir selbst, bei dieser entscheidenden Frage und angesichts dieser komplizierten Gemengelage die alleinige Entscheidung über dieses Thema zu übergeben. Beim besten Wissen und Gewissen, was diese Person hat, bei uns in der Fraktion ist es so, dass wir solche grundlegende Entscheidungen immer gemeinschaftlich treffen wollen. Und deswegen ist das für uns ein Thema, was letztlich in einer Stadtverordnetenversammlung oder halt, wenn man unserem Antrag folgt, halt im Magistrat halt ein anderes Gremium, aber nicht in einem Haupt- und Finanzausschuss dann letztlich entscheidet. Und deswegen, ich nehme mal an, Herr Stadtverordnetenvorsteher, angesichts der heutigen Gemengelage wird es ohnehin so sein, dass wir uns im August treffen. Können wir dieses Thema auch heute entscheiden und im Falle einer Ablehnung, die sich abzeichnet, kann der Magistrat mit rechtlich fundierter Begründung durch einen entsprechenden Vergaberechtsexperten dann einen Widerspruch einlegen und dann befassen wir uns im August mit dem Thema erneut und entscheiden dann darüber auf einer fundierten Grundlage, ob wir diesen Widerspruch annehmen oder zurückweisen. Das zunächst mal zum Ablauf. Dann wird immer ins Feld geführt, wo sind die gesamten Risiken.
Naja, die einen Risiken sind klar benannt worden. Wenn wir die Vergabe nicht so machen, wie das Vergabeergebnis ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Vergabe wird aufgehoben und all die, die daran geboten haben, können zumindest die Kosten ersetzt bekommen, die sie für die entsprechende Ausschreibung in Anspruch haben nehmen müssen, um sich beteiligen zu können. Und der unterlegene Bieter könnte gegebenenfalls sogar auf entgangenen Gewinn klagen. Hätte vielleicht sogar ganz gute Aussichten vor Gericht an der Stelle. Das ist die eine Folgerung. Die zweite Folge, wenn wir keine Entscheidung jetzt haben, kann der Magistrat trotzdem einen Plan B haben. Der Plan B wäre nämlich, dass der Magistrat mit dem derzeitigen Lieferanten eine Verlängerung des bestehenden Vertrages auf eine befristete Zeit, nämlich die Zeit, die wir dann brauchen, um eine endgültige Entscheidung durchzuführen über die Neuvergabe, dass er weiter den beauftragt mit der Lieferung. Dann sind wir noch immer in einem kleinen, in einem Volumen, was noch nicht in der Ausschreibungsfähigkeit Größe ist, dass man da zwingend sofort die europaweite Ausschreibung haben muss. Und zum anderen sind wir dort in einer Situation, wo wir sagen können, aufgrund der aktuellen Situation ist es notwendig, halt hier interimistisch eine Vergabe durchzuführen. Es ist was gang und gäbe ist, auch an anderen Stellen, wenn Vergaben nicht rechtzeitig fertig sind. Das heißt also, es gäbe einen Plan B. Man muss ihn nur wollen und man muss ihn machen an der Stelle. Und deswegen plädieren wir dafür, heute eine Entscheidung zu treffen, so oder so, und gegebenenfalls dann halt im August, basierend auf entsprechenden Widersprüchen, erneut das Thema zu beraten, ist aber nicht abschließend in einem Finanzausschuss zu beraten. Gestatten Sie mir zum Abschluss, Frau Bürgermeisterin, zwei Punkte aufzugreifen, die Sie in Ihrer Rede auch gebracht haben. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, zumindest, dass ich in meiner Rede immer vom Magistrat gesprochen habe. Dem Kollektivorgan Magistrat. Denn das Kollektivorgan Magistrat hat diese Vorlage beschlossen und eingereicht. Und ich glaube, der zweite Punkt, der hier elementar wichtig ist, ist, dass für diese Stadtverordnetenversammlung der Magistrat und auch die hauptamtlichen Dezernenten der Ansprechpartner sind. Und wir werden immer nur mit ihnen über die Themen reden. Sie erinnern sich vielleicht auch an eine Begebenheit in der letzten Sozialausschusssitzung, wo ich auch mit dem Magistrat gesprochen habe. Und ich glaube, Sie haben mich verstanden, was ich da gemeint hatte, als ich Ihnen dann gesagt hatte, dass ich davon ausgehe, dass der Magistrat die Arbeit in seinem Kreis gut organisiert bekommt. Sie sind unser Ansprechpartner. Es wird uns im Traum nicht einfallen, irgendjemand anderes als Sie zu dem Thema anzusprechen. Und das hat auch nichts damit zu tun, sonst würden wir nämlich nicht hier so konsensual mehr oder weniger in dem Thema alle die Kritik erheben, dass im Oktober irgendwas ansteht. Wir kümmern uns hier als Stadtverordnete um die Angelegenheiten dieser Stadt, um die Kinder dieser Stadt, dass sie das Essen bekommen, dass sie das aber auf einer Basis bekommen, die wir als Stadtverordnete auch vernünftig entscheiden können. Das alleine ist der Maßstab unserer Entscheidung, nichts anderes. Und bitte behaupten Sie nicht, wir würden was anderes tun. Vielen Dank. So, was für den einen gilt, gilt natürlich für den anderen auch, Herr Schuschko. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich mache es auch kurz. Wir haben in der WAM über den grünen Antrag ausführlich diskutiert. Wir werden ihm leider nicht zustimmen. Also ich hätte ihn auch gut gefunden, muss ich sagen, aber letztlich hatten mich die anderen Fraktionsmitglieder dann auch überzeugt. Einerseits das, was der Herr Schäfer jetzt eben gesagt hat. Wir müssten zwei Personen aus der Fraktion die Entscheidung aufbürden und hätten keine Möglichkeit der Rückkopplung mehr. Der nächste Punkt wäre eben, es wurde vom Herrn Stadtverordnetenvorsteher in der Haupt- und Finanzausschusssitzung gefragt, ausdrücklich, was ist der Plan B des Magistrats? Darauf haben wir dann die Antwort in der letzten Woche bekommen vom Magistrat, wir brauchen keinen Plan B. Also da denke ich mal, weiß man auch schon, wie die Fahrt weitergehen würde im Ausschuss. Und es sei denn, der Magistrat besinnt sich dann noch anders. Aber hier wurde ja auch schon geschildert, was er für Möglichkeiten hat. Und es besteht ja auch immer noch die Möglichkeit, wir sind noch nicht in der Abstimmung, diese Vorlage auch zurückzuziehen, gegebenenfalls in verbesserter Form nochmal einzubringen.
Das sind die Punkte und daher werden wir bei unserer Ablehnung bleiben. Vielen Dank. Frau Böttcher. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch eine Information zur Kenntnis geben. Wir haben bei dem aktuellen Anbieter gefragt, ob es eine Verlängerung gäbe, vorübergehend zumindest, bis das geklärt ist. Das ist leider nicht möglich. So, meine Damen und Herren, Herr Uhl. Sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Anwesende, ich möchte auch eine Erfahrung weitergeben. Die Diskussion hat bestimmt gezeigt, dass es viele Fragen gibt, die zu beantworten werden, die auch ihre Berechtigung haben. Aber eine Entscheidung sollte man nie außen vor lassen. Wenn man einen Blick hat nach hinten oder nach vorne, dann ist der Blick nach vorne der wichtige. Ich bitte das bei Ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Danke. Herr Lehnert. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, machen Sie sich keine Sorgen, ich mache es kurz. Sehr geehrte Frau Böttcher, Sie haben eben noch eine neue Information, für uns war diese Information neu, auf den Tisch gelegt, nämlich dass sehr wohl über einen Plan B nachgedacht wurde. Insbesondere da die Aussage der im Moment auslieferenden Firma hier negativ war, wäre das doch ein interessanter Punkt gewesen. Die Fragen dazu gab es über die Konsequenzen, die wurden im Ausschuss mehrfach gestellt. Warum kommen Sie jetzt 5 Minuten vor der Abstimmung erst mit dieser Information, nachdem doch auch spätestens vorhin in der Debatte deutlich klar wurde, dass es ein großes Interesse an den möglichen Konsequenzen unserer heutigen Entscheidung gibt? Und jetzt, nach einer Woche Fragen in den Ausschüssen, nach fast 1,5 Stunden Debatte zu dem Thema, kommt so eine wichtige Information nachgeschoben. Ich habe dafür kein Verständnis. Herr König. Herr Mayer, es freut mich sehr, wenn mein Beitrag so eine tiefgreifende Wirkung auf die SPD hatte, dass sie dagegen stimmt. Aber man kann unter dem Bewusstsein der Schwierigkeit unserer Situation hier durchaus auch dazu kommen, sich zu enthalten. Das werde ich machen. Ich habe gesagt, ich werde nicht für die Magistratsvorlage stimmen. Also deshalb auch an die SPD sich noch überlegen, wäre nicht Enthaltung besser? So, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr und wir kommen jetzt in das Abstimmungsverfahren. Ich lasse zunächst abstimmen über den Änderungsantrag der FDP-Fraktion und zwar getrennt nach den Punkten 1 und 2. Sollte dies keine Mehrheit finden, würde ich dann abstimmen lassen über den Änderungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen und abschließend dann über die entweder so geänderte oder über die Ihnen ursprünglich vorliegende Magistratsvorlage. Wer dem FDP-Änderungsantrag im Punkt 1, Sie sehen ihn hinten an der Wand, die Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Ich frage nach Gegenstimmen. Stimmenthaltungen. Somit Mehrheit abgelehnt. Wir kommen dann zum Punkt 2. Wer dem Punkt 2 des FDP-Änderungsantrages die Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Ich frage trotzdem vorsichtshalber Gegenstimmen, Stimmenthaltung, somit einstimmig beschlossen. Ich lasse dann abstimmen über den Änderungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen. Wer diesem Änderungsantrag, der Ihnen auf dem Tisch vorliegt, die Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltungen. Somit Mehrheit abgelehnt.
Ich lasse dann abstimmen über die Magistratsvorlage. Wer der Magistratsvorlage mit der Ergänzung, die wir eben beschlossen haben, vom FDP-Antrag die Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltungen. Somit Mehrheit abgelehnt. Meine Damen und Herren, da wir bereits nun 22.34 Uhr haben, wird kein weiterer Tagesordnungspunkt mehr aufgerufen. Ich bedanke mich, schließe die Sitzung und ich wünsche Ihnen eine schöne und hoffentlich ruhige Sommerpause.